Es ist der 20. Juli 2017. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler. Und während gestern Nordrhein-Westfalen abgesoffen ist, ist heute Abend eine relative Ruhe am Start. Das ist auch ganz gut, denn gestern ist mal wieder beim Sebastian der Strom ausgefallen. Aber heute scheint die Leitung stabil zu sein. Deswegen sage ich erstmal ganz herzlich willkommen. Und jetzt genau in diesem Augenblick steht auf meinem Bildschirm, hier ist das neueste Windows-Funktionsupdate. Wollen Sie neu starten? Ich werde gerade wahnsinnig. Es kann doch nicht wahr sein. Also wirklich, ist doch nicht zu fassen. Was soll ich denn jetzt machen? Uhrzeit wählen. Ich kann hier eine Uhrzeit wählen. Entschuldigung, lass dich nicht beeindrucken. Ich sage erstmal guten Abend, Sebastian. Guten Während Abend, ich hier versuche, Martin, meinen Rechner zu dressieren. Das kann doch nicht. Ich hoffe, du kannst eine sein. Zeit nach 24 Uhr wählen. War das nicht immer das Problem, dass du nur etwas bis 23 Uhr wählen konntest? Ich werde jetzt 23.59 Uhr. Das gibt's doch gar nicht. Deswegen hat er gerade so. Dann müssen wir aber fertig sein. Ja, dann müssen wir fertig sein. Ja, gut. Aufnehmen tue ich ja über die kleine orangene Box hier. Ne? Das sind ja alle. Also, das Theater habe ich mir echt vom Halse gehalten. Mit diesem wunderbaren kleinen Gerät. So, wie kriege ich das Bild jetzt wieder hier weg? So, alles klar. So. Entschuldigung, dieses technische Metagelaber, das wollten wir uns eigentlich ersparen, aber wenn es so in die Sendung hineinschneit, dann geht das natürlich nicht anders. Wir haben gehört, der Sebastian ist da, andere Sendegärtner und Sendegärtnerinnen sind heute leider nicht da, der Sommerurlaub fordert seinen Tribut. Wir müssen hier aushalten, also der Sebastian und ich, wir zwei Gartenzwerge mit der Schubkarre und der Schippe. Aber wir sind nicht alleine, wir haben uns zwei wunderbare Gäste eingeladen und das ist einmal die Nora Hispers. Guten Abend, Nora. Guten Abend. Die kennen wir schon aus dem Sendergarten Nummer 19, da war sie ja schon mal da. Und wir haben jemanden, der war noch nicht da, das ist nämlich die Claudia, noch immer Grill? Immer noch und auch bleibend. Okay, hallo. Claudia Grill, hallo, schönen guten Abend. Ja, danke für die Einladung. Wir machen heute ein Experiment sozusagen, zumindest üben wir was Neues ein. Normalerweise sitzt ja eine Person auf der Gartenbank und wir reden ganz viel über die Person. Heute haben wir mal gesagt, wir setzen ein Thema auf die Gartenbank und wollen das Thema so ein bisschen beleuchten. Und zwar ist das Thema, wie geht Podcastland zukünftig mit der Republika um? Das klingt so ein bisschen kryptisch. Es gibt ein Thread im Sendegate und es gibt auch sicherlich einige von euch, die das schon verfolgt haben. Wir werden das gleich nochmal so ein bisschen aufrollen, was es da eigentlich genau mit zu tun hat. Aber zunächst mal gucken wir natürlich einmal ganz kurz auf die neue Ernte. So, bei mir ist nicht so viel eingegangen, aber wir hatten ja beim letzten Mal diese mysteriösen Geräusche angesprochen, die in verschiedenen Episoden zu hören gewesen sind. Und der Lars hatte die Vermutung geäußert, dass Radio Rando da möglicherweise etwas damit zu tun haben könnte. Wir hatten gleichzeitig einen Dementi von Radio Rando bekommen. Ich habe aber gesagt, ich traue dem nicht wirklich über den Weg. Und inzwischen ist es so, dass Radio Rando getwittert hat, ja, wir waren es und wir versuchen hiermit keineswegs die eigentlichen Urheber zu schützen. Was immer dieser zweite Satz auch genau bedeuten kann. Und wir haben Meldung bekommen, dass es noch in weiteren Episoden solche Geräusche gegeben hat, zum Beispiel im Geheimen Kabinett, im Hobbykoch-Podcast, im Hook and Slice-Podcast und auch noch im Anerzählt-Podcast sind zusätzlich weitere solcher merkwürdigen Geräusche aufgetaucht. Also da braut sich irgendetwas fürs Podcastland zusammen. Radio Rando rührt da im Hintergrund irgendwie im Suppentopf der Audiotöne. Ich finde es nur schön, der Lars hatte von vornherein den richtigen Riecher und trotz aller Dementi, sie haben es eben doch angezettelt. Schöne Grüße an Fabio und an Radio Rando. Ihr habt damit ganz gut die Werbetrommel gerührt. Das muss man euch auf jeden Fall lassen. So, damit sind wir schon durch. Ja, genau. Bei mir waren sonst nichts mehr angekommen. Sebastian, hast du noch irgendwas bei der neuen Ernte? Ich hatte jetzt eben nochmal auf der Seite geguckt, aber da war jetzt außer das mit Radio Rando eigentlich nichts mehr dazu, ja.
Okay, dann haben wir schon zusammengetragen. Dann können wir ja direkt loslegen, auf die Gartenbank gehen. So, wo ich ja gerade so unhöflich war und habe Windows hier irgendwie mehr Zeit eingeräumt als euch, das ist ja total unhöflich, frage ich doch erstmal nochmal, wie ihr denn so drauf seid. Wie geht's dir denn, Nora, heute Abend? Ja, ich würde sagen, es geht ganz gut, ehrlich gesagt. Ich hatte 3 Tage intensiv Zeit, mich mit meiner Anachronistin zu beschäftigen und mich macht das insofern ein bisschen locker, weil ich dann weiß, ich habe was weggeschafft und dann kann ich mich so ein bisschen innerlich entspannen. Okay, hast du denn Urlaub oder hast du das jetzt sozusagen in deinen normalen Arbeitsplan irgendwie hineingewoben? Nee, ich web das tatsächlich in meinen normalen Arbeitsplan ein und hatte, das klingt so ein bisschen blöde, ne? Aber ich hatte so ein bisschen das Glück, dass meine Schwester mit den Kindern und ihrem Mann ans Meer gefahren ist. Das heißt für mich, ich habe tatsächlich so 3 volle Tage ohne Gedöns und so und kann nur arbeiten und das mache ich dann immer. Also immer, wenn ich die Chance habe, einfach durchzuarbeiten, dann setze ich mich hin und arbeite durch. So. Für diese Projekte halt. Okay. Und das heißt also auch richtig aufnehmen, einsprechen und so weiter. Genau. Also ich hab einen neuen Blog-Eintrag geschrieben, ich habe einen neuen Podcast gemacht. Ich arbeite auch daran, das Projekt weiterzuentwickeln und habe da viel Zeug zusammengeschrieben, um den nächsten Schritt da zu gehen. Viel mehr möchte ich dazu noch gar nicht sagen. Aber ja, das okay, wird auch noch also ein paar Monate dauern. Du hast also heute für die Anachronistin gearbeitet, du hast einen Was-denkst-du-denn-Podcast aufgezeichnet und heute Abend bist du hier im Sendegarten. Oh ja, genau. Stimmt. Also die Rita war auch da freue ich mich immer sehr. 3 auf 1 an einem Tag. Ich habe tatsächlich jetzt in 7 Tagen wäre ich jetzt an 6 Podcasts beteiligt, habe ich festgestellt. Meine Week of the Podcasts. Wow, nicht schlecht. Aber du hast neue Hardware, habe ich gesehen. Was hast du denn, was versteckt sich denn da? Wir haben endlich Tischmikrofonständer, sodass uns nicht immer der Arm abfällt nach einer Stunde, weil wir diese Sennheiser E845 halten müssen. Die sind doch, auf Dauer sind die echt ein bisschen schwer. Und habe mir Plopschutze geholt. Auch das dürfte man hören. Ja, und so. Also das ist so, das war so das, was ich als nächstes anschaffen wollte. Und ja, irgendwann müssen wir den Wäscheständer mal ersetzen durch ein Paravent oder so, damit wir ein bisschen von dem Raumhall wegkommen. Aber das ist dann der nächste Schritt. Aber jetzt so habe ich immer einen Grund, einen Wäscheständer hier stehen zu haben, muss man sagen. Ja, ich wollte gerade sagen. Nicht so ganz unpraktisch. Eben, das ist doch eigentlich eine total gute Ausrede, Erklärung, warum das Möbel da noch steht. Ist doch gar nicht so dumm. Ja, schon, aber es ist mir auch latent unangenehm, Rita ständig meine Unterwäsche zu präsentieren. Also nicht, dass ich vor Rita Geheimnisse hätte, aber irgendwie würde ich ihr da was Schöneres optisch gerne hinstellen als meine Wäsche. So. Ich überlege gerade, wie ich weitermache, ohne mich jetzt im Kopf und Kragen zu reden. Gehen wir mal einfach zum zweiten Gast, zum zweiten Gästin über. Claudia, bei dir, wenn du dich umschaust, siehst du auch einen Wäscheständer stehen? Nein, aber ich sehe in der Tat einen großen Sessel, auf dem ganz viel Wäsche liegt, die gebügelt werden muss. Okay. Das ist super für die Raumakustik. Ja, ne? Das hört sich auch richtig schön an hier. Ich saß heute mit Kolleginnen zusammen und irgendwie kamen wir auf Kinder, ach nee, weil eine andere Kollegin, die ist jetzt 4 Wochen vor der Geburt und dann kamen sie irgendwie auf kleine Strampler und so weiter und die haben sich dann erinnert, wie das bei ihnen so war. Ja, sie hätten diese kleine Wäsche so hingebungsvoll gebügelt und so weiter. Und eine Kollegin saß mir gegenüber und sagte, ja, beim ersten Kind habe ich noch gebügelt, beim zweiten Kind habe ich nur noch gefaltet und beim dritten Kind habe ich es direkt aus dem Wäschekorb angezogen. Das war eine sehr schöne Evolution. Ja, dazu kann ich auch berichten. Also ich arbeite ja wieder, unser Sohn ist jetzt gerade 7 Monate alt und Ralf macht jetzt die Elternzeit und die Wäsche des Kleinen packen wir auch direkt aus dem Wäschetrockner in den Schrank rein. Ralfs Wäsche wird gebügelt von der Putzfrau, die wir haben und meine Wäsche landet auf diesem Sessel drauf und da muss ich mich dann irgendwann drum kümmern und das sieht dann so aus, dass ich das trotzdem nicht schaffe und dann genau von diesem Haufen dann immer irgendwas wieder nehme und das dann eben ungebügelt anziehe. Ja, ich sag auch mal, zieht sich doch am Körper glatt. Ich habe doch Wärme und da kommt doch auch irgendwie die Feuchtigkeit aus meiner Haut. Die zieht doch alles glatt.
Ansonsten atme ich einmal tief ein und dann ist es doch stramm. Das muss doch gehen. Ja, also wenn ich dann einen Termin habe, dann darf es doch mal die gebügelte Bluse sein. Aber so ja, viel mehr schaffen wir im Moment halt auch nicht. Okay, lösen wir uns von solchen Äußerlichkeiten. Wir haben ja den Vorteil, dass wir in einem Audiomedium sind und natürlich das Videobild. Also ob ich jetzt einen gebügelten Hemdkragen trage oder nicht, das ist für den heutigen Abend völlig egal. Es ist vielleicht auch besser so, dass es keine Bilder gibt. Die Stimme, die wir gerade hören, also Claudia Krell, die ist vielen von uns seit Jahren bekannt und vertraut, möglicherweise aber dem einen oder anderen auch neu, weil Claudia relativ, ja, lange, kann man das sagen? Also 2 Jahre nicht auf Sendung oder wie lange? Oh, ich glaube länger schon sogar. Also ich podcaste tatsächlich sehr, sehr lange nicht mehr. Die Wikigeeks, bei denen ich ja mal dabei war, haben wir 2015 eingestellt, 2014, ich weiß es gar nicht mehr so ganz genau. Also lange ich ist die letzte Episode war die 50 und zwar war die vom 19. Oktober 2014. Ja, siehst du, also schon 3 Jahre. Ja, und seitdem habe ich dann sicherlich nochmal im Sendezentrum in ein Mikrofon gesprochen, einen Podcast gemacht, aber das war es dann auch. Genau, Vorträge gehalten auf Bühnen, genau, aber halt nicht mehr also über Podcasts, aber nicht in Podcasts. Das ist auch so ein bisschen meine Rolle, über die viele mich dann wahrscheinlich kennen, oder dass ich halt so ein bisschen im Hintergrund aktiv bin. Ich gehöre mit zur Sendezentrums-Crew oder bin eine der Mitbegründerinnen des Sendezentrums und veranstalte da eben mit Tim und Ralf zusammen unter anderem die Subscribe. Wir machen Sendezentren eben auf dem Kongress, früher eben auch auf der Republika, probieren den Podcast-Patin so ein bisschen unter die Arme zu greifen, wo es geht, und haben das Sendegate ins Leben gerufen. Also das ist so eher da, wo ich mich momentan rumtummle. Was hat es mit dem Begriff Kombinat für angewandte Radiotheorie auf sich? Also die Radiotheorie ist ja die, auf die wir uns immer alle berufen, also fälschlicherweise ja berufen haben von Bertolt Brecht, ne? Und wir haben das ja mal in einem Vortrag dargelegt, dass eigentlich die Radiotheorie, mit dem jeder kann auch ein Sender sein, dass die sich eigentlich auf Enzensberger beruft, aber das nur so am Rande. Und als wir in der Namensfindung damals waren, eben für dieses Gesamtkonglomerat, also Sondersendung, Sendezentrum, haben wir so ein bisschen rumüberlegt, was nette Namen wären, und sind dann eben auf diese Schiene mit Kombinat gekommen und dachten eben, das passt ganz gut eben auch zu dieser Brecht-Ära dazu, und haben das dann nochmal in den Untertitel gepackt. Und die Idee dahinter ist einfach, dass man also als Kombinat wirklich viele Leute hat, die dahinter stehen und die eine Sache nach vorne tragen, und dass sich da eben auch jeder andocken kann. Also dass es eben nicht nur 3 Nasen sind, die es jetzt im Moment halt so weitestgehend sind. Da aber, wie gesagt, einfach eine Offenheit besteht, dass sich jeder immer irgendwo andocken kann und sich da einbringen kann. Ist das denn auch so ein bisschen augenzwinkernd? Also ich meine, mit der ostdeutschen Vergangenheit, wo ja, das natürlich. Kombinat also das möglicherweise so auftaucht, ja? Ja, klar, habe ich ja gerade gesagt. Ne? Also wir dachten, das passt dann einfach auch in diese Brecht-Ära ganz gut. Und ich weiß nicht, was wir da noch alles so an Namensvorschlägen dann hatten oder was wir dann auch teilweise verwurstet haben auf der Internetseite, also auf das-sendezentrum.de. Da gibt es mit Sicherheit noch das ein oder andere versteckte Schmankerl, was da genau aus dieser Namensfindungsprozessierung herauskam. Okay, was mich natürlich erwischt, ich habe nicht richtig zugehört, weil ich nämlich gerade parallel hier in füt.de, der super Podcast-Suchmaschine, einfach mal den Namen Claudia Krell eingegeben habe, um mal zu gucken, was die denn so ausspuckt. Und neben Wikigeeks kommt das Sendungsbewusstsein zum Vorschein, wo du, das hatten wir vorhin ganz kurz auch angesprochen, in der ersten Episode beim Mirko Blitz zu Gast gewesen bist und hast ganz viel auch aus deinem Leben und wie du überhaupt Podcasterin geworden bist und Hörerin zunächst mal geworden bist, erzählt. Daraus hätte ich noch eine Frage. Gibt es inzwischen in deinem Podcatcher Podcasts öffentlich-rechtlicher Anstalten oder bist du da immer noch abstinent? Oh, ich höre da tatsächlich einige Sachen. Also ich hätte auch für später einen Hörvorschlag, der tatsächlich vom Öffentlich-Rechtlichen kommt. Ich höre aber im Moment sehr einzeln nur Episoden. Also das heißt, ich habe momentan gar nichts, was ich so regelmäßig höre, sondern immer nur sehr partiell. Das liegt ein bisschen daran, dass ich jetzt einfach so ein kleines Baby zu Hause habe. Und da, man sollte es meinen, eigentlich Zeit hätte gerade zu hören, aber genau zu solchen Sachen komme ich dann doch eher nicht.
Okay. Du hast gerade die WikiGeeks angesprochen. Wir haben ja die 50 Episoden erwähnt. Was war das für ein Format und was hat es mit den oft genannten Wiederaufnahme oder wie nennt man das? Wenn die wieder aufkommen, die Schauspieler. Comeback. Ein Comeback, genau. Mit dem oft genannten Comeback eigentlich auf sich. Wird da irgendwann mal was kommen? Oder zunächst mal die Frage für Hörer und Hörerinnen, die von WikiGeeks bisher noch nie gehört haben. Was ist das gewesen? Ja, WikiGeeks. Die WikiGeeks hatten übrigens mehrere Relaunches. Ja, das war einfach ein Format, das hat sich mal in Göttingen zusammengefunden und es ging darum, dass gesellschaftliche Netzthemen besprochen werden. Also sprich, was tut sich da gerade in den Weiten des Internets, was tut sich in Sachen Digitalisierung und wie bewirkt sich das wiederum auf die Gesellschaft aus? Was wird das für Konsequenzen haben? Wie gehen wir damit um? So ein beliebter Satz war auch immer, wie bringen wir es unseren Eltern bei? Und genau über sowas haben wir da gesprochen. Also es ging dann von der heiße Social-Media-Scheiß, also was gibt es jetzt gerade wieder an Netzwerken, wo immer noch mein liebstes Netzwerk, ich habe den Namen leider vergessen, aber ich weiß noch, dass es darum ging, dass man eben seine Viren und Bakterien teilen konnte. Also dass es eben solche sozialen Netzwerke gab, die immer wieder aufkamen, neu und dann auch schnell wieder gestorben sind, bis hin zu Trends wie werden Museen digital oder ja, Ralf würde jetzt zum Beispiel gerne eine Folge mit Sicherheit über Virtual Reality machen, also solche Dinge sind da einfach immer Thema gewesen. Und über Drohnen und wahrscheinlich, ne? Damals noch nicht so, da hatte er auch noch keine. Ich weiß gar nicht, ob das da schon so Thema war. Also wir haben da mit Sicherheit mal so drüber gesprochen aus der Bing-Ecke. Es war, als Google rumgefahren ist mit den Autos und das alles dann verpixelt wurde, hatte Bing ja zur gleichen Zeit auch schon Bilder, die teilweise aus so einer Drohnenperspektive waren, wo man also so schräg von oben auch reingucken konnte. Also da haben wir mit Sicherheit mal über sowas auch gesprochen, aber nicht wirklich weltumfassend. Also das wäre sicherlich auch ein Thema, wo man jetzt drüber sprechen würde. Und so vom Setting, bitte. Und weil ich jetzt gerade sage, es wäre so ein Thema, über das man jetzt sprechen würde, das würden wir auch durchaus gerne tun. Das hapert dann bei uns immer so ein bisschen an der Zeit und so dem letzten Impuls, das zu machen. Also wir haben eigentlich alles fertig in der Schublade liegen. Wir haben einen fantasto-gigantisch-romanischen Jingle. Wir haben tolles Design. Ja, wir haben alles. Wir haben nur einfach gerade nicht so die Zeit. Weil die Idee ist schon, also die WikiGeeks waren auch sehr durchformatiert. Also es war eher so ein Magazinformat. Wir hatten eben viele, also wie der Sendegarten jetzt auch, viele Rubriken, unter denen wir dann immer probiert haben, eben auch das schön anschaulich alles darzustellen und dann unsere schönen Kapitelmarken auch dazu zu setzen und das eben auch hörkompatibel zu machen. Und das würden wir halt so auch gerne fortführen. Das bedarf einfach etwas Vorbereitung und Zeit und Nachbereitung. Das schütteln wir gerade nicht so aus dem Ärmel. Also es ist sicherlich jetzt auch ein Problem, dass Ralf und ich das ja gerne zusammen machen und einer von uns immer eigentlich beim Baby gerade sein muss und also jetzt ist es gerade Ralf und das jetzt auch nochmal so als erschwerender Faktor hinzukommt. Na klar, vom Setting her ist es, du hast es gerade schon so ein bisschen gesagt, der Analogie zum Sendegarten, ihr habt alle 14 Tage eine Sendung aufgenommen mit einer größeren Gruppe von Menschen. Insofern, das ist mal ähnlich hier. Aber genau, ihr saßt also immer auf eurem Sofa, nicht virtuell verbunden, sondern vor Ort direkt. Genau, das war dann auch so ein bisschen der Grund, das einzustellen. Sonst hätten wir es eventuell noch weitergemacht, weil dann ein Teil der Crew in Berlin war und ein Teil in Göttingen. Und das wollten wir halt eigentlich dann doch noch zusammen, also die WikiGeeks waren halt dieses Team, das auch in Göttingen war, noch dazu. Und also mit Florian Bertram und Bertolt Kleff, Gott, jetzt habe ich den Namen schon fast vergessen. Wir haben auch jetzt etwas länger keinen Kontakt mehr. Bertram Kleff. Bruns, heißt er Bruns? Renke Brun, genau, aber Renke ist der, kam ja später dazu, als wir dann schon in Berlin waren. Also der ist ja quasi mit uns aus Göttingen nach Berlin gezogen. Das war so, also Dennis Mohrhardt auch, wir kommen ja alle aus Göttingen. Und das war so ein bisschen Koinzidenz, dass wir da alle zusammen zu ungefähr gleichen Zeit nach Berlin gezogen sind, aus unterschiedlichen Gründen. Warum eigentlich? Was ist dieser dicke Magnet, der da in Berlin steht, wo der so viele Menschen anzieht? Naja, also für Ralf und mich waren das einfach die Jobs. Ralf hat hier einen total schönen Job bekommen an der Staatsbibliothek, der ihn einfach sehr gereizt hat. Meine Firma ist ja in Göttingen ansässig, bei der ich arbeite, hat aber eben eine Niederlassung in Berlin. Und da war für mich dann eben auch klar, dass ich dann lieber in Berlin arbeite erstmal und dann eben auch wir dann keine Fernbeziehung führen.
Und ich glaube, Dennis hatte auch einfach hier ein super Angebot von der Firma und auch Renke wollte gerne mal in die Großstadt. Also das war einfach Zeit. Also es gab jetzt gerade lustigerweise auch ich nenne es mal Pseudodebatte. Also es gab so eine auch eher Pseudo-Untersuchung in Göttingen, dass eben viele gleich nach dem Studium wieder wegziehen und die Stadt eben die Leute nicht hält. Und das ist einfach schon gefühlt so ein bisschen so. Also wir waren auch am Ende, also Ralf und ich, dann so die Letzten, die noch in Göttingen waren aus meinem Jahrgang. Da sind da schon viele weggegangen. Ralf war ja lange dann noch in der Lehre dort und auch da hatten sich dann einfach es ist eine hohe Fluktuation dann gewesen von Leuten, die man dann mal gesehen hat und die dann irgendwann wieder weggezogen sind. Und das merkt man dann schon, dass Göttingen so eine Studentenstadt ist, eher so eine Durchgangsstadt. Und irgendwann möchte man dann vielleicht doch mal woanders noch hin. Und was war für dich der Moment, dass du zu einem Mikrofon gegriffen hast? War das die Medienstadt Göttingen, die dich verführt hat, ins Mikrofon zu sprechen? Was war der Impuls für dich? Das war, dass ich einfach einen Podcast gehört habe, nämlich die Wikigeeks, die sind ja vor mir gestartet, also sind ja nicht mit mir gestartet. Und ich dachte, ach Jungs, irgendwie würde ich da gerne jetzt auch noch was zu sagen. Dann habe ich die einfach mal frech von der Seite angeschrieben. Und dann haben die gesagt, wenn du was zu sagen hast, dann jetzt nicht hier so über Twitter oder über E-Mails oder sonst was, sondern dann komm gefälligst in die Sendung und sprich auch hier ins Mikro mit rein und mach deinen Standpunkt hier klar und dann reden wir darüber. Und so bin ich dazu gekommen und dann halt nicht mehr weggegangen. Okay, die haben sich einfach dann hineingesogen und du hast dich dann da richtig hineinbegeben. Aus dem Nähkästchen geplaudert, du hast dem Mirko erzählt, dass Podcasting für dich auch so ein bisschen in Anführungszeichen eine Therapieform gewesen ist, weil du erzähltest dort, dass du eine Schüchternheit hattest und dich vielleicht über das Podcasting so ein bisschen freigeschwommen hast. Wie ist das gekommen? Also spürst du tatsächlich einen Unterschied zu der Zeit, als du noch nicht mit einem Mikrofon durch die Welt gelaufen bist? Nein, also ich habe diese Schüchternheit habe ich immer noch. Also ich habe, glaube ich, ihr habt es ja alle gelesen, vorhin auch geschrieben, mal sehen, ob ich überhaupt noch zwei gerade Sätze zusammenkriege und in einem Mikro sprechen kann. Ja, also so eine Unsicherheit habe ich halt immer. Und gerade wenn es so um Reden geht. Also ich hasse zum Beispiel Telefonieren. Wie ich jetzt aber gemerkt habe, bin ich damit absolut nicht alleine. Und oh nein. Kann ich bestätigen. Rita kann es auch nicht leiden. Und auch ich höre mich zum Beispiel auch immer noch furchtbar ungerne, aber das einfach so reden, ins Mikro reden und dann auch auf die Bühne gehen, das hat schon geholfen, das so ein bisschen sicherer zu werden, dann auch im öffentlichen Auftritt einfach ein bisschen sicherer zu werden, das würde ich schon sagen. Aber diese Grundschüchternheit und so ein bisschen Grundunsicherheit, die habe ich immer noch. Es ist für alle, die dich jetzt in den letzten Jahren kennengelernt haben, auch als Organisatorin von Podlove Podcaster, Workshops und Sendezentren, komplizierte Anmoderationen bzw. komplizierte und sehr vielfältige Interviews führen, kann man sich das wirklich kaum vorstellen. Also du bist so eine Frau, bei der man wirklich das Gefühl hat, die hat den Laden da komplett im Griff, ja. Und da gab es ja auch mal diese Geschichte, wenn du nur scharf guckst, dann machen Leute alles und du hast eine enorme Durchsetzungskraft und da ist ja dieses Bild von ich bin schüchtern, das ist so, das passt irgendwie so in die Außenwahrnehmung. Ich weiß, dass es innen oft ganz anders aussieht, ja, aber es ist wirklich so lustig, dass das äußere Bild ein ganz anderes sein kann. Aber siehst du, insofern hat mir das mit dem Podcasten ja sehr geholfen, wenn ich so rüberkomme dann. Ja, richtig. Dann, wo wir gerade schon dabei sind, diese Erfindung Sendezentrum. Du warst bei der Gründung dabei. Wo ist das hergekommen? Was ist denn da die Idee da eigentlich dahinter? Ja, das ist eigentlich ganz passend zum Thema, weil wir mit den Wikigeeks, dem Anycast, also der Anycast, eben Renke Bohn, Dennis Mohrhardt, von denen ich ja schon erzählt hatte, mal auf die Republika gegangen sind. Wir haben uns ja auch kennengelernt übers Podcasten, nämlich wir haben damals geschaut, einfach, es gibt noch einen anderen Göttinger Podcast und haben uns dann auch ganz frech bei denen einfach mal eingeladen. Wir kannten uns also gar nicht vorher. Haben uns dann mal verabredet für eine Sendung zusammen machen, weil man sich so von den Stimmen her wohl ganz sympathisch fand und auch die Themen irgendwie kompatibel waren. Und dann standen wir einfach unbekannterweise mal bei Renke im Wohnzimmer und haben dann zu viert zusammen einen Podcast aufgenommen. Und so ging das dann eben weiter, dass wir auch alle Interesse hatten, auf die Republika zu fahren. Also Ralf und ich waren schon die Jahre davor mal da und haben dann von dort eben angefangen zu podcasten. Das waren dann die Any Geeks.
Und das haben wir im Hotel zum Teil aufgenommen, dann nach der Republika, haben immer so ein paar Interviews geführt dort vor Ort, haben vom Affenfelsen was aufgenommen, das war die erste Station Republika, und haben dann unter anderem auch Tim interviewt. So sind wir mit Tim in Bekanntschaft gekommen. Also vorher kannten wir uns da auch nicht und haben uns da unterhalten und fanden uns auch alle ganz nett und haben da ein bisschen Kontakt gehalten. Und Renke, Ralf und ich hatten dann die Idee, dass man dann durchaus auch mal so ein Live-Podcasting machen könnte auf der Republika, dass man das so ausweiten könnte, was wir dort gemacht haben. Und da aus dem Gedanken heraus ist dann irgendwann das Sendezentrum entstanden, dann schon für die nächste Republika, wo wir dann eben diesen kleinen Raum in der zweiten Etage hatten, also im Obergeschoss dort, und da dann so einen kleinen Tisch hatten noch damals und vier Schreibtischstühle drumherum, und das war eben unser Sendezentrum mit 20 Zuhörerplätzen, glaube ich. Das ist eigentlich so die Historie im ganz Kurzen gefasst. Okay, ja, 20 Zuhörerplätze, ich glaube, wenn es hochkommt, also das war ja, ich habe heute Nachmittag nochmal den Film rausgesucht, den Wolfgang Nölke, glaube ich, mit dem Team zusammen gemacht hat. Das war total witzig, diesen winzig kleinen Raum zu sehen, mit dem, ja, also so ein Schuhkarton eigentlich nur, wo wirklich da oben wenn überhaupt 20 Zuhörer reinpassen, Podcaster-Tische, die auch nicht größer waren als so ein normaler Schreibtisch halt, also schon sehr witzig. Aber es ist ja dann gewachsen von Mal zu Mal, und zwar im Rahmen der Republika. War das denn eigentlich klar, dass das ein Ding ist, was auf der Republika stattfinden soll, oder war das sozusagen nur die erste Gelegenheit dafür? Also es ist halt aus der Idee dieses Republika-Podcastens entstanden, also wie ich gerade erzählt hatte, und deswegen war die Republika da ein guter Anlass dazu, und wir haben dann eben über Tim auch die Connections da ein bisschen ins Team bekommen, und er hat das dann ja auch alles mitgewuppt und ist ja eigentlich so der Großmeister jetzt auch des Sendezentrums, und das war einfach so ein bisschen von beiden, ne? Also es war schon so, dass die Republika gutes Umfeld bietet für Podcasts, oder wir dachten zumindest, es ist ein gutes Umfeld für Podcasts, und es passt thematisch da auch gut hin, weil es beschäftigt sich eben mit Medien, es beschäftigt sich mit emanzipatorischen Ansätzen auch und auch eben Ermächtigungsansätzen, also ich werde selber Sender und ich bringe selber meine Themen zum Ausdruck. Wir dachten eigentlich schon, dass das auch auf einer Bloggerkonferenz, was die Republika ja mal war oder wo sie ja mal herkommt, gut aufgehoben ist. Und das andere war halt, dass es die nächste Gelegenheit war. Das ist schon so. Und den Kongress, der kam ja dann danach, dass wir dort eben ein Sendezentrum gemacht haben und da ja auch viel, also ganz anders gewachsen sind als auf der Republika. Also das Sendezentrum Republika und Sendezentrum Kongress sind zwei komplett unterschiedliche Dinge dann auch. Und das ist auch so ein, da können wir vielleicht dann auch nochmal so ein bisschen im Gespräch hinkommen. Da sind halt andere Dynamiken am Start und da haben die Veranstaltungen einfach andere DNA jeweils. Und da muss man immer auch drauf eingehen und schauen, was da eben dann passt. Und so ist das dann auch so ein bisschen passiert, dass wir mit dem Sendezentrum auf der Republika nicht mehr präsent waren. Das hatte auch noch andere Gründe, klar, zeitlich dann. Aber das ist durchaus so ein Punkt. Okay, also für alle, die von dem Begriff Sendezentrum bisher nichts gehört haben oder das nicht kennen, das ist also quasi eine Bühnensituation, wenn man so will, die in unterschiedlichen Größen auf öffentlichen Veranstaltungen wie der Republika oder dem Kongress halt aufgeführt wird. Auf dem Camp, gab es auf dem Camp vom Chaos Communication Kongress auch eins? Ich glaube nicht. Nein, also das ist nämlich genau der Punkt, weil das mit der Bühnensituation ist immer so ein bisschen, da könnte man sagen, liegen Ralf, Tim und ich uns auch regelmäßig in den Haaren, was jetzt eigentlich ein Sendezentrum ist und was nicht. Auf dem Camp zum Beispiel hatten wir ein Zelt, ein großes auch, und da wurde aber hauptsächlich gecodet. Also da war dann nichts mit Großsenden oder sonstigem, aber es war halt trotzdem ein Kristallisationspunkt des Sendezentrums. Weil das Sendezentrum ist ja eben nicht nur diese Live-Situation, das ist eben dann, wir haben da auch immer so ein bisschen Definitionsschwierigkeiten. Also Sendezentrum kann eben das live vor Ort sein, aber es ist eben auch so quasi Dachorganisation für eben die Podcast-Patinnen und das Sendegate und so einiges andere noch, was man da so drunter eintüten könnte. Ne? Also Subscribe dann, die kommt ja auch über diesen Podcast Podlove-Workshop, eben auch in dieses Sendezentrum mit rein, und das ist eben auch diese Dachmarke ein bisschen.
Ja, es gibt also die Bühnensituation für Menschen, die Podcasts eben vor Publikum machen wollen. Es gibt da diese Werkstattecke sozusagen, also den Podcaster-Tisch. Und was ich am Anfang immer sehr bewundert habe, war die Sondersendung. Das war eure tägliche Zusammenfassung. Also was ist gerade am Tag an wichtigen Talks gewesen, wo ihr euch dann so für 10-Minuten-Slots die Sprecherinnen und Sprecher nochmal an den Tisch geholt habt und habt mit denen nochmal so die heißen Themen irgendwie besprochen. Eine unglaubliche Arbeit, da neben der ganzen sonstigen Organisation inhaltlich auch noch am Ball zu bleiben. Ich durfte einmal, wie habt ihr das genannt? Ich war derjenige, der dafür sorgen sollte, dass sie zur richtigen Zeit auf der Bühne sitzen. 2014 war das. Und ich habe in dem Zusammenhang so miterlebt, was da für eine Organisation hintersteckte und habe immer nur den Hut gezogen. So, mein Gott, wie kriegen die es bloß hin, über Tag diesen Input zu bekommen, dass man abends an einigermaßen gehaltvolle Gespräche vor dem Mikrofon führen kann. Also das habe ich sehr bewundert. Wie hast du die Situation erlebt? Ja, das war auch durchaus das Problem. Also das war ein Stressfaktor, der wirklich sehr, sehr hoch war. Also, siehst du mal, ich habe die Sondersendung jetzt auch komplett vergessen in der Aufzählung, wenn wir sie schon länger nicht mehr gemacht haben. Das ist nämlich eben auch genau der Grund, also sich sowohl diesen inhaltlichen Input von der Konferenz zu holen, als auch selber dann eigentlich so eine Subkonferenz mit so Sendezentrum zu organisieren. Das war viel zu viel irgendwann und wir haben dann gesagt, das schaffen wir so nicht mehr. Auch weil das Sendezentrum eben gewachsen ist. Also beim Kongress das noch zu machen, wo eben, wie gesagt, das Sendezentrum immer größer geworden ist, also sowohl von den Einheiten her. Also man hatte da nicht nur die Bühne, sondern wie du gerade gesagt hast, noch so einen Podcaster-Tisch. Dann kam irgendwann erst diese Patin noch dazu mit dann Workshop-Situationen, wo man das dann auch noch verwalten muss. Dann haben wir jetzt die freiwilligen Helfer beim Kongress, die da ja Engel heißen, noch immer mit verwaltet und organisiert. Und das wurde dann halt immer mehr in solchen Bereichen, sodass wir dann gesagt haben, irgendwann, okay, das entweder das oder das, aber nicht mehr beides. Und so hat dann die Sondersendung leider den Kürzeren gezogen. Und das ist eigentlich auch sehr schade. Also Ralf und ich hätten eigentlich sehr großes Interesse daran, das wiederzumachen und da auch so einen Relaunch drauf zu kippen und das Format ein bisschen zu ändern und auszubauen. Aber es hat einfach bisher nicht geklappt. Wir haben uns ja letztes Jahr aus dem Kongress, aus der Orga rausgezogen, eben weil unser Sohn zur Welt gekommen ist eine Woche vorher. Und wir haben so ein bisschen die Hoffnung, dass wir jetzt einfach die Orga weiter von den Orga-Leuten machen lassen können, die das gemacht haben in diesem Jahr, oder dass sich da vielleicht noch ein bisschen mehr Leute jetzt auch einbringen und wir dann sagen können, das macht ihr super, wir machen die Sondersendung. Okay, ich glaube, man kann sich jetzt so ein bisschen vorstellen, was das Sendezentrum eigentlich ist, was es so ungefähr aussieht. Wir haben jetzt verstanden, es gibt mehrere Anlässe, zu denen dieses Sendezentrum aufgebaut wird, alles was mit dem CCC zu tun hat, also was zum Beispiel, also, ja, insbesondere beim Kongress, ist das Ding auf einem Wachstumskurs, das kann man eigentlich gar nicht anders sagen. Es wurde von Jahr zu Jahr immer größer, immer professioneller, letztens mit einer Hintergrund-Beamer-Geschichte, sodass auch keiner mehr in den Strahl reingelaufen ist und mit einer Beschallung, die die Entfernung des Sitzenden von der Bühne noch eingerechnet hat. Ich weiß gar nicht, das ist ein technischer Begriff. Also ich war total beeindruckt, was da alles aufgefahren wurde. Also alles, was sozusagen den Kongress betrifft und das Sendezentrum, ist quasi auf dem Wachstumskurs. Aber was die Republika betrifft und das Sendezentrum, da weiß man nicht. Es sieht eher so aus, als würde es von Jahr zu Jahr weniger werden. Also, und das ist auch das Thema, über das wir gleich so ein bisschen sprechen wollen. Wir gucken also speziell auf die. Ja, bitte gerne. Da nochmal kurz reinhaken, weil also das ist so halt nicht ganz richtig. Ne? Also ich kann mal ganz kurz noch zur Historie des Sendezentrums auf der Republika was erzählen. Wir waren eben das erste Mal in diesem kleinen Kabüffchen jetzt, was ich ehrlich gesagt so in der Rückschau da als total sympathisch charmant empfinde. Denn das Jahr drauf sind wir auch mit dem Hinblick auf den Kongress, weil wir dort halt sehr groß waren schon, auch mit großer Bühne, vier Sitzplätzen, eben dieser Podcaster-Tisch noch dazu, dann gewandert in die Kathedrale, nenne ich es immer. Das war also Stage T, das war so ein bisschen ein Vorgebäude der Station, in der die Republika eben stattfindet, wo eine sehr, sehr hohe Decke war, sehr viel Mauerwerk und eben auch unheimlicher Hall. Da hatten wir sehr viel Platz, waren halt so ein bisschen außerhalb des Geschehens, konnten da so ein bisschen unser eigenes Ding machen. Und hatten auch schon viele Plätze und es war eigentlich ganz gut, bis auf halt den Klang. Und dann haben wir aber gesagt hinterher, das passt vom Konzept her einfach nicht so zur Republika. Also es kam gar nicht so unbedingt von der Republika, sondern auch von uns, dass wir gesagt haben einfach, also dieses jetzt nochmal hier
irgendwie noch eine große Bühne aufziehen, wo die Republika schon irgendwie eine unübersichtliche Zahl von Bühnen und Tracks und Talks hat, und dann da Leute hinzusetzen, die 2 Stunden teilweise podcasten. Wir probieren ja jetzt mittlerweile mal zu sagen, macht bitte nur 1 Stunde, es kommt einfach solchen Konferenzsituationen mit sehr viel Dynamik mehr entgegen. Aber trotzdem dann teilweise Leute zu haben, die halt 2 Stunden podcasten, was sie ja auch gerne dürfen. Da dann einfach nicht das Publikum für zu finden, weil die einfach viel getriebener sind. Die haben da, wollen da viele Leute treffen, die wollen sich so viele Vorträge wie möglich teilweise anhören, die wollen viel erleben und viel mitnehmen von der Republika. Die setzen sich da eben nicht 1 Stunde hin und hören sich einen Live-Podcast an. Die setzen sich schon gar nicht 2 Stunden hin und hören sich dann einen Live-Podcast an. Das war auch zum Beispiel so eine Situation, die ich im Kopf habe von damals. Ihr hattet ja mal jetzt den Guido, heißt er, glaube ich, Guido Brombach, er ist vom Edo. Genau, ja. Genau, ja. Vom letzten, vorletzten. Ich habe immer Gibro, seinen Twitter-Namen. Ja, gekauft, genau. Deswegen bin ich da immer ein bisschen, genau, den hattet ihr ja drin. Der hat da auch mal was gemacht, also genau in diesem Sendezentrum in der Kathedrale, und hatte halt zum Beispiel auch Leute aus seinem Umfeld, und die das durchaus auch interessierte thematisch, da auch zu eingeladen wohl, die kamen da auch. Und ich stand da gerade zu dem Zeitpunkt ein bisschen hinten an der Tür und hatte mir das mal so, das Ganze so überblickt und wie sich so der Klang anhört, und habe die halt so ein bisschen auch beobachtet und mir dann angeschaut, und die sagten halt so, oh Gott, wie lange soll das denn jetzt gehen? So, hier 2 Stunden, das machen wir nicht. Und dann sind selbst seine quasi Vertrauten, die sich eigentlich mit diesem Thema die ganze Zeit beschäftigen und die es auch interessierte, gegangen, weil es ihnen einfach zu lang war. Ne? Darf ich mal jetzt reingerätschen? Ja. Ja klar, ja. Natürlich, aber. Weil ihr habt sehr viel über Sendezentrum geredet, aber das, was ich total essentiell finde am Sendezentrum, habt ihr so überhaupt nicht erwähnt, und das irgendwie liegt das so ein bisschen, wo ich so denke, so, aber das ist doch viel, viel mehr, was ihr da macht. Vielleicht komme ich da noch zu. Genau. Ich weiß nur, dass ich, als ich vor 1,5 Jahren auf euch zugekommen bin, Sendezentrum, ich wusste ja nicht mal, was ich mache mit diesem Podcast, und ich wusste nicht, was das Sendezentrum ist. Und irgendwann hast du, Claudia, auch zu mir gesagt, ich glaube, du weißt gar nicht, was wir hier machen. Und ich so, nee, weiß ich nicht. Und so richtig habe ich es tatsächlich, naja, wusste ich wirklich nicht. Und dann habe ich angefangen, das Sendezentrum zu nutzen, also die Seite zu nutzen und mich in diese Community reinzubegeben. Und da tut sich plötzlich eine Welt an Wissen und an Hilfsbereitschaft und auch an Diskussion auf, wo ich denke, wie geil ist das denn? Da steckt so viel Know-how drin, da steckt so viel Kommunikation drin. Und das, finde ich, ist neben Podcast und auf Bühnen podcasten, das, was das Sendezentrum ausmacht, nämlich, dass sich Podcaster da unterhalten und austauschen können, so. Und das finde ich dieses Forum geschaffen zu haben, eine Riesenleistung. Das Ding ist nur, die Leute, die ich kenne, die anfangen zu podcasten, machen das genau wie ich, die kennen dieses Sendezentrum nicht. Die wissen gar nicht, dass es irgendwo diesen Platz gibt, wo wir uns eigentlich alle unterhalten können. Das ist genau das, was ich gerade meinte. Ne? Das ist so ein bisschen dieser Zwiespalt, in dem wir auch stecken und wo wir uns auch selber immer kabbeln, was ist eigentlich das Sendezentrum? Weil Martin ging ja jetzt auch so ein bisschen diese Richtung des Live-Vor-Ort-Seins, und das ist eben diese Inkarnation des Sendezentrums bei Veranstaltungen. Aber Das hatte ich ja vorhin auch erklärt, das Sendezentrum ist vor allen Dingen auch eine Dachmarke. Ne? Und da laufen halt viele Sachen, viele andere drüber. Und genau eben, weil dieses Live auf Bühnen Podcasten nicht funktionierte oder nicht zur DNA passte der Republika, haben wir halt gesagt, wir lassen das. Also diese Bühne, dieses mit diesem Riesenaufwand, ja, und dann diese Live-Podcast dorthin bringen, das machen wir so nicht mehr. Dann ist, weil ich mit meiner Firma selber dann auf der Republika war im Folgejahr, ich hatte zumindest keine Zeit, dann da was vorzubereiten, dann ist das auch so ein bisschen da versandet. Und im nächsten Jahr haben wir dann gesagt, okay, das Bühne, wie gesagt, lassen wir, da bleiben wir dran. Und wir bringen die Podcast-Patin vor Ort und eben genau so ein Kristallisationspunkt, an dem sich Leute treffen können, ne, und an dem sie Wissen austauschen können, wo es dann vielleicht Workshops geben kann, wo es einfach mal Klönrunden geben kann, wo man sich treffen kann und einfach so ein Ort dafür zu haben. Weil das war nämlich auch dann eine Folge, die wir im Jahr davor gesehen hatten. Es gab kein Sendezentrum, wir hatten aber unseren Firmenstand dort, und in der Folge haben sich dann die Podcaster immer an unserem Firmenstand getroffen. Ja, wohin auch sonst mit uns?
Das war halt, es war ganz nett, ne? Aber es war jetzt auch nicht so im Sinne des Erfinders. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir müssen dann im Folgejahr einfach mal schauen, dass wir wieder so einen Meetup-Space für uns quasi schaffen, ja, wo halt so ein bisschen Raum ist, sich auszutauschen und zu finden. Und wo dann die Podcast-Partin ja auch ein sehr schönes Konzept gefahren haben, wo sie über 3 Tage in verschiedenen Themenblöcken Einstieg ins Podcasting erläutert haben. Genau. Das hat ja auch sehr schön funktioniert. Und das wäre auch was, wo ich sagen würde, das hat besser zur DNA der Republika gepasst. Ja, also ohne große Bühne einfach einen anderen Rahmen schaffen. Und das ist halt auch genau was, wo man jetzt drüber nachdenken müsste wieder, was macht man eigentlich? Ja, also dieses mit einer großen Bühne und halt das würde ich, glaube ich, zur Republika einfach nicht mehr machen. Das ist also ich glaube, dass eben nicht die Podcasts auf die Bühne müssen, sondern die Podcaster, weil die was zu sagen haben, weil die Erfahrungen haben, weil sich da eben gerade, finde ich, total viel tut. Also, und deswegen, ich meine, es ist natürlich super, wenn man das irgendwie sammelt, ne? Aber diese Podcaster selber, die müssen irgendwie sichtbar werden und auf die Bühne, und zwar nicht nur mit ihren Podcasts, sondern mit ihren Themen. Genau, und die passen sehr gut zur Republika. Reden wollen, ne? Und da wäre ich aber halt, also Ralf hatte das ja auch schon ein bisschen im Sendegate ausgeführt, da sehen wir halt so ein paar Schwierigkeiten einfach. Da können wir dann vielleicht ja über die Historie der Republika uns auch ein bisschen hinarbeiten, was man da machen kann und was man nicht hinmachen könnte. Oder was ich zumindest sehe, was man machen könnte, was man nicht machen könnte. Da gibst du mir natürlich eine goldene Brücke, genau. Die Historie der Republika, also was ist die Republika eigentlich? In diesem Jahr hat sie zum 10. Mal stattgefunden, das ist also 2007 zum ersten Mal, haben sich Leute zusammengesetzt und haben sich ausgetauscht, im Wesentlichen Blogger, Menschen, die irgendwie im Netz unterwegs gewesen sind. Ich habe mir mal die Definition aus der Wikipedia rausgesucht, da steht, die Republika ist eine Konferenz rund um das Web 2.0. Speziell Weblogs, soziale Medien und die digitale Gesellschaft. Sie wird seit 2007 jährlich in Berlin veranstaltet. An 3 Tagen werden in Vorträgen und Workshops verschiedenste Themenfelder behandelt, von Medien und Kultur über Politik und Technik bis zu Entertainment. Die meisten Vorträge und Diskussionsrunden werden als Audio- oder Videostream live ins Netz übertragen. Veranstaltet wird die Konferenz von den Betreibern der beiden deutschen Blogs Spreeblick, das wäre, glaube ich, Johnny Häusler, und Netzpolitik.org, das müsste Markus Becketal sein, die für die Veranstaltung 2011. Hast du Tanja Häusler vergessen, Martin? Ach, Tanja, okay. Ja, ich kriege immer nur Johnny Häusler genannt. Der Geschäftsführer heißt sogar selber auch noch anders. Ich habe das vorhin im Impressum gesehen. Andreas Gebhardt. Okay, also 2007 gab es die erste, 2011 hat man dann eine Republika GmbH gegründet. Also das Ganze wurde also aus so einer, Wald und Wiesen oder Hobby oder Amateurgeschichte jetzt zu einer GmbH weitergeführt. Ich würde gerne mal die Nora fragen, was ist die Republika für dich, als was hast du sie kennengelernt und seit wann kennst du sie überhaupt? Ich kenne die Republika seit 2012 oder 2013. Für mich ist das, für mich war das ja erstmal beruflich wichtig. Ich bin seit 2000 auch Online-Redakteurin beziehungsweise so online als Online-Mensch unterwegs, also als es da noch nicht so richtig einen Namen für gab und so, war dann irgendwann auf der Republika und dachte, ach, hier wohnen wir also. Also diese Menschen, die sich im Netz bewegen und in der eigenen Redaktion nicht ernst genommen werden, weil das Internet sich ja bekanntermaßen nicht durchsetzen wird. Und für mich war das erstmal ein Zuhause, ein Türöffner. Das war da, wo ich wirklich auch mal was Neues erfahren habe, weil wenn man sich so als einziger Mensch in einer großen Umgebung mit diesen Netzthemen befasst, hat man halt einfach wenig Austausch. Und das, was man sich so holt, das ist das, was alle anderen auch kriegen. Und auf der Republika kriegst du halt auch Sachen, über die du so nicht stolperst. Ich habe es nicht regelmäßig hingeschafft, aber dann so richtig so richtig bewusst geworden, oder für mich hat sich das total geändert, tatsächlich mit dem Treffen mit Ralf und Claudia, weil ich so einen komplett anderen Fokus gekriegt habe. Also zum einen, weil ich sehr viel Radio gemacht habe zu dem Zeitpunkt, zum anderen, weil ich natürlich selber meinen Podcast an den Start gebracht habe. Und ich sehe halt auf der Republika sehr viele Themen und Menschen, die thematisch sprechen, obwohl das war ja vor allen Dingen jetzt letztes Jahr so, bei der Love Out Loud, seitdem bin ich irgendwie so angefixt von der Idee, dass man eigentlich, also dass eigentlich die hörbar bloggen sozusagen, die Audioblogger, da mit reinkommen müssten sozusagen. Also das hat sich so, ich
kann nicht so gut beschreiben, wie das war, weil ich war natürlich dann also auf Einladung von Ralf bei der Subscribe, habt ihr das erste Mal überhaupt auf einer Bühne gestanden seit, also eigentlich habe ich noch nie auf Bühnen gestanden, wirklich. Das heißt, ich habe so das erste Mal so einen Vortrag gehalten. Und je mehr ich das selber mache und so mehr ich anderen dabei zugucke, denke ich immer so, warum sprechen eigentlich immer die Leute über Podcasts, die so richtig nichts damit zu tun haben? Also auch in Interviews, die ich dann gefunden habe oder als es diese Krautreporter, dieses A bis Z gab und sich am Ende rausstellte, die haben eigentlich fast nur Männer gefragt. Und also es gibt auch im Podcastland ganz viele Themen, finde ich, die so auch gesellschaftsrelevant sind, dass ich denke, eigentlich ist das so ein Riesen, es ist ein Riesending. Man kann ja damit total viel bewegen. Also so, für mich vermischt sich das so in der Wahrnehmung leider so ein bisschen zwischen Republika und dem Fokus, den ich da bekommen habe, eben auf Dinge, die mit Audio und Technik und Verbreiten von Audio zu tun haben, weil ich das auch beruflich mache. Ja, erlaub mir bitte noch einen Hinweis, der jetzt noch nicht so inhaltlich ist, sondern wenn man da hingeht, man hat die Möglichkeit, Vorträge zu hören, die auf großen Bühnen gehalten werden, teilweise mehrere gleichzeitig. Ich kann mich erinnern, irgendwann gab es mal 14 solche Bühnen, die gleichzeitig bespielt wurden. Und es gibt aber auch eine große Halle, wo einzelne Stände sind, wo einfach so Sammlungspunkte sind. Und das wird immer gerne so als das Pausenhofgespräch bezeichnet. Und manche Menschen gehen dahin, um konkrete Vorträge zu hören, weil sie sagen, den Typen will ich erleben oder die Frau will ich einfach mal hören, was sie zu sagen hat. Und manche gehen dahin und sagen, mich interessiert eigentlich nur dieses Netzwerken, dieses auf dem Pausenhof rumstehen, auf dem Affenfelsen, den Claudia vorhin auch schon genannt hat, rumzusitzen und zu gucken. Welche Nutzung hast du denn da im Wesentlichen? Ich finde, das sind ja beide, also fast alle Bühnen sind auch immer gut gefüllt. Das heißt, man macht eigentlich so beides. Und für mich ist Republika auch sehr viel abends Netzwerken und Party, weil man da einfach mit den richtigen Leuten unterwegs ist. Aber ich nutze das, ja, ich würde es gerne mehr nutzen, um Vorträge zu hören, da ich allerdings mich jedes Mal breitschlagen lasse, auch von der Republika zu berichten, endet das meistens damit, dass ich drei Vorträge höre, zwei Interviews mache und dann am nächsten Morgen früh erstmal in irgendeinen Sender fahre, um zu berichten, was ich am Tag davor gemacht habe oder am Abend halt, so dass mir das Netzwerken dann ein Ticken wichtiger ist, weil einfach auf der Republika viele Leute sind, die ich so nicht treffen kann sonst. Also ja, also ich habe wirklich unglaublich viele Leute getroffen und auch sehr gerne, die ich wirklich nur einmal im Jahr auf der Republika sehe. Und dann fällt es mir schwer zu entscheiden, ich gehe jetzt lieber in einen Vortrag, wobei ich auch die Vorträge super spannend und auch super wichtig finde. Also sei es, ob wir jetzt über eine neue digitale Charta reden müssen oder Meeresbiologie, also wie wir jetzt aus der Tiefsee funken können und Bilder nach oben schießen und mit auf Tauchgänge gehen können und so. Das hat vom Erleben hat es wirklich beides. Also das Netzwerken und aber auch wirklich geile Vorträge hören und sehen. Und manchmal sind es auch nicht so geile, aber da geht man dann raus. Oder, und das ist mir jetzt tatsächlich passiert, jetzt bei der letzten Republika, man steht auf und redet mit und hat immer, es ist immer das kleine Männchen, das am Schluss sagt, aber. Und ich glaube, es ist mir bei fast allen Vorträgen passiert, zu denen ich gegangen bin, dass ich sehr lange versucht habe zu schweigen und am Ende dachte so, nein, müssen wir jetzt noch mal kurz drüber reden. Ja. Das machen wir gleich. Noch eben eine Frage an Claudia. Ich habe jetzt sozusagen zwei Felder aufgemacht, also die Vorträge auf der Bühne und dieses mehr Informelle auf dem Pausenhof. Habe ich irgendeine Dimension übersehen? Gibt es da noch mehr? Ich glaube, das sind schon die wesentlichen. Ne? Also es hat vielleicht auch noch eine politische Dimension natürlich mittlerweile gewonnen, also auch von der Gewichtung her, was dort besprochen wird, trägt sich auch ein bisschen wieder in die Politik und andersrum, also es wurde ja in den letzten Jahren immer mehr, dass Politiker auch dort aufgetaucht sind, das ist vielleicht noch ein ganz interessanter Faktor, aber dieses Klassentreffen-Gefühl, also wie du jetzt auch sagst, Pausenhof, das ist ja schon, damit spielen die auch selber, ne? Die haben ja jetzt noch eine Konferenz in Thessaloniki und eine in Dublin und dort spielen sie auch wieder damit, dass es eine Klassenfahrt dann ist und dass man mit auf Klassenfahrt gehen soll. Und es gab in diesem Jahr auch Karten, die man versenden könnte, also wirklich Postkarten. Wir haben auch eine von Dennis bekommen, weil wir ja dieses Jahr nicht dabei sein konnten. Und da stand eben dann auch Klassentreffen, also mit dem
RE von Republika dann immer besonders betont. Das ist schon so eine Riesendimension dort, ne? Und das ist auch so was ich ganz interessant finde, weil dort eben viele alte Hasen sind und die sieht man auch meistens dann immer wieder jedes Jahr und die sitzen auf den Affenfelsen, trinken zusammen Kaffee und werden immer älter. Kennen sich auch schon und werden gemeinsam älter, genau, das wäre der nächste Punkt gewesen. Also es ist ja jetzt einfach schon die 11. ist es übrigens gewesen, Republika dieses Jahr. Die 10 war ja letztes Jahr. Und wie Nora sagte, treffen sich halt so einmal im Jahr. Gleichzeitig ist die Republika aber natürlich immens größer geworden. Also ich weiß nicht, wie viele Teilnehmer das mal hatte. Das ist ja mal im Friedrichstadtpalast gestartet oder halt in der Kalkscheune gestartet und ich glaube noch davor noch in irgendeinem Keller. Und das, als Ralf und ich dort waren, eben in der Kalkscheune noch, das war schon, da platzte die schon aus den Nähten. Da hatte die vielleicht 2500, 3000 Teilnehmer, wenn es hochkommt. Und jetzt geht die ja auch schon so eher in Kongressdimensionen mit 8000, 10.000 Teilnehmern. Ne? Also es ist in den letzten Jahren enorm gewachsen. Und das, finde ich, merkt man auch so ein bisschen am Publikum. Also es sind sehr, sehr viel mehr junge Leute da wieder. Es sind sehr viele mehr Medienleute da. Und ja. Viele, also sind auch so ein bisschen Blasen, die sich da so gegenseitig irgendwie mal anstupsen und mal irgendwie, ich weiß nicht, kennt ihr diese Ganzkörperbälle, mit denen man so über einen Rasen rollen ja. kann und sowas? Ja. So ein bisschen kommt mir die Republika immer vor. Menschen-Autoscooter. Ja, es sind da halt so total viele Leute, die da so in ihren Blasen unterwegs sind. Man dütscht sich so mal an und dann prallt man aber auch wieder so zurück. Ne? Und das ist halt dann auch so für mich so ganz spannend zu sehen. Ich weiß auch immer gar nicht, wo ich mich da einordnen soll. Ich finde einfach auch die Themen interessant, die dort besprochen werden oder zu großen Teilen interessant. Und es ist ja mittlerweile eigentlich auch für jeden was dabei. Das ist ja auch so ein bisschen positiv wie auch negativ, weil so noch ein bisschen Gemischtwarenladen geworden ist auf einer gewissen Ebene. Aber es ist schon, wie Nora auch sagte, für mich auch immer noch so ein bisschen Heimat in der Republika. Also deswegen gehe ich da auch nach wie vor eigentlich ganz gerne hin. Okay, und das Thema Podcasting, das hat jetzt nicht nur im Rahmen des Sendezentrums stattgefunden und sofern vorhanden auf einer eigenen Bühne des Sendezentrums, sondern auch auf den großen Bühnen, auf den Stages, die sowieso dort bespielt worden sind. Also ich kann mich erinnern, dass der Tim da einen großen Vortrag gehalten hat, dass ihr, also Ralf und du, Claudia, ihr habt einen Vortrag gehalten, mehrere Jahre sogar. Ich weiß nicht, ob noch andere Leute aus unserem, ich sag mal in Anführungszeichen, unserem Podcast-Land sozusagen auf der Bühne waren. Kann ich jetzt akut nicht erinnern, aber ich war auch nur einmal da bisher in 2014. Also es gibt immer wieder Podcast-Themen, die dort halt besprochen werden. Und was ich auch gut finde als Randnotiz, weil man sich halt nicht so gerade in die eigene Blase zurückzieht, sondern sich mitten in diese Thematik, diese netzpolitische Thematik, in diese, wir bringen die Digitalisierung voran, wir bloggen, wir machen alles. Also wenn man sich da so mitten reinsetzt, ja, und nicht sagt, wir sind halt die Podcaster, wir sind da hinten, sondern sich integriert. Das fand ich eigentlich immer ganz gut. Es gab zum Beispiel auch mal WMR, da haben die eine tolle Performance mit Kunstblut gemacht, wo die halt live, ach nee, Quatsch, gar nicht WMR. WMR gab es auch, aber das war der Märchenpodcast mit Max von Webel und dem Björn Grau. Also auch sowas gab es halt immer, die haben jetzt mit uns auch nicht so die riesen Ansatzpunkte, ne, aber Podcasts waren immer irgendwie präsent. Okay, ja, wir wissen ja sowieso nicht, wie wir diese Community, die wir über die Podlove Podcaster Workshops oder Subscribes, wie sie heute heißt, sozusagen gefunden haben, wie man die nach außen hin irgendwie abgrenzt oder sagt, also das sind die einen, das sind die anderen. Es ist ja völlig offene Grenzen. Also mir fällt es auf jeden Fall immer schwer zu sagen, wir und die oder wie auch immer. Also ist ein bisschen schwierig einzufangen, das Ganze. Ich möchte aber mal ganz kurz zusammenfassen, damit wir dann endlich in das eigentliche Thema einsteigen können. Also, darf ich einen Einwurf machen aus dem Chat? Ja. Weil ja. Becky das schrieb, es sind auch Innen, Podcaster und Podcasterinnen. Können wir einfach sagen, wir meinen auch immer Frauen mit? Ja? Wir können auch einfach immer Podcasterinnen versuchen zu sagen. Das probiere ich eigentlich immer und es gelingt mir nicht ganz. Bei mir ist es ein englischer Begriff, ich habe es auch eben getippt, bei mir ist es als the abgespeichert und bei englischen Begriffen ist eigentlich kein Innen an. Das ist bei mir so, außerdem bin ich ja Podcaster, also Podcasterin. Also so, das ist irgendwie, in meinem Kopf ist das strange. Aber Becky sagt bei ihr nicht, deswegen wollte ich das nur mal einwerfen an der Stelle. Ja, wir probieren das tatsächlich im Sendezentrum auch immer durchzusehen, dass eben auch die Podcast-Partinnen sind und nicht die Podcast-Paten. Das ist, ich finde, so ein großes I spricht sich so schwierig.
Deswegen schreiben wir es ja jetzt auch mit Doppelpunkt, aber das spricht sich noch nicht. Ja, man kann dann zwischendurch kurz Luft holen. Also PodcasterInnen, so, dann. Ich weiß es nicht. Also ich bemühe mich immer, Podcaster und Podcasterinnen oder Podcasterinnen und Podcaster, Hörerinnen und Hörer zu sagen. Ja, manchmal stolpert man. Ich finde es witzig, dass ausgerechnet du, Nora, dann sagst, ja, lass uns doch Podcaster sagen. Also das ist sehr entkrampft. Nee, ich sag nicht, lass uns doch Podcast. Ich sag einfach nur so in meinem Kopf und ich rede ja auch von mir so, aber ich kann durchaus verstehen, dass man das gerne anders haben möchte. Das ist bei mir nur, wie gesagt, das ist ein als englischer Begriff abgespeichert, der genderneutral ist. Weshalb ich halt das Englische so gerne mag. The Doctor. Ja. Das Audioschaffende. Auch, geht auch nicht. Nee. Das. Hier ist Deutsch, ja, egal. Ist schwierig, genau. Aber wir haben es auf dem Schirm, wollte ich damit nur sagen. Und ich habe das gelesen und wollte es nur eingebracht haben. Ich hatte Zeit zum Lesen kurz. Also zu sowas gibt es auf dem Podstock einen kleinen Workshop oder einen Vortrag von Becky. Ich weiß nicht mehr genau, was sie da anbietet, aber da werde ich auf jeden Fall hingehen und versuchen zu lernen. Das habe ich mir schon vorgenommen. So, aber jetzt nochmal ganz kurz zusammenfassen. Also was haben wir jetzt gesagt? Es geht um die Republika. Hat 2007 angefangen, 2017 haben wir jetzt und sie hat schon stattgefunden, also hat es 11 Ausführungen gegeben. Insofern hat Claudia natürlich vollkommen recht mit ihrer kleinen Korrektur. Es sind nicht 10, sondern 11 Ausgaben gewesen. Also es hat auch schon immer irgendwie mehr oder weniger das Thema Podcasting eine Rolle gespielt. Irgendwann hat es dann zur Schaffung eines Sendezentrums ist es gekommen. Das hat dann 2013 in diesem kleinen Zimmer angefangen. 2014 gab es diese Kathedrale, also diese große Geschichte. In den Jahren 15 und 16, das war dann dieses in diesem Foyer, dieser Sammlungspunkt. Ist das richtig? Hat das zweimal stattgefunden? Oder nur einmal? Nee, 2015 war eben auch kein Sendezentrum. Das, wie gesagt, da hat nicht schon eine Firma aus dem Stand. Genau, und da gab es dann halt diesen, hatten wir dann immer Standpartys und solche Sachen. Und dann gab es eben auch die Rückmeldung, das ist aber schade, dass es kein Sendezentrum gab. Und dann haben wir gesagt im folgenden Jahr, okay, wir machen es halt wieder. Und an der Stelle, das sei mir erlaubt, darf ich auch noch vielleicht mal einwerfen, dass wir eigentlich immer gute Partner bei der Republika und in der Republika hatten. Also wir hatten immer wohlwollende Geister dort, die eben das auch ermöglicht haben, dass wir dort überhaupt so ein Sendezentrum gemacht haben und die uns da immer entgegengekommen sind. Das muss man auch mal sagen. Wenn es immer geschrieben steht, wir wurden immer kleiner und an den Rand gedrängt, das ist so halt auch nicht ganz richtig. Ne? Also wir hatten immer schon Unterstützung von dort und vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass wir kein Geld mitbringen, dass wir eigentlich immer nur Forderungen haben, was wir jetzt alles wollen und vor allen Dingen auch nie Erfolgsgarantie, also dass das Konzept, was wir da fahren, jetzt irgendwie erfolgreich sein wird, sondern da einfach immer nur vor uns hin experimentieren. Das muss man schon auch alles mal so sehen, ne? Und dafür sind die uns immer schon sehr schön entgegengekommen. Auf jeden Fall wichtiger Hinweis. Also es sollte bisher jetzt auch nicht so herüberkommen, dass ich der Meinung wäre, dass das die Organisation der Republika irgendwie was gegen die Podcasterinnen und Podcaster hätte. Wollte ich dir auch gar nicht unterstellen. Oh, nee, okay. Ist nur so klar. Hatte das nur in diesem Thread kam das ein paar Mal so, dass das immer so an die Nische gedrückt wurde. Das fand ich von der Wortwahl immer nicht so geschickt, weil wir hatten da schon eigentlich immer Unterstützung. Okay. So, dann hat es also 2016 dieses Foyer da gegeben, wo die Podcast-Partinnen dann auch so diesen Sammlungspunkt da hatten. Ihr hattet auch so schöne Transparente, die man so aufstellen konnte. Also es war nicht zu übersehen. Das ist der Ort, an dem sich die Podcasterinnen treffen. Der Pausenhof, die Pausenhof-Ecke für dieses Thema. Dieses Jahr in 2017 gab es das nicht. Da gab es eigentlich so, ich weiß nicht, war irgendjemand auf der Bühne? Hat Kim einen Vortrag zur... Ja, genau, ja, nur Entschuldigung. Aber nicht über Podcast, sondern nur mit meinem Podcast. Mit deinem Podcast. Tims Rede zur Lage der Nation hat es 2017 so nicht gegeben. Letztes Jahr hat er, glaube ich, doch nochmal so eine... Das hat das jetzt die ganzen letzten Jahre nicht mehr gegeben, weil er halt dann auch irgendwann gesagt hat, das ist nicht mehr sein Umfeld. Haben Ralf und ich gemacht. Das haben wir nicht abgesprochen vorher, sondern wir sind dann ja auch immer noch so ein bisschen eigenständige Menschen. Verrückt. Nein. Ja, also für alle, die es nicht wissen, wir wohnen auch nur 3 Straßen auseinander, lustigerweise. Und wir sind gerade darum bemüht, unseren Sohn in die gleiche Kita zu kriegen. Aber in der Wolle gefärbt, okay. Wie auch immer, wir haben dann schon von uns aus gesagt, wir würden auch gerne mal was machen und wollten halt gerade nicht so, auch das nicht gar nicht auf Podlauf konzentrieren, was ja dann auch schon immer ein bisschen Tims Thema war. Und wir wollen einfach mal so diese freie Szene ein bisschen darstellen und auch so, was uns eigentlich so an der
teilweise auch Debattenkultur in Podcast gestört hat, also nicht in Podcast, sondern eher über Podcast gestört hat und habe ja auch immer probiert, so ein bisschen diese öffentlich-rechtliche, normale, freie Podcast-Szene Annäherung so ein bisschen in den Mittelpunkt zu stellen, ne? Und dann halt auch probiert, so ein bisschen Ideen darzustellen, was wir haben und was man vielleicht mal umsetzen könnte. Ja, das waren dann so die letzten Jahre 2015, 2016 unsere Themen. 2017 ist dann tatsächlich so ein bisschen an dem Zeitlichen einfach gescheitert. Ich dachte eigentlich, so mit Kind und Elternzeit würde das alles total fluffig funktionieren und habe mich dann eines Besseren belehren lassen müssen. Ich dann ein zwar sehr süßen und sehr pflegeleichten, aber extrem anhänglichen Sohn bekommen habe, der eigentlich nur die ersten Monate geschlafen hat, wenn er auf mir liegen konnte und ich mich dann eigentlich nicht mehr weiter bewegen konnte. Oh. Und so sind dann eben einige Sachen gescheitert, möchte ich nicht mehr sagen, sondern ich habe dann einfach andere Prioritäten gehabt, ne? Na klar, kann man total gut verstehen. Nora, bist du denn dieses Jahr zur Präpublika gefahren mit der Erwartung, dort ein Sendezentrum zu treffen? Ich weiß gar nicht, ob ich die Zeit hatte, mir darüber einen Kopf zu machen, weil mein Leben bis zur Republika übelst chaotisch war, tatsächlich. Also ich habe, glaube ich, die Monate vor der Republika so viel gearbeitet wie schon lange nicht mehr. Ich war unglaublich glücklich, dass sie mich überhaupt genommen haben. Ich wusste gar nicht, wo ich mich reindocken sollte, als ich meinen beim Käufer Papers eingereicht habe und habe dann nach der Kategorie gesucht, in die ich reinpasse, so mit meinem Anliegen und mit meinem Blog und mit meinem Podcast und habe dann nur Reblog gefunden und dann war mir schon klar, okay, das findet irgendwo abseits von allem statt, womit man sich natürlich auch zufrieden geben muss und ich freue mich auch überhaupt da genommen zu sein, so, ne? Aber ich habe natürlich ein großes Thema, das ich gerne weiterbringen möchte, unabhängig davon, ob ich es jetzt als Blog oder Podcast mache, und habe versucht, mich da irgendwie reinzupassen in dieses Konstrukt, was die haben, und fand das unglaublich schwer, mich da irgendwo zu verorten. Und ich hätte mich sehr, sehr gerne irgendwie statt Reblog, weil ein Blog halt immer noch was Schriftliches ist und es gibt auch immer noch total viele, viele, viele Blogs, die sehr kommerziell arbeiten, die nennen sich ja dann heute als Beruf Influencer und haben parallel noch Instagram und Facebook und so, da habe ich mich nicht gesehen. So, und deswegen wollte ich eigentlich nicht in dieses Reblog-Thema rein. Ich hätte mich bei Politik bewerben können, aber irgendwie, ich wusste halt nicht, wo ich hingehöre und habe mich dann für Reblog beworben und bin dann da auch mit meinem Podcast mit einem kleinen Änderungswunsch genommen worden, damit ich nicht zu viel über Podcast erzähle, glaube ich. Weil das irgendwie. Hilf uns nochmal ganz kurz mit dieser Namensgebung. Also Re-Doppelpunkt Publika ist sozusagen der Stempel, der über allem klebt und dann gibt es genau. So einzelne Kanäle. Tracks nennen die das, genau. Tracks. Die heißen auch Re-Doppelpunkt und dann kommt genau. Ein anderes Wort dahinter. Zum Beispiel Blog, ja. Weil da die Blogger sich treffen. Die Bloggerinnen. Genau. Reconnect, keine Ahnung, da gab es irgendwie Submarine. Also Sub-Doppelpunkt Marine gab es noch. Ich finde das im Prinzip total charmant. Das Ding, also vielleicht bin ich da auch ein Sonderfall, das weiß ich natürlich nicht. Ich finde so, mein Projekt passt da nicht so richtig oder habe ich da nicht richtig wiedergefunden. Das sage ich jetzt einfach mal völlig wertfrei. Also man muss jetzt nicht dafür, dass es halt so ein Projekt gibt, einen eigenen Kanal schaffen. Aber ich habe dann irgendwie, ich wollte dann so ein bisschen Geschichten erlebbar machen und das so ähnlich machen wie auch auf der Subscribe, weil ich das irgendwie wichtig finde. Und da haben sie schon gesagt, nee, so nicht. Also auf jeden Fall nicht so wie auf der Subscribe. Und eigentlich kam selbst bei Podcastern der Vortrag ja ganz gut an, war zumindest die Rückmeldung, weil das, glaube ich, nochmal eine andere Facette von Podcast und aufmacht. Aber das wollten sie halt nicht. Und deswegen habe ich mich dann wirklich darauf verlegt, zu sagen, Geschichte erlebbar machen. Also wie gelingt es mir, Geschichte ins Jetzt zu transportieren, und hatte damit wirklich nur die Chance, ganz marginal das Thema Podcast zu streifen und mich dann auf mein Thema zu konzentrieren, was überhaupt kein Problem ist, weil in diesem Thema ja total viele Metathemen liegen, da kann man ja alles Mögliche draus machen. Aber das fand ich total schade. Und dann musste ich mir einen Vortrag anhören von einem Online-Marketing-Menschen, der über Podcasts gesprochen hat. Und da hat es mich dann irgendwann tatsächlich nicht mehr auf dem Platz gehalten, weil ich dachte, ich weiß nicht, in welcher Welt er lebt, aber es ist nicht die Welt, die ich als Podcast-Welt kenne. So,
Und das hat mich echt massiv aufgeregt, dass da jemand über Podcast und Vermarktung von Podcasts redet, der offensichtlich die Top 3 der iTunes-Charts kennt und nicht mehr. Und mit ganz wenig Recherche ist es eigentlich möglich, sich da ein viel umfassenderes Bild zu verschaffen und auf viel weniger Dinge auf einer Bühne zu erzählen, die in der Form so einfach nur ein klitzekleiner Teil der Wahrheit sind, um es mal so zu formulieren. Und das hat mich echt aufgeregt. Also der meinte so, ja, es gibt zum Beispiel keinen großen Sport-Podcast. Und dann dachte ich, wo ist eigentlich der G-Netzer, also der Max Jakob Ost, der war nicht da. Dann bin ich so aufgestanden. Und irgendwann dachte ich, mir reicht's, ich stehe jetzt auf und bin nach vorne gegangen, habe gesagt, natürlich gibt's große Sport-Podcasts, lalalala. Habe ihm die auch aufgezählt. Und dann meinte er, ja, aber keine, in denen er werben könnte. Und dann dachte ich so, ach, okay, darüber reden wir. Wir reden jetzt nur über Podcasts, damit man die als Werbemedium benutzen kann. Und das war mir echt zu doof, ehrlich gesagt, weil das Podcast auf was reduziert, was ich da, also nicht, dass man nicht auf Podcasts werben könnte, um Gottes Willen, aber das als Kernthema zu wählen auf der Republika und nicht viel nebenbei zu haben, was irgendwie noch was anderes über Podcasts erzählt, das hat mich tatsächlich massiv angefuchst. Und da saßen sehr viele Leute und tatsächlich auch so ein paar von uns Podcastern. Und wir haben uns dann auch abgeklatscht hinterher, weil wir so ja, wirklich eine, sehr gut. Eine, ja, noch so ein bisschen so eine andere Facette reinbringen konnten. Aber er meinte halt zum Beispiel, es gibt keine großen Sport-Podcasts, wo man werben könnte und niemand von denen würde große Sportler irgendwie interviewen können. In den USA gäbe es das. So, jetzt bin ich zufällig auch noch Sportjournalistin und könnte ihm genau erklären, warum es das in Deutschland so nicht gibt, ja, weil nicht mal öffentlich-rechtliche Reporter Interviews so leicht bekommen mit Sportlern, selbst wir haben da Probleme warum soll ein Sportler in einen No-Name-Podcast gehen, wenn er dafür kein Geld bekommt und wenn er parallel 100 Werbeveranstaltungen hat und wenn zum Beispiel ein Werbepartner wie Mercedes einen eigenen Podcast machen könnte, indem er dann eben seine gesponserten Spieler präsentiert, warum sollen die dann zum Beispiel in den Rasenfunk gehen? So, also das entbehrt einfach jeder Grundlage und jeder Kenntnis des Lizenzsystems im deutschen Fußball. Natürlich gibt es das nicht in Deutschland. Das wird es auch, wenn die Lizenzen weiter so bleiben, wird es schwierig sein, sowas zu etablieren, es sei denn, die Vereine machen das selber. So, und das an der Stelle regt mich das auf. Oder das dann als Top-Podcast, klar, sanft und sorgfältig und mit Sexvergnügen genannt werden, das ist schön. Die sind ja auch sehr erfolgreich. Aber wenn ich mir so die Zahlen vom Soziopod angucke oder angehört habe, so was die so erreicht haben, das ist jetzt nicht klein. Und nur weil die jetzt vielleicht in den iTunes-Charts nicht vorkommen, weil die irgendwie selber hosten oder was auch immer, das ist halt keine, die iTunes-Charts haben an der Stelle ja noch keine Aussagekraft. So, und das zeigt einfach, dass er sich in dieser Podcast-Landschaft nicht auskennt, die einfach sehr divers ist und eben nicht zentriert ist auf iTunes-Charts oder was auch immer. Da muss man einfach viel mehr wissen, mal davon abgesehen, dass ja viele Podcaster, die es privat machen, überhaupt keine Zahlen kriegen. Also zum Beispiel, ne, Deutschlandfunk Nova bekommt Zahlen von iTunes. So, ich aber nicht, ich kann das nirgendwo sehen. Weil ich kein Medienanbieter bin. Also woher weiß der eigentlich, was die Top-Podcasts sind? Habe ich mich mal so gefragt. Und solche Sachen kamen, ja, Entschuldigung. Können wir nochmal ein, also ich verstehe deine Aufregung, ich habe das ja auch mir angehört. Also ich war ja tatsächlich dann auch ein paar Stunden auf der Republika und dachte, ich lasse den Sohn schon mal die richtige Luft schnuppern, damit er schon mal weiß, wo hier die Reise hingeht. Und habe dann dummerweise auch halt gerade diesen Vortrag gehört und der Sohn hat geschlafen, was ich gut fand. Daher musste ich das nicht ertragen und ich habe mich ein bisschen aufgeregt. Aber vielleicht können wir noch mal in die Grundlagen gehen, weil das ist noch mal eine wichtige Unterscheidung an der Stelle, dass man sagen muss, das war die Media Convention, das war nicht die Republika. Genau, ja, das stimmt, das war die Media Convention. Ja. Und das ist ein Problem. Hat die Republika dieses Jahr auch zu spüren bekommen. Es gab ja diesen einen Vortrag von der Bundeswehr, die über ihr Projekt mit dieser YouTube-Doku berichtet haben. Und da gab es ja dann kreativen Konfetti-Protest, der dann am Ende nicht mehr in den Videos aufgetaucht ist, angeblich, weil in dem Moment die Kameras einen anderen Fokus hatten und tritratrolala. Und gab auf jeden Fall ziemlich einen Shitstorm dann dagegen. Und da hat sich die Republika, die dann schon abbekommen hat, weil
die Bundeswehr überhaupt so eine Fläche, eine unkritische bekommen hat, haben die sich dann in dem Moment schon distanziert und gesagt, nicht unser Ding, Media Convention ist eine eigene GmbH, beziehungsweise sie sind getragen vom, das muss ich wieder selber spicken, das sind die Medienanstalten Berlin und Brandenburg, aber bevor ich es genau, falsch sage, MdBB oder so heißt die, ne? Ja, ich habe es mir extra rausgesucht sogar. Entschuldigung, Martin, dass ich jetzt hier so ein bisschen hänge. Das macht überhaupt das ist, nichts. Dann ist das, das fällt ist, das nicht so auf, wenn ich das da unten mache. Das, ist das hilft mir sehr. Medienbord Berlin-Brandenburg. Genau, ja. Genau, und Medienanstalt Berlin-Brandenburg. Also die beiden, die stehen auch im Impressum bei der Media Convention. Und die sind komplett, die laufen tatsächlich komplett eigenständig. Das sieht man nur von außen nicht. Also genau. Wenn man ein Ticket kauft, dann kauft man beides eigentlich. Ich glaube, es gibt auch gar kein Einzelticket mehr. Das gab es im ersten Jahr, glaube ich, nur mal. Und man weiß als Besucher gar nicht, dass es eigentlich zwei unterschiedliche Veranstaltungen sind. Das stimmt. Ich habe nur als Einwurf, das Ding ist, es gab halt auch nichts auf der Republika, was irgendwie anders gewesen wäre oder eine andere Plattform oder eine andere Sicht ermöglicht hätte. Das ja, heißt, total. Diese Republika hat halt nichts dagegen gesetzt. Ich wollte auch nur das ein bisschen ausholen, weil das auch so durchaus ein Problempunkt ist. Ne? Also das habe ich vorhin auch vergessen zu erwähnen. Auch Ralf und ich haben nicht bei der Republika gesprochen, sondern bei der Media Convention. Also wir waren auch nicht mehr in diesem Republika-Rahmen unterwegs, sozusagen. Also klar ist dann immer noch der Rahmen und wie gesagt, von außen sieht immer alles wie einheitsfrei aus, aber es sind halt doch zwei Paar verschiedene Schuhe. Die Media Convention hat auch ein eigenes Team. Also das ist nicht von dem Republika-Team mitgetragen. Die haben ein eigenes Programmkomitee. Die haben ihre eigenen Helfer. Die Konferenz geht ja dann auch nur 2 Tage und nicht 3 Tage. Ne, also man sieht dann immer so am letzten Tag, dass sich da halt alles leert, weil ist halt nicht mehr. Da hat man dann oben immer schön Fläche, um sich zu treffen und irgendwas anderes zu machen. Und das muss man so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Also diese Media Convention probiert eben sich so als Medienkongress, als Europas größter Medienkongress zu etablieren und hat natürlich auch ordentlich Fördergelder dafür im Hintergrund stehen. Und das war dann halt auch der Rahmen, wo die Republika so ein bisschen diese Medienthemen hin ausgelagert hat. Also diese eher dann noch so gesellschaftsrelevanten Themen, sag ich mal, oder dann halt auch so wie die Anachronistin, ja, wo man ja sagen kann, die hat durchaus, das, da geht es jetzt vielleicht gar nicht mal um das Medienthema, warum die Republika es genommen hat, sondern eher wirklich um das Thema, warum es genommen würde. Was ja auch toll ist. Das ist dann halt so ein bisschen der Unterschied, den man da machen muss. Und ja, jetzt kommen wir zum zweiten. Die Republika hat da nichts entgegengesetzt, ne? Zu den netten Online-Marketing-Rockstars noch, die haben ja auch ihre eigenen Konferenzen. Also heißen die nämlich übrigens und so also heißen auch die Konferenz. Das ich wollte hier keine Werbung machen für die. Ja, ich finde, man sollte es ansprechen. Ne, also ist ja jetzt auch doof, das nicht zu nennen. Die haben auch ihre eigene Konferenz und die probieren auch da mit Podcastern durchaus zu kooperieren. Also zum Beispiel 4000 Hertz ist da regelmäßig zu Gast, aber zumindest einmal zu Gast, um da das so eben vorzustellen auch. Das ist dann vielleicht auch eher so, wo die halt so ihre Gemeinsamkeiten sehen, ne? Und der Herr, der fühlte sich, glaube ich, einfach, also gerade von dir, Nora, auch ein bisschen ertappt. Deswegen glaube ich auch seine definitive Antwort. Ja, aber das würde ja bedeuten, dass er tatsächlich ein Bewusstsein dafür hat, dass es noch eine andere Welt gibt, aber er ganz bewusst nur einen Ausschnitt gezeigt hat. Das Ding ist ich glaube, er fühlte sich dabei ertappt, nicht unbedingt, dass er wusste, dass es was anderes gibt, sondern dass er in seinem Nichtwissen ertappt wurde. Weißt du, dass er nicht recherchiert hat. Nicht recherchiert, schlechte okay, Vorbereitung. Ja. Der hat halt eine Show abgezogen und das Ding ist halt, da an der Stelle muss ich sagen, Entschuldigung, aber da bin ich dann auch Journalistin und versuche mir schon so ein umfassendes Bild zu verschaffen und ich habe in einem früheren Leben mal Werbekauffrau gelernt. Das heißt, ich weiß tatsächlich auch noch so ein bisschen was über Marketing. Da hat sich zwar, die Plattformen haben sich geändert, aber die Strategien oder die Ansätze und das, was man damit erreichen will, hat sich ja nicht geändert, nämlich irgendwie möglichst gut Werbung so zu platzieren, dass es dem Konsumenten nicht stört und dass man trotzdem Produkt super unterbringen kann und so. Ich verstehe ja den Ansatz und ich finde den Ansatz ja auch nicht grundverkehrt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, um Gottes Willen, in Podcasts darf keine Werbung stattfinden, aber das nicht darzustellen und da so zu tun, als hätte man in Sachen Podcast die Werbung mit Löffeln gefressen. Ja, gerne. Inklusiv aller Großtafeln. Genau, als hätte man dann Sachen Podcast irgendwie die Weisheit mit Löffeln gefressen und sich da so hinzustellen und so aufzuplustern und
aber wirklich auch nichts dahinter stecken zu haben. Ich finde, dass das nicht geht, dass das auch für eine Media Convention oder wenn man auf einem Kongress ist, egal Media Convention oder Republika, wo zu erwarten ist, dass Fachpublikum da ist, so schlecht zu performen, ehrlich gesagt, und nur so eine dünne, oberflächliche Schicht an Wissen mitzubringen, das tut mir leid, da muss ich reinpieken. Da steht drauf, piek bitte rein. Das kann so. Und mich hat halt wirklich aufgeregt, dass man dem nichts entgegensetzen konnte. Und ich erlebe Podcasts und diese ganze Podcast-Welt und überhaupt die ganze Audio-Welt, ehrlich gesagt, als was extrem Wertvolles, als etwas, in dem gerade sich unglaublich viel tut, also so richtig, richtig viel. Das ist auch das, was mir mit noch am meisten Spaß macht, dem selber Podcasten, die ganzen Tools zu finden, sich Gedanken darüber zu machen, wie kann ich das auffindbar machen, wie mache ich das präsent, wie kann ich das verteilen und verbreiten, wie kriege ich Leute dazu, mir zuzuhören oder meine Inhalte zu finden, sei es jetzt für Deutschlandfunk Nova oder eben für meinen eigenen Podcast oder auch für andere. Und ich versuche, wenn ich in meinem Umfeld entdecke, dass jemand einen Podcast macht, ich versuche, die tatsächlich alle ins Sendegate zu schicken, weil ich das irgendwie toll finde, wenn diese Plattform, die es da gibt, sich halt auch wirklich verbindet. So. Und das ist ja das, was du gesagt hast. Wir sind da halt die drei Leute, die das irgendwie alles alleine machen müssen. Und parallel sehe ich, dass es da so viele gute Podcaster gibt, die euch eigentlich auch total super unterstützen könnten. Und frag mich einfach, wo. Also, Entschuldigung, da muss ich gleich korrigieren, weil sonst wirkt das falsch. Also, es sind zwar Tim, Ralf und ich, die so ein bisschen die Hauptverantwortung haben, aber ich möchte jetzt um Gottes Willen nicht sagen, dass wir die Einzigen sind, die da was machen. Ja, also in unserem Slack sind, glaube ich, mittlerweile über 30 Leute drin, die da alle unterstützen. Und das letzte Sendezentrum auf dem Kongress konnte auch nur stattfinden, weil es ganz viele andere gab, die Lust hatten, was zu machen und das nach vorne getragen haben. Und Ulrike und Martin haben das ja, also Ulrike Kretzmer und Martin Fischer haben das ja vornehmlich gemacht, denn organisatorisch. Mhm. Ohne die wäre das überhaupt nicht gegangen. Ne? Also Martin hat das ja auch am Rande mitbekommen, glaube ich. Du hast ja dann die Moderation gemacht. Ja, ich habe so ein bisschen den Bühnenonkel gemacht, ja. Genau, und Lars hat ja da auch hat die Bühne hergerichtet, immer wieder und immer wieder. Stage Manager, genau. Also da waren einige tatsächlich da intensiv mit beschäftigt. Ja, also was, ohne Martin so was Martin und Ulrike da geleistet haben, ich bin da voller Bewunderung, ehrlich gesagt. Also, ja, also ich hätte das... Wobei Martin sagte, erst durch das eigentliche Tun hat er verstanden, was du und Ralf vorher, oder beziehungsweise ihr drei oder ihr 30 oder wie auch immer, also erst wenn man es tatsächlich mal selber macht, sieht man, wie schwierig das eigentlich ist, das Ganze irgendwie am Leben zu erhalten da. Aber gut, das ist nur so ein Nebenaspekt. Genau, aber ich habe das zum Beispiel gar nicht mitbekommen. Mir tut es dann immer so unglaublich leid, weil ich dann so Sachen hinschreibe und denke so, warum ist das für mich nicht transparent? Gut, dann habe ich mich vielleicht dann auch nicht genug im Sendegate irgendwie informiert oder so. Aber wie kriegt man das hin, das transparent zu machen und vielleicht sogar, ich weiß nicht, ob es das komplizierter macht, wenn man mehr Leute organisieren muss. Ja, gut. Aber vielleicht verteilt sich dann die Arbeit auch auf mehrere Schultern. Also natürlich muss immer irgendwer einen Helm aufhaben und sagen, rechts oder links. Aber irgendwie so, mir tut das insofern leid, weil ich dann immer so denke, ja Mist, da sind Leute, die ackern sich halt voll ab und ich sehe das nicht mehr. Ich kriege das nicht mehr mit. Warum kriege ich das nicht mit? So. Naja, also das ist ja jetzt nur so eine Randerscheinung. Ne? Also das, was wir da beim Sendezentrum machen, das ist halt das eine, Sendegate ist nochmal das andere, also Sendezentrum live vor Ort meine ich. Also es gibt ja auch immer regelmäßig Aufrufe über Twitter, über Facebook, über Sendegate, dass wir Helfer brauchen, wer was machen möchte. Und das funktioniert dann natürlich auch so ein bisschen bei Mund-zu-Mund-Propaganda. Ne? Also hey, ich hätte Lust, was zu machen, was kann ich euch helfen? Ja, komm in Slack rein, da verteilen wir die Aufgaben so ungefähr. Ne? Also es funktioniert halt auch so ein bisschen. Und es ist teilweise da auch besser, wenn man sich schon mal kennengelernt hat und dann schon mal weiß, wie die anderen ticken und schon mal die Nase gesehen hat. Also zum Beispiel das total. Mal aus dem Nähkästchen geplaudert. Ralf, Tim und ich haben eine sehr
eigenwillige Gesprächskultur zum Beispiel. Was heißt eigenwillig? Also wir giften uns dann auch schon mal alle drei untereinander ordentlich an. Das ist dann auch egal, wie viele Zuleser wir da haben. Ja, das machen wir dann trotzdem. Weil halt jeder auch sein, also wir sind dann alle drei sehr meinungsstark und beharren dann halt auch so ein bisschen auf unseren Standpunkten, tauschen Argumente aus, aber halt auch mit dem Ziel, den anderen schon zu überzeugen. Und das merkt man dann halt schon häufig. Und das kann vielleicht auch nicht jeder so ab und so einschätzen. Ne? Also wir treffen uns dann halt abends mal wieder auf ein Bier oder im Garten zum Grillen und sonst irgendwas und dann ist auch wieder alles gut. Aber das muss man halt auch schon einschätzen können. Ne? Also das ist halt auch nicht so einfach. Also von daher, klar probieren wir auch immer mehr Leute reinzukriegen und das auch immer weiter zu öffnen und Aufgaben zu verteilen, auf mehrere Schultern zu verteilen. Es ist aber halt auch so ein bisschen das Problem von so einer freien Szene. Es ist halt auch alles ein bisschen diffus. Ne? Es ist halt, man hat ja eine keine Zeit, hat der andere keine Zeit, dann haben manche gerade irgendwie Lust auf das Thema oder nicht Lust auf das Thema. Man hat halt niemanden auch festgebunden und wir haben halt auch nichts, was wir insofern bieten können. Wir können nichts bezahlen dafür, für die Sachen, die geleistet werden. Wir stecken da immer, ja selber immer sehr viel Geld noch in die Veranstaltungen rein und das beruht einfach nur auf Ruhm und Ehre, dass da die Leute mitmachen und das dann eben zu halten, ist auch ein bisschen schwierig. Also das ist alles so nebenbei. Ja, aber das soll jetzt hier gar nicht Thema sein, das war jetzt nur mal so noch reingeworfen. Nee, ich finde schon, dass das Thema sein sollte, weil ich finde, dass man schon auch transparent machen muss, was da für eine Arbeit und was da für eine Leistung hintersteckt, eben diese ganzen Events auch aufzuziehen oder auch nur dieses Sendegate am Leben zu halten, die Tools zu entwickeln, sich Gedanken darüber zu machen, was eigentlich der nächste Schritt auch für die Szene sein könnte, was Technologien angeht und so. Das findet ja durchaus alles im Sendegate statt und da haben sich ja auch viele Dinge daraus entwickelt und ich finde durchaus, dass man das transparent machen sollte. Und was mich halt echt massiv stört, ist, dass zum Beispiel, wenn es um Podcasts geht in Medien und Leute gefragt werden, dann sind es die Jungs von 4000 Hertz, die gefragt werden. Und dann kommt lange nichts. Und so vielleicht Nele Heise mal, aber dann auch eher so zu Medienwirksamkeit, also nicht zwingend zu Podcasts. Aber die sind in den Artikeln, die ich jetzt zuletzt gelesen habe, sind sehr präsent öffentlich-rechtliche Podcasts und Menschen, die in öffentlich-rechtlichen Medien Podcasts machen, die für mich aber so nicht zur Podcast-Szene gehören, obwohl ich selber öffentlich-rechtliche Journalistin bin und Podcasts mache. Aber ich weiß, dass die vom Sendegate oder von anderen Podcastern weder was gesehen noch gehört haben und sich damit auch in der Regel nicht so beschäftigen. Und das ist so, da, wo es ums Publikum erreichen geht, da, wo es um Expertise geht und so, da sind die Menschen in meiner Wahrnehmung, die sich eben mit Podcasts beschäftigen und da auch Experten sind, eben nicht präsent. Und das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schräg, dass dann ständig die gleichen Leute, die gleichen 4, 5 Nasen auf Bühnen sitzen und erzählen, was Podcasts sind, da ganz herrlich Werbung für sich selber machen, die sie auch brauchen, weil sie das natürlich dann auch vermarkten wollen und so. Das ist alles legitim. Aber es ist eben nicht die einzige Welt, aus der Podcasts bestehen. Und es sind auch nicht die einzigen Leute, die was zu sagen haben, wenn es um Podcasts geht. Und das mich persönlich stört das insofern, weil es irgendwie so ein schräges Bild von der Podcast-Landschaft widerspiegelt und man so das Gefühl hat, da gibt es überhaupt nichts nebenher, obwohl die Szene ja meinem Gefühl nach unglaublich wächst. Ich bin jetzt im Bolz und Grätsch Podcast als Podcast-Expertin vorgestellt worden und so und dachte, und dann haben die gesagt, naja, ist doch relativ jung, so Podcasts und so, und ich so, nee, nicht so, Moment, das erkläre ich jetzt mal, und habe dann halt einfach erklärt, wie lange es schon Podcasts gibt, dass es Leute gibt, die schon gut 10 Jahre podcasten oder länger, und dass das nicht so neu ist, wie die denken, und dass ich auch mich jetzt nicht zwingend als Expertin hinstellen möchte, weil es Menschen gibt, die viel, 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 viel mehr Ahnung haben als ich und auch länger dabei sind. Aber man merkt so, wie diese Wahrnehmung dann draußen ist, also von Leuten, die das eben nicht so mitbekommen haben. Und das hat, glaube ich, schon auch damit zu tun, dass das bis jetzt einfach eine kleine Szene war und jetzt in der Öffentlichkeit Podcasts so angekommen sind, in so einem breiteren Publikum, da sich aber gerade Leute das Schild Podcast aufkleben, die nicht zwingend das machen oder die auch nicht immer die besten Podcasts machen, ehrlich gesagt.
Habe ich das verständlich ausgedrückt? Ach, ja, aber ach nun ja, das ist, also schlecht oder gut ist ja immer im Auge des Hörers, ne? Oder im Ohr des Hörers. Ja. Lass uns mal vielleicht, Martin, wenn ich dir mal so reingrätschen darf in deine Moderation. Ja, das Sendegate, also dieser Thread im Sendegate, der hatte meines Erachtens so am Ende so ein bisschen das Problem, dass da sehr viele Themen drin waren und vermischt waren, die man vielleicht mal entzorren wollte. Wir laufen hier gerade so ein bisschen die gleiche Falle rein. Das eine ist aber auch schwer, das auseinanderzuhalten. Also ja, es fängt ja schon total damit an, dass man sich fragt, da hat jemand einen Vortrag gehalten, der offensichtlich unvollständig war. Der erste Impuls wäre zu sagen, das ist was Falsches, das darf der hier so öffentlich gar nicht äußern. Das kann man aber wahrscheinlich nicht machen, weil auf der Republika könnten Leute auch erzählen, die Welt ist eine Scheibe und solange ist Redefreiheit. Also was ist man muss zu seiner Ehrenverteidigung sagen, es war ja nicht alles falsch, was er gesagt hat. Es war jetzt vielleicht nur nicht so, wie Nora sagt, das, was wir unter Podcasting verstehen und was wir gerne hören möchten. Richtig, das ist auch noch sein spezieller Ausschnitt aus der ganzen Welt, den er aus seiner Marketingperspektive eben so gesehen hat. Ist ja dann auch durchaus legitim und noch nicht mal als falsches Faktum, sondern nur eben aussortiert. Aber vielleicht darf ich mal kurz, ich habe mir das nämlich, diesen Thread mal so ein bisschen aussortiert in verschiedene Themen, über die man sprechen könnte. Das eine ist eben dieses RP17, also Republika 17 und das, was uns da so ein bisschen geärgert hat, das haben wir ja schon ein bisschen durch. Nora, dein Thema mit zukünftig einem Repod-Zweig oder Re-Audio, wo wir mal drüber reden könnten. Dann überhaupt dieses Thema, wie spricht man eigentlich Anfängerinnen an? Also was du eben auch schon sagtest, ne? Es gibt so viele Leute, die fangen gerade an mit Podcasten, die setzen sich gerade damit auseinander und die haben überhaupt keine Ahnung, wie sie da jetzt in Sendegate reinkommen oder wie sie da überhaupt in diese freie Podcast-Szene reinkommen können oder wo es da Verknüpfungspunkte gibt. Dann das, was wir jetzt auch gerade schon angesprochen hatten, dieses mehr Aufmerksamkeit für die freie Szene und wie bringt man unsere Themen mal auf die Podien, wie schafft man Transparenz, wie schafft man Ansprechpartner, wie macht man eigentlich oder wie verbessert man die Öffentlichkeitsarbeit und vielleicht dann auch in dem Zusammenhang, wohin geht es da mit Subscribe und Sendezentrum, also das waren so meine 5 Themen eigentlich, die ich da so rausgelesen hatte, korrigiert mich gerne, wenn ich da falsch liege. Nö, das sieht gut aus, hört sich gut an, finde ich, für meine Ohren jedenfalls. Ja, das eine hatten wir ja, wie gesagt, schon so ein bisschen abgehakt. Vielleicht könnten wir einfach nochmal dieses mit dem Re-Audio aufgreifen. Ja. Das war die spontane Idee von Nora. Entschuldigung, Nora, ja klar. Ja, bitte. Nee, bitte. Also ist ja gut, das zu erklären für alle, die Sendegate nicht mitgelesen haben. Re-Audio, das fixt mich insofern an, dass wir gerade so krasse Entwicklungen haben, was Audios angeht. Also zum einen machen sich ja gerade Tools breit wie Spammen zum Beispiel, mit denen man Audios so schick verpacken kann, dass man gut zum Beispiel auf dem Podcast teasen kann. Zum anderen arbeitet selbst Google daran, dass man vielleicht doch nach Audios auch suchen kann. Also das ist es gibt ja hier halt FIT, aber dass es so auch auf so einem großen Unternehmen ankommt, dass das Audio durchaus wichtig ist. Wir haben eine Entwicklung zu, nicht Übersetzung, sondern Transkription. Transkription, genau, zu den ganzen Transkriptionsmedien. Dann haben wir die Entwicklung, dass gerade Audios, also dass es Software gibt, die aus Text Audio macht mit echten Stimmen, ja, sowas, oder dass Audio sogar Stimmen imitieren kann, wie bei Lyrebird zum Beispiel, das ist ein Projekt in den USA. Das kriegt es sogar hin, die Stimmen von Trump und Obama aus Texten zu kreieren. Das ist sehr, sehr gruselig. Ich finde, es gibt rund um Audio gerade so eine ganz, ganz krasse einen ganz krassen Entwicklungsschub, der wahrscheinlich auch auf Podcasts Einfluss nehmen kann und wird und da auch zum einen neues Spielmaterial bringt, zum anderen aber auch vielleicht Dinge, die nicht so ganz uncool sind, so ein bisschen man in Richtung Manipulation gehen. Vielleicht auch sowas wie Qualitätscheck, jetzt wenn es jetzt immer mehr Podcasts gibt, dass man mal gucken muss, was sind denn die Quellen? Also wo kriege ich denn meine Informationen überhaupt her? Das haben wir, dieses Fake-News-Problem haben wir eigentlich ja auf allen Kanälen mittlerweile. Und ich finde, es gibt rund um Audio gerade so viele Themen und so viele Entwicklungen, die man präsentieren könnte, mit denen man sich beschäftigen kann, dass ich durchaus denke, dass so ein Re-Audio-Zweig da durchaus angebracht wäre und Podcast davon ein großer Teil sein kann, weil man ja auch in den
also auch aufs Publikum gerichtet. Die Subscribe ist ja dafür da, dass sich Podcaster untereinander sozusagen austauschen. Und ich finde, so bei der Republika kann man so ein bisschen den Zuhörer oder den möglichen zukünftigen Zuhörer ansprechen. Und dafür muss man nicht auf der Bühne eine Stunde seinen Podcast machen, sondern einfach sagen, was kann das, was macht das, wie finde ich gute Podcasts, wie ist eigentlich die Entwicklung, mit welchen Techniken erreicht man ein Publikum, wo sind Unterschiede? Also da würden mir zig Themen einfallen. An wen würdest du das denn adressieren? An die Macher der Republika oder an die Szene, an unsere Community? Naja, im Prinzip an beide. Martin Fischer ist das, glaube ich. Ne? Der sagte ja zum Beispiel auch, hätte sich geärgert, dass er nicht selber eingereicht hätte. Vielleicht hätten mehrere von uns eingereicht, wenn wir uns vorher organisiert hätten. Also wenn wir vor dem Call for Paper gesagt hätten, so passt mal auf, wer kann denn hier was machen? Wer hat denn Bock, was zu machen? Welche Paper, also welche Sessions könnten wir denn einreichen und ja, das so ein bisschen zu fluten mit Ideen und Themen. Und dann hätte man aber immer noch das Problem gehabt, sich in so einen Track einzusortieren. Das ist so die eine Sache. Auf der anderen Seite, klar, wenn es um Digitalisierung von Audio geht und so, sind natürlich auch die Macher der Republika gefragt, eine Möglichkeit zu geben und zu sagen, okay, wir hätten voll Bock auf das Thema, wir richten euch einen Track ein und hier könnt ihr euch wiederfinden und da habt ihr kein Problem, über euer Thema zu sprechen, sondern hier passt ihr super rein und da wäre zum Beispiel euer Slot und da könnte man Podcasts durchaus super reinpacken. Also es geht in beide Richtungen. Okay, verstehe ich. Ja. Also das wäre mit Sicherheit ja kein Thema, mal die Republika-Macher anzusprechen. Also mal vorweg noch ganz kurz, ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, auch als ich das jetzt gelesen habe, nochmal im Sendegate, so ein bisschen lustig eigentlich. Man redet die ganze Zeit über Themen und Dinge und halt über die Republika, also über einen Dritten quasi, der gar nicht anwesend ist und sagt so, ja, das wäre eine gute Idee und das wäre eine gute Idee und diejenigen, die es aber eigentlich zu entscheiden haben, sind halt gar nicht ins Gespräch eingebunden. Mit Absicht. Nora hatte tatsächlich vorgeschlagen, jemand von der Republika jetzt schon mit in das Gespräch hineinzunehmen. Und mein Gedanke war, ich muss das erstmal quasi zu Hause erstmal die Hausaufgaben machen. Ich fände es gut, wenn wir jetzt, wenn wir überhaupt ein Ergebnis finden, also wenn wir überhaupt erstmal sagen können, ja, okay, das könnte man eventuell tun und in einem nächsten Schritt dann eventuell die Leute der Republika mal anfragen. Also klar. Ich meine damit jetzt auch wieder gar nicht so dich und jetzt hier ist den Sendegarten, sondern auch diesen Thread einfach. Ne? Also das las sich so teilweise einfach so ein bisschen amüsant, so, wo dann Leute so ein Brustton, also in meinem Gelesenen muss man ja immer dazu sagen, Brustton der Überzeugung so, ja, so müsste man das machen. Das ist halt so ein bisschen lustig einfach, nur weil es muss sowieso nicht. Ich muss aber zugeben, ich habe dann irgendwann, weil ich das gemerkt habe, tatsächlich, dass von euch da so nicht richtig was kam, auf einem Kanal 2 sozusagen Ralf gefragt, ob es da Befindlichkeiten gibt, ob ich da irgendwem auf die Füße getreten bin und auch gesagt, dass das nicht meine Absicht war, so. Und ich finde, das so ein bisschen zeigt das einfach so, was man wissen kann, so als Nicht-Insider sozusagen dieses harten Kerns vom Sendegate, ne? Also, das Ding ist halt, es war total schwierig, das rauszufinden, erstmal, was ist bis jetzt gelaufen, was ist gemacht worden, im Prinzip habe ich so das Gefühl gehabt, ihr wart einfach eurer Zeit total voraus. Ihr habt schon ganz viele Sachen gemacht, als die Leute noch nicht verstanden haben, worum es geht. Und jetzt gerade gibt es so einen Entwicklungsschub und ihr seid schon so. Ja, das, also auch uns meine ich damit, also wie gesagt, mir geht es da wirklich eher so um die Republika-Richtung, auch uns meine ich damit gar nicht. Also ich finde auch, wir haben, was du jetzt sagst, und wir haben da schon vieles gemacht, das finde ich gar nicht so. Also ich finde, wir haben was gemacht, aber nicht das, was eigentlich so zur Republika passt, aber das ist nochmal ein anderes Thema dann. Also ich finde schon, dass man da dann in Richtung der Republika einfach mal kommunizieren sollte, dass eben, die werden auch nicht auf ihren Ohren und Augen sitzen, ja, die merken auch, dass Audio gerade irgendwie Thema ist. Die Frage ist dann, ob die das bei sich unterbringen können oder ob das eher dann wieder in Richtung Media Convention gehen wird, ne, und ob man dann eher mit den Leuten reden muss, weil auch diese Online-Marketing-Rockstars-Ding war halt wieder bei der Media Convention und nicht bei der Republika, muss man auch dazu sagen. Ja, leider.
Da hatte halt dann auch die Republika wieder keinen Einfluss drauf. Also da muss man halt mal schauen jetzt, wie man da vorgeht. Ne? Und ich finde auch, wie Nora es gerade beschrieben hat, dass so ein zweistufiges Vorgehen eigentlich sehr clever ist, dass man auf der einen Seite mit der Republika redet und sagt, hey, Audio gerade echt Thema, ja, also auch gerade mit Fake News und wie Nora es gerade angesprochen hat und sonstigen Sachen. Das sind alles so Trends, die sich da gerade auftun, macht doch da was. Vielleicht sagen die dann auch, ja, aber dann sortiert euch doch mit den Themen eher da ein, wo es dann nicht von der Technik her passt, sondern vom Thema her passt. Ja, also wenn man halt Audio als Technik begreift und dann vielleicht eher, ich kannte jetzt die Tracks auch nicht vom letzten Mal, ja, wo man dann eben, wo es dann eben nicht darum geht, dass so eine Stimmengenerator dann im Track Re-Audio läuft, sondern vielleicht eher dann im Track Fake News eben, wie gesagt, zum Beispiel, dass man da eben diesen integrativen Ansatz eher fährt. Das kann auch sein, dass das von denen zurückkommt, ja, und dass man da halt. Das finde ich auch okay. Genau, also ich habe auch gar nichts dagegen, dass das kommt, und dann kann man ja sagen, okay, wenn ihr das so handhaben wollt, dann reichen wir jetzt alle, also dann gehen wir Step 2 und dann reichen wir jetzt alle ganz massiv Sessions ein, und dann könnt ihr gucken, genau, was ihr davon nehmt. Das wäre halt genau das Zweite. Also ich weiß, dass viele dieses Jahr nicht eingereicht haben. Ne? Also auch Martin und Cornelis zum Beispiel, also Cornelis von Schöne Ecken, haben ja in der Vergangenheit zusammen mit Sven Sedevi ja noch immer ein sehr aufwendiges Projekt gefahren, wo es eben um Geschichte ging, ja, also auch eher als Podcast-Format. Das wurde halt auch nicht angenommen, ne? Jetzt in der eigentlich abschließenden Runde sozusagen. Also da gibt es dann schon auch eher so viele, die dann gesagt haben, okay, wenn ihr das jetzt immer alles nicht wolltet, dann lassen wir es halt. Das genau. Ist aber, glaube ich, der falsche Weg. Ne? Also dieses Einreichen und durch die Einreichung auch zeigen, dass das Thema einfach Relevanz hat. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn die Leute das nicht einreichen, wenn diese Audiothemen nicht präsent sind und beim Programmkomitee überhaupt nicht ankommen, ja, was sollen die dann machen? Sollen die dann sagen, ja, offensichtlich gibt es keine Themen, die da in den Track überhaupt reinpassen könnten. Naja, aber die Rückmeldung, die ich gekriegt habe, veranlasst mich tatsächlich auch eher zu denken, okay, über Podcast habt ihr keinen Bock zu reden, was ich gerne gemacht hätte, aber das wollten sie halt nicht, das haben sie auch zurückgemeldet. Also sie haben ja deutlich zurückgemeldet, dass sie sich etwas anderes vorstellen als das, was ich auf der Subscribe gemacht habe. Und das zeigt mir schon eher, dass sie jetzt irgendwie nicht so Podcast nicht so wichtig finden und auch nicht so einen Bock drauf haben. Ja, aber wir reden ja auch gerade über Audio, nicht über Podcast. Genau, ja, aber so jetzt, ne, um das jetzt mal irgendwie so, vielleicht hilft es auch vorher die Leute von der Republika schon mal zu sensibilisieren und zu sagen, passt auf, wir können das gerne so machen und reichen dann massiv ein, aber dass die auch schon mal grundsätzlich wissen, was wollen wir denn damit, und nicht plötzlich total viele Audiothemen da rumfliegen haben, die ja bei unterschiedlichen Leuten landen, jeder Track hat ja einen eigenen Manager. Und am Ende fällt gar nicht auf, weil das ja unterschiedliche Track, also Program Manager sind bei jedem Track, dass es ganz viele Audioeinreichungen gibt, weil die sich über alle 10 oder 12 Tracks verteilt haben. Das ist das auch so mit den Programmmanagern? So habe ich zumindest jetzt so abgespeichert. Also ich glaube, Nele Heise war auch irgendwie dabei, und ich hatte 2 Programmmanager tatsächlich, mit denen ich zu tun hatte irgendwann, weil einer irgendwie ausgestiegen ist bei der Planung. Kann passieren, kann ich jetzt nichts draus lesen, ist einfach so gewesen. Aber an der Stelle, glaube ich, ist es nicht so einfach, das vielleicht zu organisieren ich oder kann das vielleicht zu kategorisieren. Mal ganz kurz auch da aus dem Nähkästchen plaudern, also die Republika, also diese GmbH, die sich da gegründet hat, Martin hat es ja vorhin angebracht, die ist eben aus dieser New Thinking GmbH hervorgegangen, die vorher die Republika organisatorisch finanziell eben gestemmt hatte. Und Spreeblick eben noch dazu, und ist dann eben ausgegründet worden, damit man da auch eben festangestellte Leute besser haben kann, ne? Und dass das alles so klar gezurrt ist und abrechnungstechnisch und tritratrulala. Und die haben eben gar nicht mal so viele Angestellte über das Jahr verteilt. Das ist relativ wenig und für das Programm zuständig, und eben auch ein sehr guter Kontakt von uns und auch mittlerweile eine gute Bekannte von uns, ist eben die Sandra Marmitsch, die ist Programmverantwortliche für die Republika. Die ist festangestellt bei der Republika GmbH, und alles, was dann so dazukommt, an was du jetzt auch sagtest, mit Programmmanagern und sonstiges, das sind Angestellte und Praktikanten und Freiwillige, die vor der Republika dann dazukommen. Die sind aber nicht das ganze Jahr über da. Also wenn man jetzt quasi hingehen würde und eben da den Kontakt suchen würde, dann hätte man jetzt ehrlich gesagt ein Problem, weil Sandra auch gerade in Elternzeit ist. Läuft. Ja, wir haben
lustigerweise zu fast gleichen Zeitpunkt ein Kind bekommen. Aber auf jeden Fall wäre das eben ein Kontakt, den man da hätte, mit dem man redet. Also das wäre jetzt schon ein guter Zeitpunkt. Ja, also weit vorneweg. Und weil ja auch dann das für die Einreichung dann schon klar sein müsste, so wie du es jetzt beschreibst. Einfach, dass man vielleicht mal überlegt, ob man dieses Thema Audio draufkriegt. Und dann können die ja vielleicht, also vielleicht kann man auch so einen Deal aushandeln mit denen. Schaut doch da mal, was da einläuft. Ja, und wenn es euch dann immer noch nicht gefällt, dann verteilt es doch auf andere Tracks und killt diesen Audio-Track wieder. Ja, aber ich, also gerade mit diesen Fake-Audios und also ich kenne, also ich wüsste jetzt zu dem, was ich genannt habe, quasi schon so, auch schon so Leute, wo ich sagen würde, ah, okay, das würde passen, die beschäftigen sich da schon total lange mit und so. Man kriegt das so ein bisschen am Rande mit, wenn man so Special Interest sucht, aber ich finde, dass es total wichtig ist für eben das Publikum, was auf der Republika rumrennt. Und die Subscribe ist ja sozusagen eher für uns Podcastmacher und die Republika wäre sozusagen das, was das Publikum vom Podcast hat oder vom Podcast wissen möchte sozusagen. Und das fände ich total wichtig. Also, dass man sich da auch vorher organisiert und ob das jetzt Re-Audio heißen muss oder keine Ahnung, das müssen dann auch am Ende die Macher entscheiden. Genau, ja. Das müssen die Macher entscheiden, aber ich das persönlich bekomme halt mit, dass das gerade ein sehr großes Thema ist. Einfach. Genau, das muss man ja jetzt vielleicht in diese zwei Schritte, die du ja auch selber skizziert hattest, wirklich trennen. Ne? Dieses einmal die Macher nochmal darauf hinweisen und sagen, hey, vielleicht wissen sie es auch schon selber, vielleicht merken sie das auch gerade selbst. Ne? Ja, sie haben zumindest den Thread entdeckt, weil Johnny Häusler das ja irgendwie bei Max Snyder gesehen hat. Ja, also. Ne, aber das dann liest, ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht, inwiefern er da im Vorfeld in die Republika-Planung eingebunden ist und so. Ne? Das müsste man halt auch erstmal vielleicht in Erfahrung bringen. Aber mit den Leuten reden ist ja immer nicht das Schlechteste. Das ist ja immer mal ein guter Anfang. Das wäre ja halt das eine. Ne? Und dann kann man eben schauen, wie man jetzt uns organisiert. Das ist das dann nochmal das eine. Und dann eben, wie kriegt man auch noch andere Leute, die sich mit den Themen beschäftigen? Also die jetzt auch gar nichts mit Podcasts zu tun haben, sondern eben diese ganzen anderen Audiothemen, die du gerade genannt hast. Wie kriegt man die jetzt noch dazu, sich bei einer Republika zu bewerben um einen Slot? Ja, das ist ja auch nochmal ein Ding. Aber dieses auf jeden Fall diese ein bisschen Ernüchterung, die ich rausgelesen habe in dem Thread, die wird, glaube ich, dieses Jahr zum Tragen kommen. Also, dass da viele Leute sagen, ey, warum habe ich eigentlich nichts eingereicht? Warum überlasse ich den anderen das Feld? Ich denke, da wird auf jeden Fall das bei ein paar Triggern, dass die dieses Jahr sehr sicher einreichen. Ich habe probiert, das auch jedes Jahr mal darauf hinzuweisen, dass es jetzt gerade mal wieder der Call for Papers läuft von der Republika und dass man doch was einreichen sollte. Das verpufft halt auch immer so ein bisschen im Sendegate. Ne? Genau, und das, weißt du, was ich gerade ganz spontan dachte? Lass uns doch auf das Subscribe so ein Think Tank machen. Ich habe schon wieder ein THS-Problem. So ein Think Tank machen von Dingen, die man einreichen könnte. Welche Themen können wir präsentieren? Wer könnte welche Themen präsentieren? Also auch von den Leuten, die dann vielleicht nicht vor Ort sind. Und das wäre ja eigentlich ein perfekter Zeitpunkt, um sich was zu überlegen oder auch einen Anstoß zu geben. Weil ich glaube, der Call for Papers geht so im Dezember los, ne? Ja, früher glaube ich sogar schon. November, Dezember. Der läuft immer nur bis Mitte Dezember, Mitte Januar sogar. Aber wir sind ja im Oktober mit der Subscribe. Genau. Das müsste Oktober eigentlich rechtzeitig sein. Ja, also das ist mit Sicherheit eine Idee, die du mal machen kannst. Also die Subscribe rühmt sich ja auch dessen, dass man solche Dinge dort einfach tun kann. Na, also so ein Think Tank kannst du einfach mal anregen. Ja. Also das, ich schreibe das sofort auf. Das ist eine sehr gute Idee. Wir eröffnen auch bald die Themensammlung, so um das schon mal vorwegzunehmen. Nur noch mal eine, ja bitte Claudia. Ja. Was mir noch wichtig ist, noch mal so als Korrektiv einzuwerfen, was wir immer gedacht haben oder was wir für wichtig erachtet haben, war eben auf der Republika und auch auf dem Kongress nicht nur über diese Themen zu reden, über die wir dann bei der Subscribe ja sowieso sprechen, sondern dort eben auch zu zeigen, was gibt es eigentlich für Podcasts, um eben dort so ein bisschen auch wegzugehen von diesem,
oh, das ist nur Technik, das sind nur Männer und solche Sachen. Mhm. Ne? Also um da halt auch eher eine Möglichkeit zu bieten, hey, es gibt irgendwie, so eine meiner schönsten Dinge war immer noch der Troja-Alert, wo ich dachte, das ist echt mal auch ein gutes Thema, was man da präsentieren kann. Ja, oder worauf ich immer noch unfassbar stolz bin, ist nachts in einer Dienstreise Nacht mit einem Aperol Spritz an der Seite Nicolas Wörl angeschrieben zu haben und ihn zu fragen, hey, hättest du nicht Bock im Sendezentrum mal die methodisch inkorrekt zu präsentieren. Du warst das? Ja, tatsächlich. Yeah! Wow! Und da war ich in, weiß ich auch, da war ich in München und hatte keinen Bock auf den Termin am nächsten Tag und das war schon. Du hast dich stattdessen gnadenlos betrunken. Na, gnadenlos nicht, aber ich habe. Und fremde Männer angeschrieben, sehr schön, ja, sehr gut. Der ist jetzt gerade wieder wach geworden. Er sagte letztens, dass er diesen Podcast zum Einschlafen hört. So, das hat jetzt mal wieder nicht funktioniert, lieber Nicolas. Ja, also aber einfach um das, also ich will mich da jetzt gar nicht selber loben, aber das war einfach dieses Ding, zu zeigen, es gibt so viele Themen in der Podcast-Szene. Es gibt so viele unterschiedliche Ansätze zu Podcasten, ja, und das kann man alles mal irgendwie zeigen und auf die Bühne bringen und da einfach eben nicht nur über diese Themen, wie kommt man an die Leute ran und sonst irgendwas, sondern auch einfach zu zeigen, wie sieht es dann am Ende aus und da vielleicht auch so das so halt auch so ein bisschen Show zu machen. Auf jeden Fall, also genau. Wir haben das auch also auf die Podcast-Partinnen oder Nele Heise könnten, man könnte auch so machen, Frauenstimmen oder so und dann einfach schon mal einfach zeigen, das macht, also wo in Deutschland gibt es welche Podcasts oder was auch immer. Also die ist ja schon. Ja, das dachte ich mir, aber da sind ja auch wahrscheinlich jetzt wieder extrem viele dazugekommen. Ja, mit Sicherheit. Also nur um das so mal zu zeigen, ne, also das ist, hat halt auch schon Sinn gehabt, dass wir da auch Podcasts dann präsentieren. Aber es auf war dann Fall. Auch auf dem Kongress so, dass wir eine Zeit lang, ich weiß gar nicht, wie es dieses Jahr war, dann auch das so ein bisschen aufgeteilt haben in tagsüber Workshop-Programm und dann abends eher die Shows. Und das war halt auch so ein Ansatz zu sagen, man kann dann eben solche inhaltlichen Themen, technischen Themen, Marketing-Themen, was auch immer da dann auf den Tisch kommt, kann man eben in so Workshops oder Vorträge verpacken und auch dafür kann ja ein Sendezentrum herhalten und kann dann eben das aber kombinieren mit so einem Schaulaufen. Ne? Und das war eigentlich, das fand ich beim Kongress eigentlich immer einen guten Ansatz. Für die Republika würde ich sagen, muss man mal überlegen, wie man es ein bisschen anders macht und ob man halt nicht eher auf diese inhaltlichen Themen geht und dann halt so ein, zwei Showprogramme noch fährt oder sowas. Aber auch die können sich ja durchaus bewerben. Ne? Ich hatte vorhin gesagt, es gab mal so einen schönen, was mir halt auch in Erinnerung geblieben ist, so ein Märchen-Podcast mit schönem Kunstblut. Auch sowas ist mit Sicherheit vielleicht mal wieder gefragt. Aber haben wir irgendwo eine Möglichkeit, zum Beispiel schon mal zu gucken, was gab es denn an Podcast-Themen auf der Republika und dass wir jetzt nicht irgendwie gleiche Sachen vorschlagen oder? Naja, also auch da ist meine liebste Antwort immer, mach doch einen Thread im Sendegate auf mit einem Wiki. Ja, ja. Und da sammeln wir einfach mal. Ne? Also weil dann es ist mit Sicherheit, der eine erinnert sich an das, der andere an das und das kann man einfach mal alles zusammentragen. Genau, aber das wäre ja als Vorbereitung vielleicht gar nicht so schlecht, das mal zusammenzutragen und genau. Zu gucken. Aber es ist auch gar nicht so verkehrt, also auch da eine meiner liebsten Antworten in diesem Thread war ja die von Genetza, den du auch angesprochen hattest und der auch sagt, es gibt irgendwie so Zyklen auf der Republika, die sich da abzubilden scheinen, alle 3 bis 4 Jahre gibt es wieder den gleichen Grundlagenvortrag von einer anderen Nase. Das ist aber auch gar nicht so verkehrt, das hängt auch oder das ist auch gut im Kontext oder aus meiner Sicht gut im Kontext mit der Publikumsentwicklung oder Teilnehmerinnenentwicklung, die ich vorhin ein bisschen angesprochen hatte. Ne? Es gibt halt diese alten Hasen, die da gemeinsam alt werden und jetzt statt Bier ihren Kaffee mit Eierlikör trinken vielleicht und es gibt aber auch dieses ganze nachwachsende Publikum dort und denen muss man das dann halt nochmal erzählen nach 3 bis 4 Jahren, weil die waren vor 3 bis 4 Jahren noch nicht da. Entweder das oder es gibt ja vielleicht auch so wie bei den YouTubern, wo es am Anfang war es halt die Älteren und jetzt sind es plötzlich die 14-Jährigen. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es die in der Podcast-Szene auch und wir treffen die nicht, weil die keinen Bock haben, auf in irgendeine Community einzutreten, weil die das nicht interessiert, weil die einfach von ihrem Handy senden, was weiß ich. Ja, das kann, also wir erreichen, also das ist sowieso das möglich. Ding, man muss sich frei machen von dem Gedanken, dass man irgendwie mit diesem Sendegate und Sendezentrum irgendwie alle erreicht. Das ist,
utopisch, ja. Also ich weiß noch, dass wir den ohne Q, den Johannes, war irgendwann das erste Mal auf einer Subscribe oder damals noch PPW, Podlove Podcaster Workshop. Und hat gesagt, also in Köln, da seinem Gebiet, da kennt eigentlich keiner diese Infrastrukturen, die wir da geschaffen haben. Und das interessiert da irgendwie auch keinen. Und das waren dann so die ersten Anknüpfungspunkte mit NRW quasi, die wir da gemacht haben. Und vielleicht breitet sich das jetzt auch ein bisschen weiter aus. Ich kann es nicht sagen. Und, also ich schicke sie alle dahin. Und ich habe bestimmt, also es sind mittlerweile, glaube ich, 4 Podcasts im letzten halben Jahr gewesen, die ich alle ins Sendegate geschickt habe. Und das letzte Gespräch darüber hatte ich bei einer Geburtstagsparty am Freitag. Also so. Und lustigerweise guckt auch. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe ja auch nicht vorher bei Google mal Podcast eingegeben und geguckt, was gibt's da schon. Sondern ich habe gedacht, naja, ich mache ein bisschen Audio, kann ich, schneiden kann ich, Soundcloud hochladen kann ich. Podcast fertig. So. Ja, das ist und dann gab es ja noch diesen sehr schönen Vortrag auch von Monika André auf der Subscribe dann zu ihrer zu den Näh-Nerds. Also auch das eine Bubble, wo unheimlich viele Podcasts tatsächlich entstehen auch, wo wir aber auch keine Anknüpfungspunkte bislang haben. Also wie gesagt, man muss sich einfach ein bisschen frei davon machen, dass wir irgendwie, also wir schreiben das ja selber gerne, die Community sind, ne? Aber es ist natürlich auch ein bisschen Marketing so da schon dahinter. Also wir probieren natürlich da zu bündeln und Wissen zu bündeln und das auch frei in die Welt hinauszutragen. Aber man darf nicht denken, dass wir jetzt so der ultimative Repräsentant dessen sind, was Podcasting weltweit ist. Ne? Also das sowieso nicht. Ja, das sowieso nicht. Aber ich finde trotzdem, also bevor ich mich jetzt mit all diesen Einzelfragen auseinandersetze zu Technik, zu Verbreitung, zu hast du nicht gesehen, schicke ich die lieber in Sendegate, weil da viel, viel mehr Antworten und viel mehr Wissen ist, als das, was ich denen jetzt so runterbeten kann und was im Zweifel auch nur für mich und meine Aufnahmesituation gilt und eben zum Beispiel nicht für deren Aufnahmesituation. Und das ist ja das Schöne, dass du da Expertise kriegst, Einschätzung zu deinen Themen, zu deiner Entwicklung, manchmal auch nicht. Also manche Antworten dauern dann halt auch länger und ne, das ist ja, weil das alles auf freiwilliger Basis ist, aber das finde ich nicht so schlimm. Selbst wenn du dich nur durchliest, also selbst sowas zu entdecken wie Reaper und Ultraschall oder Studiolink zum Beispiel, vielleicht kann das nicht jeder nachvollziehen, aber dass ich mit euch in der Form über Studiolink sprechen kann, während ich weiß, was das für ein Aufwand im Radio ist, eine Schalter aufzubauen, das fasziniert mich jedes Mal so unglaublich. Ich bin immer so unglaublich glücklich, dass ich es von zu Hause schaffe, eine Schalter-Radioqualität zu produzieren, weil jemand dieses Studiolink erfunden hat. Ich finde das saugeil. Ich möchte, dass das viel mehr Leute wissen. Was sagst du dazu? Das ist es ja auch. Also ich werde rot. Nein, aber ich krieg bei sowas Glücksgefühle, weil es mir etwas ganz einfach macht, was in meinem Berufsleben total kompliziert ist. Und ich denke, ich habe jetzt echt Feuer gemacht, obwohl das ja eigentlich jemand anders für mich gemacht hat. Aber ich fühle mich dann gut damit. Ich glaube, Ralf würde sagen, du hast das Licht gesehen. Ja, ich habe das Feuer gesehen. Jetzt so ein paar Sendegarten ja auch so nachgehört nochmal und ich war dann immer versucht, an solchen Stellen, wo Lobpreisung für Sebastian kam, einzuwerfen. Man kann Sebastian übrigens auch engagieren für andere Sachen. Das ist der beste IT-Administrator der Welt. Kauft ihn euch ein. Jawohl, damit verdient er sein Brot und Geld. Genau. Danke. Darf ich noch kleine Werbung machen? Die gerade erwähnte Monika André mit der anderen Community war in Ausgabe Nummer 3 bei uns hier auf der Gartenbank und hat ausführlich erzählt, unter anderem, warum sie gerade jetzt, nämlich zur Zeit der Tour de France, besonders viel Arbeit hat. Das nur ein kleiner Teaser. Ja, also spannende Person, ne? Also sowieso. Ich mag die auch unheimlich gerne, höre ihr sehr, sehr gerne zu. Und in der Folge, da kann man auch so eine kleine Anekdote erzählen, sind dann auch aus ihrer Community einige Leute in Sendegate gewandert, hatten da aber auch so ein bisschen, oder wir hatten das Problem eher, also die hatten kein Problem, sondern wir hatten es, dass wir
irgendwie in der Darstellung verrückt sind. Ja, also das Sendegate ist ja schon eher ein Portal für Schaffende oder von Schaffenden für Schaffende, wo man sich eben gerade über diese Themen austauscht. Wie kriege ich jetzt meinen Reaper-Stream zum Laufen? Wie schaffe ich es, dass das Rauschen entfernt ist? Wie vielleicht auch mal, wie sammle ich neue Themen? Wie sammle ich Ideen? Sowas, ja. Und die waren dann total enttäuscht darüber, dass sie das nicht als Plattform nutzen konnten oder dass das eben nicht ihren Erwartungen entsprach, dass sie da ihren Podcast bekannter machen können. Das war dann halt auch wieder so ein Problem, ne, von Außendarstellung, weil das war halt dann einfach nicht gefruchtet und da kam man einfach nicht so zusammen. Aber was ich ja, zum Beispiel, Entschuldigung, Martin, immer quatsch ich dazwischen. Nur du bist ja Gast, du hast ja das Rederecht hier. Ich komme halt jetzt an dieser Stelle wieder auf den Punkt, dass diese Community, die ja auch der Sendegarten versucht, irgendwie so ein bisschen im Auge zu behalten und die Neuigkeiten aus dem Land irgendwie einzufangen und vielleicht zu besprechen, dass das extrem schwierig ist und die Vorstellung, dass wir in irgendeiner Weise Gesamtüberblick haben, völlig utopisch ist. Also ja, ich bin absolut. Ich habe aber keine wirkliche Vorstellung, wie man das verbessern kann oder ob man sich einfach zurücklehnen muss und sagt, ja, dann ist es halt so. Ich kann wahrnehmen, was ich wahrnehmen kann, freue mich über jeden Hinweis, der von außen kommt und über jeden neuen Setzling, der uns reingereicht wird, aber mehr kann ich auch nicht machen. Also ich kann dir keinen Honigtopf aufstellen und sag, kommt alle Bienen oder wie auch immer. Nein, das glaube ich zum Beispiel auch nicht, aber ich fände es super, wenn wir zum Beispiel eine Liste hätten mit Speaker oder Speakerinnen, die man irgendwo einsehen kann, wo man sagt, hey, ihr wollt Informationen zum Thema Podcast. Wir haben hier in diesem Sendegate den und den und den und den, sodass zum Beispiel Journalisten, die ja gerne und viel über Podcasts berichten und sich keine Mühe machen beim Recherchieren, weil es einfach schnell gehen muss, das ist jetzt auch keine, ne, das soll kein Vorwurf sein, sondern das ist tatsächlich nur Beschreibung des Arbeitsalltags, vielleicht eben auch auf die Expertinnen und Experten stoßen, die wir bieten, weil, wie gesagt, sonst passiert sowas wie bei den Krautreportern, wo es ein A bis Z gibt und keine Frau auftaucht im Interview, weil sich keine zurückgemeldet hat. Jo. Hm. Ja, ganz kurz das Thema und dieses Thema mit dem Report-Zweig vielleicht abzuschließen. Worauf ich da so ein bisschen hinaus wollte mit der Community, es ist natürlich jetzt das, was wir jetzt hier diskutieren und was da dann so eingereicht wird, ist halt wieder nur ein Ausschnitt der Podcast-Realität. Ne? Also dann halt trotzdem, diese Marketing-Themen, also finden halt trotzdem statt und die werden auch stattfinden. Wir werden uns trotzdem drüber ärgern. Es werden auch noch weitere Artikel erscheinen, die uns ärgern, die wir halt irgendwie runterschlucken müssen. Ne? Und das heißt nicht, dass wir nichts tun sollten, aber man muss sich, glaube ich, so ein bisschen, wie Martin gesagt hat, so zurücklehnen und sagen, okay, das gehört halt auch dazu. Mich erinnert das immer so ein bisschen an diese Blogger-Diskussionen von früher. Vielleicht erinnert sich noch der ein oder andere an Jean-Rémy von Matt, der eben gesagt hat, Blogs sind die Klowände des Internets. Ja, also das ist so ein bisschen so kommt mir das auch immer vor, dass so die Reihe Leute halt so auf die freie Podcast-Szene sagen, oh Gott, ihr seid doch hier auch irgendwie die Klowände des Internets, ja. Das ist halt, diese Diskussion gab es da schon mal und es existieren heute trotzdem irgendwie alle noch frisch fröhlich nebeneinander und alle haben ihre Daseinsberechtigung und genauso ist es bei Podcasts eben auch. Und da werden wir die nächsten Empörungswellen auch haben, da werden wir irgendwie die nächsten Sachen runterschlucken und da werden wir einfach uns immer auf irgendeine Art und Weise dagegen stellen müssen. Und wenn das jetzt genau dazu geführt hat, wie gesagt, dass mehr Leute für die nächste Republika was einreichen oder auch mal darüber hinaus gedacht, es gibt noch so viele mehr Konferenzen, auf denen man was einreichen könnte, so Podcasts, ne? Auch da vielleicht mal was machen, warum nicht? Das wär super, wenn es da eine Liste gäbe. Das Ding ist halt, ich bin nicht in dieser Konferenzenszene drin. Das heißt, ich weiß überhaupt nicht, wo man da aufschlagen könnte. Ich hätte überhaupt kein Problem damit, mit dem Thema hausieren zu gehen, sozusagen. Auch da, aber vielleicht könnte jemand einen Thread, also muss gar nicht du sein, legt einen Thread im Sendegate anlegen mit einem Wiki und da mal Konferenzen sammeln, wo Podcasts vielleicht ganz gut aufgehoben werden. Vielleicht hat dann der ein oder andere Lust, da einfach mal umher zu tingeln und da eben Vorträge zu halten. Das kann ja auch sein.
Ja, ich fände es super. Also, aber das ist so, ich glaube, wenn wir jetzt nicht drüber sprechen, so wie wir es halt heute tun, kommt das vielleicht auch als Idee gar nicht in der Form zustande, weil es natürlich irgendwie Organisation bedarf. Also auch innerhalb der, ich habe eben gelesen, wir sind keine Community, wir sind eine Szene, also innerhalb der Szene, ja, welche Leute braucht, die sich angesprochen fühlen davon, die sich dann aber auch organisieren. Genau, und damit es nicht immer nur die machen, die mit Podcast Geld verdienen, was, ne, wie gesagt, das ist total legitim und das ist auch richtig und sie sollen auch sprechen und bekannt werden, weil die wollen ja damit Kohle verdienen. Das heißt, die müssen auch was tun. Die sind da in einer ganz anderen Situation, die haben einen ganz anderen Druck dahinter. Aber ich finde es einfach total schade, wenn das dann sozusagen das dominierende Bild ist. Ja, also ich finde es schön, wenn die anderen dann nebenbei auch noch einen Platz haben und mitsprechen können und ja, mir ist das Medium zu wertvoll dafür, dass es dann sich nur verkauft. Ja, ich glaube, da sind wir uns alle total einig. Also das ist gar nicht der Punkt. Und um jetzt nämlich weiterzugehen mit deiner Idee, zum Beispiel mit dieser Liste, ja, wen kann man ansprechen für welche Themen, die finde ich total super. Da sollten wir mal überlegen, wie man sowas aufzieht. Ich habe, wie der Zufall es so will, gestern in unserem Sendezentrum Slack, weil ich ja jetzt auch mal wieder so ausgewacht bin aus dem Elternzeitschlaf, habe ich einen Kanal Marketing angelegt, wo wir vielleicht mal dann auch Leute sammeln könnten, die Bock haben, innerhalb dieses Sendezentrum-Daches mal zu überlegen, wie man Sachen besser vermarkten kann und was man tun kann. Du also wagst dieses da. Wort zu benutzen, das ist aber gewagt. Ja, naja, Marketing also, geht, ja. Also ich bin hauptberuflich im Marketing unterwegs, also da kann ich mich leider jetzt auch nicht von frei machen, so von daher. Ja, aber in der Szene ist, glaube ich, das ist doch schon eher gefährlich. Oder ja, nein, aber, nicht gefährlich. Ja, aber also Marketing heißt ja nicht nur Geld verdienen. Ich weiß, genau, aber das wird so ja relativ eng gesehen und teilweise als. Wir sind doch eine freie Szene. Da muss man dann halt mal die Definition von Marketing nachlesen. Das ist Product, ja auch Price, Place und Promotion sehe ich. Ja, das sind die vier Ps, genau. Da gefallen ja alle möglichen Dinge von, was man so unter Marketing versteht. Und da fällt dann eben auch Social Media Marketing drunter. Und da haben wir mit Sicherheit Defizite. Da fällt sowas drunter wie, wurde ein paar Mal angesprochen, E-Mail-Marketing, Newslettering, sowas könnte man mal überlegen. Wobei ich da so ein bisschen kritisch bin, aber das kann man dann alles vielleicht diskutieren noch, was man da für Wege gehen kann und wie man sie gehen kann. Also da, Nora, an dich die Einladung, da gerne dazuzukommen. Ja, sehr gerne. Da brauchen wir total Unterstützung, auch an, falls ihr zuhört, Dirk, die Unterstützung, die Einladung da dazuzukommen. Und dann aber auch gleich noch der Hinweis, es muss ja auch nicht immer alles vom Sendezentrum ausgehen. Also es ist halt eine freie Szene, es kann eigentlich jeder machen, was er möchte. Und, aber das sind die besten Leute. Das ist total lieb, dass du das so sagst. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht trotzdem auch innerhalb dieser dann eben Sendegate-Community selber auch eine Initiative entwickeln kann. Also es gibt ja auch zum Beispiel Podcast-Newsletter in Deutschland. Also die Sarah Weber, die 2015 war es dann, glaube ich, gesprochen hatte, vor uns den Vortrag gehalten hatte über Podcasts. Die hat ja zum Beispiel ein Newsletter. Die selber Journalistin. Bewirbt, englische Podcasts überwegend. Exakt. Also, das ist die amerikanische Szene. Witzlos. Es ist, ja. Naja, was heißt witzlos? Ne? Also auch das gehört halt dazu. Also ja, ich hatte diesen Newsletter, ich hatte mich da eingeschrieben, weil ich dachte, super, da kann ich vielleicht meinen deutschen Blick so ein bisschen erweitern, genau was ich eben, das Problem, was ich sehe hier, wie kriege ich neuen Input, wie kriege ich die Szene in den Griff oder in den Blick und dann sehe ich halt diese Empfehlungen, die dann doch eigentlich über den Teich immer gehen und das interessiert mich im Moment tatsächlich reduziert. Aber ja, da dich, zum Beispiel hat, ja. Das ist der Punkt, manchmal interessiert dich nicht, aber es gibt genug Leute da draußen, die es interessiert und das muss man einfach auch irgendwie akzeptieren, ne? Und das gehört halt genauso. Ich will dir nicht unterstellen, dass du es nicht tust. Nein. Jeder soll sein eigenes Buffet oder das ist ja ein Buffet und jeder stellt seinen Teller selber zusammen, sozusagen. Ja? Gar keine Frage. Nur ich habe halt einen speziellen Blick und ich hatte mir von diesem Kanal hatte ich mir eigentlich mehr erhofft, aber er liefert halt was anderes. Ich hatte dann eine falsche Erwartungshaltung an der Stelle. Also ich wollte nur sagen, es ist auch nicht mein Ding, ja, aber es ist da, es gibt sowas und man kann halt jetzt überlegen, was macht man selber, ist auch vielleicht Newsletter der richtige Weg, das muss man dann auch erst wieder abonnieren und wie auch immer, also da gibt es halt viele Möglichkeiten, da gibt es viel, über was man reden kann, das kann man ja auch tun, aber so ein Newsletter aufsetzen, das kann natürlich auch jemand einfach so machen, ne, oder
Dirk Prims hat ja auch die Podcorn-Seite, die hat er ja auch nicht mit irgendwie Absprachesendezentrum aufgesetzt, sondern das ist ja sein eigenes Ding und das ist gut, dass das sein eigenes Ding ist, denn wenn das immer irgendwie die gleiche, unter der gleichen Sendezentrumsgeschichte läuft, da wird es auch irgendwann doof und langweilig für uns auch und macht doch alle da draußen was, macht doch alle eure Initiativen, vielleicht fühlen wir uns dann auch mal wieder neu getriggert und gestachelt, was zu anderes zu machen, ne? Also so ein bisschen nach dem Motto Konkurrenz belebt dann auch das Geschäft, wenn jemand eine andere Podcast-Konferenz machen möchte, weil er die Subscribe doof findet, mach doch. Ja, also, dann mach doch. Das ist so, wir kommen vielleicht auch vorbei, also je nachdem, wie man es einrichtet. Also Tim mit Sicherheit. Ja, also das ist halt das Ding. Es muss halt auch nicht, also wir beanspruchen das auch nicht für uns, dass irgendwie alles unter unserem Namen stattfinden muss. Also das ist halt auch so das Ding. Also ich meine, es gibt ja auch diese Podcasts, die neue hören, ne? Wie Hört Hört zum Beispiel Maria Lorenz aus Berlin, die macht das jetzt, das glaube ich, die Lebensgefährtin von Nils Bokelberg. Die haben ja zusammen jetzt, glaube ich, ein Podcast-Label aufgezogen, das so ein bisschen sich an Universal andockt. Ganz crazy Geschichte, finde ich aber super. Prinzipiell, also das erstmal in der Form aufzuziehen. Dann der Anerzähler von Dirk Prims ist ja eigentlich auch einer, der sich mit neuen und Podcasts beschäftigt und also es gibt ja schon auch diese Sachen, diese Medien. So, ich glaube, es wäre halt nur geil, sich im Sendegate zu organisieren. Also wenn man da zum Beispiel ein Newsletter, ich habe tatsächlich drüber nachgedacht, mein Hemmschuh ist im Moment tatsächlich die Anachronistin. So, bin ich so viel in sozialen Netzwerken unterwegs, dass mir regelmäßig Links vor die Füße fallen aus der Podcast-Szene. Und ich weiß nicht, ob man statt eines Newsletters einfach einen Thread macht, in dem man quasi mit ein paar Antextern so eine Art Linksammlung oder wie man das auch immer machen möchte, also wo man so Sachen einfach nachgucken kann, spannende Themen rund um Audio, ob man das unterteilen kann in Technik, neue Formate, lalala. Also ob es da nicht irgendwas gibt, was so leicht handelbar ist, dass man es wie bei Facebook einfach nur reinposten muss, ohne dabei ein Newsletter zu verschicken. Also ich weiß gar nicht, ob das Sendegate hat, glaube ich, eine Facebook-Seite, aber die ist nicht bespielt oder so, ne? Also sowas fände ich einfach total praktisch und hilfreich, um auch vom Input zu sammeln sozusagen. Aber ich weiß nicht, ob das natürlich, vielleicht finden das auch nicht alle geil. Erstmal bist du frei, da zu machen, was du willst. Also wenn es Leute längere Zeit nicht geil finden, dann spielt Ralf jetzt mittlerweile den Aufpasser und schmeißt dich raus, aber das ist bisher genau immer vorgekommen. Also von daher wäre ich da total entspannt. Aber wie du schon sagst, ist die Facebook-Seite zum Beispiel nicht bespielt. Ne? Das ist genau das Ding, was ich gerade meinte. Also wir haben da schon Defizite. Es ist ein bisschen traurig, weil ich gerade gesagt habe, ich arbeite eigentlich hauptberuflich im Marketing und sollte man meinen, dass ich das dann auch irgendwie ein bisschen machen würde. Aber irgendwann fehlt dann halt auch einfach die Zeiten. Absolut. Ich, wie gesagt, mit den 5 Facebook-Seiten, die ich nebenbei betreue, ich bin auch so, aber Dinge links posten schaffe ich immer. Dafür fällt mir echt zu viel vor die Füße. So. Genau, dann kannst du ja jetzt noch eine 6. Seite verwalten. Ja, mach. Hau mich als Redakteurin rein und dann mache ich da lustige Links und Hotpot und Neiman Lab und Liarbird und Tab-Entwicklung und bla. Genau, lass uns doch einfach über sowas mal reden. Ne? Das ist nämlich gar nicht so eine schlechte Idee. Und das ist halt genau das, was ich auch als Thema hier stehen hatte. Die Außenwirkungen, die wir da nicht entfalten, da sollte man auf jeden Fall mal dran arbeiten. Ja? Also das ist dann immer noch nicht die Aufmerksamkeit vielleicht für die gesamte freie Szene und für alle freien Projekte, aber es ist zumindest erstmal für Sendezentrum und für das Sendezentrum steht. Und das ist ja vielleicht auch schon mal ein Anfang. Das Ding ist, du kannst halt auf Facebook, indem du quasi die Leute, die Seiten likest, also du musst halt kuratieren und rumgucken und so, aber die Seiten von diesen ganzen Podcastern, die da sind, auch likest, sozusagen schon mal sammeln kannst und auch die kriegst, die eben das Sendezentrum nicht bekommen. Das heißt, du gehst den Weg einfach umgekehrt. So, und Menschen und über Menschen, also ne, du erwähnst die eben in deinen Posts und so und kannst in der Form dann einfach so eine Schleife sozusagen, so ein Karussell kreieren, das sich ein bisschen weiter dreht. Du kennst diese Podcast in Germany Facebook-Gruppe, ne? Vom Namen her, ja. Ich kenne sie vom Namen her. Hab da mal reingeguckt. Das ist, aber sowas gibt es ja auch noch, ne? Also nur so als Hinweis. Ist auch nochmal so eine Neben-Community, Nebenszene. Genau, weil das Ding ist halt, man sieht es nur zufällig. Es ist immer so zufällig, dass man irgendwie drauf stößt und denkt, ach, das ist ja spannend.
Ja, ist halt die Frage, will man dann auch irgendwie da investieren? Also will man sozusagen absichtlich Kontakte schaffen oder sagt man einfach, okay, das sind die, die haben ihre eigenen Leute und hier gibt es eine Szene, die hat ihre eigenen Leute, da gibt es eine Szene, die hat ihre eigenen Leute. Das wäre mir egal. Also ich hätte aber so Bock, also einfach so aus Erkenntnisgewinn und Interesse einfach Bock, viele Leute zu kennen, die das tun, was ich halt auch mache. So, ja, also weil, schon. Und naja, aber das Ding ist halt, also das, man muss ja immer ein bisschen im Hinterkopf haben, dass ich ja eigentlich Hörfunkjournalistin bin und da das Gefühl habe, dass die Audio weniger verstanden haben sozusagen als die Podcast-Szene, ohne dass ich das jetzt böse meine, aber die sind so ein bisschen betriebsblind auf dieses Senden aus einem Empfänger sozusagen in einer bestimmten Form. Und begnügen sich damit und haben zum Beispiel neue Netzwerke oder neue Medien noch gar nicht so intensiv für sich entdeckt in vielen Sendern und so. Was Podcaster aus der Not heraus aber ja schon immer mussten, weil sie eben nicht über UKW gesendet haben oder auch keine Sendestrecken haben, sondern so einzeln und lose irgendwo rumhängen und dann ja Kontakte schaffen müssen. So. Das heißt, es bewegt sich ja aus einer ganz anderen Szene raus. Und ich finde das viel spannender als das Senden aus einem Radio sozusagen. Das ist aber nur so ein persönlicher Angang, den ich da so habe. Interessanter Gedanke auf jeden Fall. Muss ich mal so ein bisschen sacken lassen bei mir. Aber natürlich, hast du recht, dass Podcasts aus der Not heraus schon Lösungen für Probleme gefunden haben, die sich den etablierten Radioleuten erst langsam stellen. Das ist interessant. Ja. Und deswegen finde ich, also deswegen ist das so, dass ich denke, ah, hier sind die Leute, super, cool, endlich seid ihr da, schön, dass ich euch gefunden habe. Und ich freue mich einfach total, weil das so ist, so wie so seine, keine Ahnung, Familie entdecken oder so, oder diese, das ist wie zur Republika kommen oder wie mein erster Tag bei der Sportschau, als ich dachte, ach, hier sind die Irren, zu denen du eigentlich gehörst. So, das finde ich super. Sehr schön, sehr schön. Ich habe noch eine Frage, die ich gerne so ein bisschen, da würde ich gerne einen Realitätsabgleich mit euch machen, was mein Eindruck angeht. Ich habe das Gefühl, dass im Moment ganz viele Podcast-Angebote so aus dem Boden sprießen, weil Leute Beispiele sehen und einfach so den Nachahmungseffekt der Nachahmungseffekt sich durchsetzt. Und so ein bisschen hatte ich den Ralf in seinem Rant, den er da vor 6, 8 Wochen irgendwann mal gesagt hat, Leute, ich stelle euch gerne Hilfsmittel und Tools zur Verfügung, aber bitte haltet euch an die Installationsanleitung und macht nicht den dritten Schritt vor dem ersten, sonst geht das alles schief und kommt dann nicht zu mir gelaufen. Daran meinte ich erkennen zu können, dass eben auch viele neue Leute dazu stoßen, die nicht in dieser ruhigen und also diese ganze langsame Entwicklung mitbekommen haben, sondern so quer einsteigen und vielleicht so ein bisschen strubbelig da herangehen. Ist das nur mein Eindruck, dass da so eine rasch wachsende Zahl von Newcomern ist oder teilt ihr diesen Eindruck? Nora, vielleicht zuerst. Also ich teile diesen Eindruck, weil mir einfach im Kollegenkreis plötzlich ganz viele oder ich auch sehr häufig angeschrieben werde bei Facebook, hey, du machst doch Podcast, kannst du nicht mehr? Oder mir jemand erzählt, ich mache jetzt einen Podcast und ich mache so und so und so und ich denke so, also wenn du wirklich einen Podcast machen möchtest, ne, dann hätte ich noch den Tipp für dich und den und guck doch da mal und da, das würde ich nicht machen und vielleicht so und immer, wenn du das bekannt machen möchtest, lalala, so und merke, dass da großer Informationsbedarf besteht und Leute immer schon denken, sie wissen, was ein Podcast ist, weil sie was senden, also weil sie Audio senden und das ist halt so, das ist ein bisschen niedlich. Ist aber ja auch ganz cool. Naja, man muss ja halt irgendwo an. Ich habe ja, der Witz ist ja, ich habe es ja nicht einen Deut besser gemacht. Wenn ich den Ralf nicht getroffen hätte, dann wüsste ich bis heute nicht, was ich da tue. So, ja. Das muss man einfach mal so sagen. Oder wenn Claudia nicht irgendwie gesagt hat, sorry, weißt du eigentlich, was wir hier machen? Und ich so, Das hört sich in der Rückschau so ein bisschen übergriffig an. Was? Nee, überhaupt nicht. Ich bin total glücklich. Also ich bin wirklich insofern glücklich, weil mich das verortet hat. Ich habe einen Ort gefunden. Ich wusste nicht, was ich da mache. Ich wusste tatsächlich nicht, was ich da mache. Ich wusste nicht, wie viele es von mir gibt. Dann kam halt irgendwann Nele Heise und meinte so, das ist ungewöhnlich, was du da tust. Ich glaube, Nele kam kurz vor Ralf und hatte mich darauf aufmerksam gemacht, dass es die Podcast-Patinnen gibt auf der Republika.
Und ich war so völlig verstört, weil ich dachte, ja, ich bin ja Hörfunkjournalistin, was ist denn daran ungewöhnlich? Und Nele sagte, naja, du bist eine Frau, machst einen Podcast, machst den so, wie du ihn machst und dann auch noch über Geschichte. Oh ja, aber ja, finde ich jetzt nicht ungewöhnlich. Aber so, weil das so aus mir rausgewachsen ist und ich mir keine Gedanken darüber gemacht habe und erst über diese Auseinandersetzung mit dem Thema und so festgestellt habe, stimmt, also tatsächlich irgendwie versehentlich ungewöhnlich. Und deswegen finde ich es aber toll, Leute da reinzuholen, weil ich immer noch glaube, ich bringe die nach Hause. So, weil ich auch nach Hause gekommen bin, so halt. Vielleicht erklärt das auch so ein bisschen meinen Enthusiasmus da. Das ist so schön. Das ist wirklich warm. Das ist ganz warm. Wunderbar. Schön. Ja, so. Ja, jetzt fragen wir die Claudia. Wie siehst du das mit dem Zuwachs im Podcastland? Also in dem, was wir so Podcastland nennen? Ich weiß nicht, ob das jetzt so selektive Wahrnehmung eher ist oder ob es halt nicht immer also Zuwachsraten gegeben hat und immer wieder neue Podcasts und viele neue Podcasts, die dann auch irgendwann wieder eingeschlafen sind. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen ausgeprägter, weil jetzt auch die Journalisten da noch draufkommen oder Journalistinnen, wie Nora das auch gerade erzählt hat. Und die Marketing-Muckel kommen jetzt auch halt drauf, dass das irgendwie ein Thema ist, wo sie Geld verdienen können und sowas. Aber auch diese Welle wird vielleicht irgendwann wieder vorbeigehen, werden wir sehen. Und dann werden wir vor allen Dingen auch sehen, was davon geblieben ist. Ach, du bist so richtig schön gesetzt und lass es kommen und lass es gehen. Und das, was man sollte man tun. Und was man halt nicht beeinflussen kann, ja, das lässt man einfach so an sich vorbeiziehen. Das ist sehr angeblich also bin ich ruhiger eigentlich geworden, seitdem ich ein Kind habe. Wie? Echt? Es wird mir so gerade zugetragen, ja. Aber es ist, ich habe so die ersten Podcasts irgendwann mal gehört, also mit Schlaflos in München auch. Ist schon echt lange her, ne? Und Ralf hatte das ja auch in dem Set-Show geschrieben, dass das jetzt so nach unserer Erzählung die fünfte Hype-Welle ist, die da kommt und wo dann halt natürlich auch immer wieder neue Leute kommen, die das Thema jetzt auch erkunden für sich und für sich erschließen. Und da wird für einiges von Stärken bleiben, da wird auch einiges die Szenen, die verschiedenen wieder verändern. Und wie du gesagt hast, wir schauen jetzt einfach mal, was wir da mitmachen und wie wir da dynamisch mit umgehen und wie uns das auch weiterbringt. Ne? Das ist ja auch immer eine Frage, dass man selber aufgeschlossen bleibt und eben schaut, was man da mitmacht. Also das Problem, was du da jetzt konkret mit Ralf angesprochen hattest, ist natürlich ein ganz anderes, lustiges. Aber lasst uns die doch alle mit offenen Armen empfangen und schauen, wie wir da zusammenkommen und wo wir Grenzen haben, wo wir uns gegenseitig abstoßen und dann auch eben dadurch Definitionen schaffen können. Und dann in Ruhe lassen, einfach. Also dem anderen seinen Raum lassen, aber genau. Kann ja dann das Internet ist groß genug. Ist groß genug, genau. Gut, kehren wir mal so ein kleines bisschen zusammen. Also, die Nora hat sich total aufgeregt in 2017, dass das war ein Marketing-Fuzzi, was über Podcast erzählt hat, wo sie sich nicht wiedergefunden hat und die Überlegung war, was kann man dagegen tun und was jetzt aus dem Gespräch so herausgekommen ist, die Szene, die wir so kennen, die sollte einfach lauter werden und die Republika durchaus auch nutzen als die Stelle, wo die meisten Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich kommen, also gar nicht so sehr die Technik-Nerds, sondern diejenigen, die es einfach konsumieren wollen und dass man sich versucht, da irgendwie so ein kleines bisschen präsenter zu machen und eine Möglichkeit dazu wäre, dass zum Beispiel bei der Subscribe 9, die jetzt im Oktober in München stattfindet, ein Think Tank einzurichten und darüber nachzudenken. Habe ich was Wesentliches vergessen? Wir machen noch ein Sendegate-Thread-Wiki mit Sessions, die schon mal gelaufen sind und vielleicht noch eins, wo wir Konferenzen sammeln. Hier, Kiel is Calling hat schon gesagt, digitale Woche, kiel.de, da kann man, da geht es den ganzen Tag um Podcasts, sagt er, am 23.09. Ich weiß aber nicht, ob man sich dafür noch bewerben kann. Vielleicht kann er das schreiben. Vielleicht können wir da alle noch gesammelt hin und das Ding stürmen. Ich meine, Kiel ist auch ganz hübsch, oder? Ja, Kiel ist hübsch. Da stehen die großen Schiffe direkt mit in der Stadt. Das ist total faszinierend. Die Becky hat doch gerade noch eine Webseite hier reingeschrieben. Speakerinnen.com, glaube ich, war das richtig? Speakerinnen.org, genau. Ach, ja. Org. Speakerinnen.org. Also da können Sie, also ich kenne sie nicht, die Seite, aber ich habe sie jetzt so verstanden. Frauen, die zu Themen irgendetwas
vortragen können, die bereit sind, darüber Auskunft zu geben, können sich dort eintragen und man kann zum Beispiel als Fachgebiet Podcasting angeben oder so. Exakt. Also, genau, das Ding ist halt nur, dass die Kollegen, die ich kenne im Journalismus, diese Seite weder kennen noch nutzen und das entweder hat die Seite ein Ranking-Problem, aber wir suchen Experten meistens thematisch, also du gibst halt in Suchmaschinen dann das Thema ein, nachdem du suchst und dann kommen erstmal ganz viele persönliche Websites und da wir ja das Deutsche ja gegendert ist, müsste man, also wenn man nach Arzt sucht, kommt nicht automatisch die Ärztin, beziehungsweise wenn sie kommt, dann nicht oben, weil es mehr Arzt Seiten gibt als Ärztinnenseiten zum Beispiel oder bei Wissenschaftlern, weil das auch so männerdominiert ist, sind die Frauen da so. Aber es kommt halt niemand auf die Idee, bei speakerin.org zu recherchieren, beziehungsweise speakerin.org kommt nicht ganz weit oben in den Suchergebnissen. Und das ist super, wenn man es kennt. Und ich versuche auch immer Kollegen zu sagen, dass sie da bitte mal suchen sollen, wenn sie nach Frauen suchen. Aber es ist nicht so richtig bekannt, also nicht unter den Kollegen, mit denen ich arbeite. Nichtsdestotrotz, also ich habe auch so manchmal das Gefühl, das ist vor allen Dingen in meiner Berlin-Bubble so ein Thema, diese Speakerinnenliste. Es ist nicht schlecht, sich da anzumelden. Also an alle Frauen jetzt, die meinen, lustigerweise stehe ich da selber nicht drauf, weil ich gerade wieder festgestellt habe. Ich weiß auch noch nicht, warum ich mich da nicht drauf geschrieben habe. Aber alle, die da draußen sind, die meinen, sie möchten etwas zu Podcast zum Beispiel erzählen, das ist auch eine Möglichkeit. Ne? Es gibt trotzdem Leute, die da suchen, gerade so in Konferenzvorbereitung, mit Sicherheit, und da mit Sicherheit mal drauf gucken, wenn sie jemanden Weibliches als Speakerin suchen. Das nächste, was wir noch machen wollten, ist eine Liste mit Ansprechpartnern, die wir mal vielleicht erstellen. Mhm. Und dann noch die Geschichte, dass wir im Sendezentrum ein bisschen versuchen, das Marketing auszubauen. Das ist natürlich auch ein Punkt. Und hatten wir da jetzt noch was vergessen? Ach genau, wir wollten die Republika-Macher vielleicht nochmal noch ansprechen, Martin. Mit dem Audio-Track, dass das vielleicht noch eine Option ist. Und dann eben schauen, wie wir mehr Podcast-Themen dort unterbringen. Das waren, glaube ich, so alle Punkte. Das klingt doch nach einem ziemlich ergebnisreichen Gespräch. Super. Schon, oder? Ne, könnte man sagen. Bist du denn, Nora, du hast ja dir sozusagen den Stein ins Rollen gebracht durch deine Emphase, die du da erlebt hast. Und gesagt, Moment, so geht's aber nicht. Das ist aber ganz anders, die Welt. Fühlst du dich gut aufgenommen, wahrgenommen mit deinem, was du dir da an Impuls in die Welt gesetzt hast? Total. Also es war ja jetzt auch nicht gedacht, um eine Revolution anzuzetteln, sondern ich wollte ja nur alle mitnehmen quasi und sagen, komm, wir gehen da jetzt hin und wir machen da jetzt mal, wir zeigen denen jetzt mal, wie es richtig geht. So, das war natürlich wie immer ein naiver Vorstoß. Das passiert mir häufiger, weil ich dann auch so impulsiv reagiere. Trotzdem freue ich mich, dass es jetzt eben zu einer Diskussion gekommen ist und gar nicht Diskussion, eigentlich nur so ein Diskurs. Ne? Also wir haben das so ein bisschen erörtert alles und so. Und dass wir tatsächlich ja auch jetzt sozusagen was daraus ableiten und mitnehmen können, das finde ich total super. Also das finde ich wesentlich geiler als das, was ja häufig bei solchen Vorstößen passiert, dass sich 3 bis 5 Leute halt total angegriffen fühlen, dicht machen und keinen Bock mehr haben. So, sowas erlebt man ja auch schon mal und deswegen finde ich das grandios. Also toll, dass wir hier 2 Stunden, 2,5 sogar fast drüber sprechen konnten und toll, dass Claudia sich so lange Zeit genommen hat. Mega gut, danke. Klasse. Wirst du denn, Nora, im Oktober in München sein? Ich habe es mir fest vorgenommen. Ich muss jetzt die Dienstzeiten abgeben beim Deutschlandfunk und werde versuchen, das so zu planen, dass ich nach München fahren kann, wenn da nicht noch irgendwelche anderen Veranstaltungen sind. Es gibt noch so ein paar Veranstaltungen, die meinen Großvater betreffen, aber ich glaube, die sind alle im September durch und es steht auf jeden Fall, möchte ich sehr, 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 sehr gerne bei der Subscribe in München sein, ja. Okay, Claudia, du gehörst zum Orga-Team der Subscribe 9? Ja, schon. Okay, dann machen wir doch mal richtig schön Werbung. Was erwartet denn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer da? Ganz kurz noch was sagen zu diesem Abschluss auch dieser Runde über die Republika. Ja, natürlich. Entschuldigung, ich habe dich über. Das ist natürlich unfair. Sorry. Ich ziehe mir meinen Teil immer. Ja, das ist gut, dass du so bist, wie du bist. Super. Das Wichtige finde ich eigentlich daraus mitzunehmen auch, dass sich jeder an die eigene Nase fassen sollte. Ne? Also auch gerade die Leute, die jetzt in dem Thread geschrieben haben, ach,
Hätte ich gewusst, dass es dann so läuft, hätte ich vielleicht doch was eingereicht. Ja, dann tut's dieses Jahr. Das ist, finde ich, der elementarste Teil. Also es kann nicht von irgendwie den 3, 4, 5 Nasen getragen werden, die eben, wie Nora gerade sagte, sich dann darüber echauffieren, dass es halt so gelaufen ist, sondern das ist wirklich wichtig, dass diese Brute Force, die da jetzt zu sehen ist im Sendegate, dann auch so auf die Republika wirkt und dass die alle was einreichen, damit einfach diese Themen präsent sind. Und ob wir dann und wie wir da dann mit einem Sendezentrum dann noch unterstützen können oder was wir da machen, das ist dann vielleicht nochmal ein anderes Thema, was man auch noch diskutieren muss und was wir auch für uns überlegen müssen. Aber einfach mal, um diese Sichtbarkeit innerhalb der Republika an sich zu schaffen, jeder mache, was er kann. Das war mein Schlusswort dazu. An die eigene Nase. Wer das frage ich nicht, was, diesen Kinder, frage ich habe was das diesen Sendegate Kinder für dich tun kann, sondern was du für das Sendegate tun kannst. Genau. Ja, da geht es ja nicht mal um das Sendegate, sondern richtiger vielleicht wäre da, frage nicht, was das Sendegate für dich tun kann, sondern frage, was du für das Podcastwesen tun kannst. Das ist noch größer. Ich habe irgendwie noch, bin noch hängen geblieben bei jeder schnappt sich, was er kann, nur nicht seinen Nebenmann oder so. Das muss irgendwas mit Köln zu tun haben. Und nee, das hat was mit Kindern erklären, dass man nicht mit leeren Händen irgendwo hingeht, sondern seine Sachen aufräumt und so und wegstellt. Ja. Oh, das ist aber eher so, nicht so. Pädagogisch. Das passt auch nicht so richtig, aber es kam irgendwie so reimerisch. Jetzt würde ich gerne die Stimme von Sebastian auch noch zu dem Thema ganz kurz hören. Er hat ja jetzt diese ganze Geschichte schweigend verfolgt. Welches Fazit nimmst du denn damit, Sebastian? Ja, also es wurde ja schon gut zusammengefasst. Also da kann ich ja nicht mehr viel ergänzen. Ich bin jetzt ja auch so ein bisschen in diese Rolle geschlüpft als Organisator von Podstock und mache mir da ja auch so ein bisschen Gedanken, wie man das Thema vorantreiben kann an der Stelle, wie wir Podstock, Podstock positioniert sich ja auch ein bisschen anders als eine Subscribe. Also wir sind jetzt auch keine Konferenz. Es ist dann schon eher so Richtung Sendezentrum, was wir natürlich mit Bühnenprogrammen und so weiter machen, aber halt eigenständig. Ne? Es ist ja auch immer nochmal ein Unterschied, ob man sich irgendwo andocken kann oder halt das eigenständig macht. Das hat alles so Vor- und Nachteile und man kann dann ja immer so ein paar andere Dinge ausprobieren. Hat dann natürlich weniger Infrastruktur, auf die man zurückgreifen kann. Ja, aber im Prinzip ja, ich kann das eigentlich auch nur unterstützen, dass wir jetzt alle da vielleicht rausgehen und uns aktiver zeigen. Einfach, ja. Okay, du nimmst also auch deinen, wie war das, jeder schnappt sich, was er kann, außer seinen Nebenmann. Ich höre gerade, das heißt eigentlich, jeder esse, was er kann, nur nicht seinen Nebenmann. Naja, also jetzt macht der Spruch auch plötzlich Sinn. Kleine dichterischen Freiheiten. Außer, man ist eine kleine Raupe und ist so behandelt worden, wie letztens in dem Paper bei methodisch inkorrekt besprochen worden ist. So, da ist er wieder wach geworden. Liebe Nico. Entschuldigung, das muss ich diesmal machen, weil er gesagt hat, jedes Mal, wenn er hier genannt wird, dann wacht er wieder auf und kann nicht schlafen. Oh. Den Spaß muss ich mir einfach gönnen. Ja, sorry. So, jetzt aber bitte schlagen wir den Bogen zur Subscribe 9, also die große Podcasterinnen- und Podcaster-Konferenz. Ich wollte jetzt Marketing-Sprache versuchen, ich kann das nicht. Also das, was wir alle lieb gewonnen haben. Diesmal wieder in München im Oktober. Claudia, magst du ein bisschen was erzählen, was da passieren wird? Ja, also die Subscribe 9 sollte ja eigentlich ursprünglich im Frühjahr in Berlin stattfinden. Das ist leider aus schon genannten zeitlichen Gründen etwas gescheitert. Und wir freuen uns da umso mehr, dass wir dann mit dem Bayerischen Rundfunk wieder jemanden an der Seite haben, der uns die Räumlichkeiten, die sehr, sehr tollen Räumlichkeiten zur Verfügung stellt und wir dann so die Subscribe 9 eben in München starten können. Wir machen das an dem Wochenende, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig in Erinnerung, 27. bis 29. Oktober. Wie gesagt, wieder direkt beim Bayerischen Rundfunk. Und wir werden dort wieder das bewährte Konzept fahren, dass wir ein Konferenzprogramm haben, also Vorträge und Workshop-Programme. Also da immer noch so ein bisschen diese Barcamp-Tradition, aus der Podcast Podlove Podcaster Workshop kam, etwas hochhalten.
Und das wird wieder konkret so aussehen, dass wir in Kürze sowohl den Ticketverkauf starten, als auch die Möglichkeit, Vortragsvorschläge einzureichen und auch selber nach draußen gehen und schauen, was sind jetzt gerade so Entwicklungen im Podcastland und wen möchte man gerne als Speaker haben. Und auch der Bayerische Rundfunk hatte nach der letzten Konferenz sich schon mal in einem Team zusammengesetzt und auch mal gesammelt, was die eigentlich da so an Vorträgen einreichen könnten und machen könnten und beisteuern könnten. Aber auch nicht nur an Vorträgen, sondern eben auch an Know-how, wenn es dann um Stimmbildung geht, wenn es um Storytelling geht und solche Sachen. Also da werden wir auch aus der Richtung noch einiges an Zusatzprogrammen bekommen. Und wir freuen uns einfach wieder drauf, dass da ganz viele Leute auch wieder sich an die eigene Nase fassen und machen und eben uns ihre Themen herantragen, selber aktiv werden und vortragen und eben auch Workshops leiten. Und so werden wir dann wieder das Programm langsam zusammenstöpseln. Also das heißt, ich kann jetzt noch gar nicht so genau sagen, was uns da alles erwartet, außer natürlich, dass uns was Großartiges erwarten wird. Und das wird wieder einfach sich auch aus dem herausbilden, was die Community, was die Szene da gerade umtreibt, was die Leute dazu beitragen möchten. Und das wird dann wieder ein schönes Abbild dessen werden, denke ich, was gerade aktuell im Podcast-Land ist. Ab wann wird es denn Tickets geben? Das kann ich dir noch nicht hundertprozentig genau sagen. Ich hätte eigentlich gesagt vorletzte Woche, aber das ist dann doch an was gescheitert. Das hängt ein bisschen davon ab, wann wir so alle Komponenten haben, aus denen wir den Ticketpreis zusammenstellen. Die Tickets für die Subscribe sind ja wirklich auf reine Eigenkostendeckung, gemünzt. Das heißt, für die Räume da müssen wir nichts bezahlen und es fällt dann eigentlich nur hauptsächlich das Essen an und noch ein paar andere Faktoren, die mit reinspielen. Und sobald wir die alle zusammen haben, können wir die Ticketpreise kalkulieren, sodass wir eben nicht zu hoch ansetzen müssen, aber auch nicht zu niedrig ansetzen, damit Miesen rausgehen. Weil wir schon schauen möchten, dass wir halt nicht in Belastung fallen, aber dass auch die Leute, die dort eben hinkommen möchten, auch die Möglichkeit haben, da hinzukommen und dass sie von den Kosten und von den Ticketpreisen eben davon gebremst werden. Gut, da müssen wir uns noch ein bisschen Geduld üben sozusagen. Aber es dürfte nicht mehr lange dauern, das kann ich schon mal sagen. Und dass es eine Knappheit gibt, also man darf sich jetzt durchaus schon mal eine Unterkunft suchen, man kommt auf jeden Fall. Also es wird auf jeden Fall dieses 27. und 29. Oktober sein, das ist einfach durch den Bayerischen Rundfunk jetzt auch so fest, ne? Also da können wir jetzt nichts dran rütteln und die nichts dran rütteln und es wird mit Sicherheit keine Ticketknappheit geben. Also wir hatten das letzte Mal knapp 100 Leute dort vor Ort und das können wir steigern auf bis zu 150 bis 200. Das wäre ja sogar das Doppelte dann quasi von den üblichen. Also mit 200 wird schon echt kuschelig, ne? Also das muss man auch sagen, aber also 150 ist auf jeden Fall drin, sodass ich nicht denke, dass wir da in große Knappheiten kommen. Also es würde mich jetzt überraschen, sagen wir es mal so. Auf der anderen Seite sind wir halt dieses Jahr auch ein bisschen früher dran und wollen da jetzt auch schon so ein bisschen in die Vollen gehen und dann auch durchaus mal die Pressemaschine anwerfen, was wir die letzten Jahre immer so ein bisschen verpennt haben. Also müssen wir mal schauen, wie sich das dann auswirken wird. Ja, dazu passt eine Frage, die ich noch anschließen wollte. Unter das-sendezentrum.de findet man den Knopf oder den Reiter der Konferenzen und darunter auch alles zu Subscribe 9. Der Text, der dort geschrieben steht und die Aufmachung ist ein bisschen, wie soll man das sagen, anders als sonst. Also sonst war das eher ein bisschen hemdsärmelig so und das ist jetzt sehr durchgestylt und sehr edel. Irgendwie ist das ein bisschen anders. Steckt da Idee dahinter oder hat sich das einfach so ergeben? Naja, also da steckt schon dahinter, dass wir dieses Hemdsärmelige immer ganz charmant fanden, aber jetzt eigentlich schon seit ein paar Jahren da mal aus diesem Hemdsärmeligen auch raus wollten. Das ist auch mit, du hast das letzte Mal so schön erwähnt, wir haben uns irgendwie monatelang über Schriftarten gestritten. Ja. Total zu meiner Verwunderung, aber okay, jeder Nerd ist anders. Glaube nicht, wie lange wir uns über Kreise, Nichtkreise, Farben und sonstiges gestritten haben. Also gestritten ist auch das falsche Wort, aber wir haben halt
es war schon ein Findungsprozess, um zu diesem, das Sendezentrum-Design zu kommen. Eben dann auch mit diesen Unterdesigns für die ganzen unterschiedlichen Unternehmungen, die wir da haben. Und das wollten wir eigentlich schon ganz lange dann alles auch mal durchgestylt haben. Also wir haben das auf diesen Aufstellern schon drauf. Wir haben ein super tolles Video produziert, als Trailer für Subscribe und sonstiges. Und das war jetzt so der nächste Schritt, dass wir halt gesagt haben, die Internetseite muss da auch mal dran glauben. Die sollte eigentlich da schon ganz lange dran glauben. Aber dafür haben wir für die Subscribe 9 das jetzt eben mal umgestellt. Und das, dafür, dass da hinten dann doch so was Schickes rausfällt, muss man sagen, war das gar nicht so viel Magie. Das ist nämlich einfach das Enfold WordPress Theme, mit dem unter anderem auch Ultraschall gestaltet ist. Das kannst du dir schon denken, wer da so der Hauptverantwortliche für war. Möglicherweise, ja. Das war nämlich Ralf, der es tatsächlich so eine Nacht- und Nebelaktion dann mal umgestellt hat. Und lustigerweise ist der Text der gleiche wie bei der Subscribe 8. Echt? Der Text ist derselbe? Also ja, dann habe ich da schon nicht richtig genug hingeguckt. Also der ist mir auch nur anders strukturiert. Der ist ein bisschen steifer so. Ja, das auch gesagt, also, ja, man möchte an ein anderes Publikum vielleicht herantreten auch. Es kann sein, dass ich da an der einen oder anderen Stelle nochmal so ein bisschen rumformuliert habe, aber so im Grundsätzlichen ist es so ein bisschen der gleiche. Aber anderes Publikum ist ein gutes Stichwort, weil wir ja schon auch mit der Subscribe 8 probiert haben, so diese Welten ein bisschen zu vereinen. Ne? Also auch mit dem, dass wir zu Gast sind beim Bayerischen Rundfunk, dann eben dieses Radiowesen und das Podcastwesen, also das freie Podcastwesen ein bisschen zusammenzubringen und da so gegenseitige Befruchtung auch zu schaffen. Zum einen, dass wir so ein bisschen aus dieser Radioszene was mitnehmen können, auch was Handwerkszeug anbetrifft, was so deren Ideen anbetrifft und auf der anderen Seite, dass die sich auch vielleicht ein bisschen durchlockern und so von ihrer strengen Durchformatierung vielleicht auch mal abweichen, so am Ende. Ja, das nur so als Idee. Ja. Ne, und also da werden wir auch so ein bisschen weiter dran arbeiten, auch wen wir ansprechen. Und was wir halt weiter probieren wollen, ist, dass es eine Konferenz ist für alle. Also nicht nur für diejenigen, die sich jetzt damit beschäftigen, dass sie einen neuen Podcast aufsetzen und welches Format sie jetzt machen. Also nicht nur diejenigen, die halt ins Mikro sprechen, sondern durchaus auch eben die, die im Hintergrund am Code schrauben oder die DAW-Software bauen oder sonst irgendwas. Also da probieren wir schon so wirklich noch einen großen Teilnehmerkreis anzusprechen und die auch zusammenzubringen, weil die sich ja dann auch gegenseitig durchaus immer was zu erzählen haben. Und das probieren wir halt, da gab es durchaus so ein paar Drücke in die Richtung, dass gesagt wurde, probiert doch vielleicht mal da eher so in die inhaltliche Ebene zu gehen, aber das probieren wir zwar abzubilden im Programm, also auch da haben wir ja probiert, die letzten Male Tracks anzulegen, aber wir würden schon probieren, das nicht ausschließlich stattfinden zu lassen. Okay. Ja, also nach dem bewährten Rezept vom letzten Jahr beim Bayerischen Rundfunk wird auch dieses Jahr wieder eine Subscribe stattfinden. Und ich muss einfach sagen, das zweite Foto auf dieser wunderbaren Seite zeigt Nicolas Wörl. So, sorry. Genau, vielleicht Schön. Kann ich an der Stelle auch nochmal Werbung ja. machen. Wir wurden nämlich vom Bayerischen Rundfunk darauf hingewiesen, dass wir, also beziehungsweise für uns war es einfach klar, wir bringen unser Kind dahin mit. Einer passt aufs Kind auf, einer kümmert sich um die Subscribe und wir wechseln das dann immer. Und irgendwie meinte dann in so einem Vorgespräch die Organisatorin vom Bayerischen Rundfunk dann, wieso wir uns denn nicht mal Gedanken machen würden, wie es mit Kinderbetreuung aussieht oder mal so einer Kinderecke. Und da haben wir dann zum ersten Mal so ein bisschen aufgehorcht und gesagt, ja, haben wir doch bisher auch irgendwie nicht gebraucht und dann jetzt nur, weil wir ein eigenes Kind haben, und so, das ist auch irgendwie uncool. Aber tatsächlich hat das dann so ein bisschen rumgegärt und wir haben dann mal überlegt, wie viele Leute vielleicht in der Vergangenheit nicht kommen konnten, weil wir sowas nicht anbieten oder die vielleicht sich eher aufgefordert fühlen oder mehr begrüßt fühlen würden, wenn wir da mal über sowas nachdenken und vielleicht wir auch den Frauenanteil ein bisschen hochschrauben könnten dadurch. Und da gibt es jetzt eine Thread im Sendegeld, also wer tatsächlich Interesse hätte, mal auch seine Kinder mit zur Subscribe zu bringen, egal in welchem Alter, guckt da mal rein, wir sammeln da gerade ein bisschen, was dann daraus wird, ist nochmal eine andere Sache, aber wir wollen einfach mal so ein bisschen die Befindlichkeiten abchecken und mal gucken, ob wir uns auch in der Richtung ein bisschen weiterentwickeln können. Sehr schön, für eine kinderfreundlichere Welt, auf jeden Fall. Hat die Subscribe eine eigene Facebook-Seite, frage ich mich gerade.
Das war eine gute Frage. Nein, hat sie nicht. Wir haben wir haben das Sendezentrum als Seite und die Podcast-Partin gibt es als extra Seite und die Subscribe wird als Veranstaltung dann immer angelegt für das Sendezentrum. Okay, dann weiß ich, was ich teilen kann, großzügig. Genau, das wird dann auch kommen, sobald wir den Ticketverkauf offen haben. Das ist super. Dann weiß ich das jetzt einfach und halte die Augen offen. Das Ding ist halt, das ist Sendezentrum und die Podcast-Partin, weil da nicht viel Traffic ist und man wenig Interaktion hat, in der Timeline einfach nicht angezeigt wird und vom Facebook-Algorithmus geschluckt wird. Und das ist halt so, dass man dann, wenn man es weiß, aktiv darauf zugreifen muss, um die Informationen zu kriegen. Deswegen frage ich nur, damit ich das weiß. Also wie gesagt, wir brauchen da schon mal ein bisschen mehr jetzt auch Kraft dahinter. Deswegen ja dieser Marketingkanal, vielleicht können wir da ja ein bisschen was reißen. Yeah, Power, Power, Power. Ja, ist halt so immer so ein bisschen das Problem, wenn das immer alles irgendwie in der Freizeit läuft. Ne? Also das ist schon. Ach, weißt du, Freizeit. Ja. Das klang wie, die Freizeit wird überbewertet, Nora. Nee, das stimmt doch nicht, oder? Meine Freizeit ist halt, ne, Pferde, Neffen, Podcasting, so, und das nimmt alles so ein bisschen Zeit in Anspruch und deswegen ist so freie Freizeit, also unterminierte Zeit zur freien Verfügung, ist damit halt so aufgebraucht, was überhaupt nicht so schlimm ist, aber das ist so, das läuft halt alles so nebenher. Wow, ist halt so. Ja. Okay. Immerhin kann ich das Kind halt abgeben und schlafen. Ja, das ist ja als Tante dann der Vorteil. Ja, das ist wirklich ganz entscheidend. Das ist sehr essentiell. Ich bin gerade ein bisschen neidisch. Meine Schwester auch regelmäßig. Die fragt sich ständig, warum sie nicht mehr aus dem Haus gehen kann und ich einfach da bleibe. Ach ja, es kommen auch wieder bessere Zeiten. Ja, ach, das sind, ja, so ist es halt. Ja. Okay, das sind die Fragen des Lebens, die wir hier jetzt nicht so klären können. Deshalb, wir hören ja auch schon lassen auf. Nein, um Himmels Willen, ihr könnt... Auch also dafür muss diesen, Platz sein. Ja, in diesem Garten da spielen auch Kinder und da können wir auch über Kinderthemen sprechen, gar keine Frage. Nur wir finden ja keine Lösung dafür. Also so, dann müsste man so Bots-Kinder haben, die man mal einschalten kann und dann, wenn man genug hat, dann schaltet man sie wieder aus, so. Könnte man ja mal überlegen. Aber die Japaner bauen ja solche Sachen gerne. Vielleicht gibt es das ja sogar schon. Keine Ahnung. Sorry, warte, habe ich mich verschluckt. Ich wollte dann gerne dieses Thema Gartenbank so langsam zu einem Ende führen. Sag schon mal Dankeschön für eure tollen Beiträge, die ihr gemacht habt. Ich denke, wir haben das Thema auch ganz gut so mal so ein bisschen beleuchtet und es hat genauso funktioniert, wie ich mir das eigentlich erhofft hatte, dass Nora sagt, wo der Hase im Pfeffer liegt für sie und dass das dann mit der Seriosität und der Ruhe von Claudia Ganze so zusammengebracht wird. Ist gut aufgegangen, würde ich sagen. Jetzt gehen wir einfach weiter im Laufe der Sendung. Wir kommen ja jetzt in das Querbeet. Ihr seid herzlich eingeladen, einfach dabei zu bleiben, uns zu begleiten. Es kommen nicht mehr sehr viele Themen. Da könnt ihr aber dann gerne einfach auch einen Beitrag dazu geben. Ganz zum Schluss fragen wir immer Blütenschätze ab. Vielleicht habt ihr ja auch irgendwas, wo ihr sagt, das habe ich vor einiger Zeit gehört, das hat mir Eindruck gemacht. Würde ich gerne einfach den anderen Leuten mitteilen. Bleibt einfach. Aber da. Ja, ich habe mich ja vorbereitet. Super. Die Claudia super. Wieder, weißt du, und ich mache hier nur Gedöns. Ja, Claudia. Dafür zeigt, machst du einen Podcast, ich nicht. Ja, meinst du, so teilt sich die Zeit ein. Claudia, du kannst gerne immer mal wieder hier in den Garten kommen, ne? wenn du irgendwas berichten möchtest oder so, oder einfach mal Lust hast, ein bisschen zu plaudern. Gerne. Ach du, gerne. Ich würde ja tatsächlich gerne wieder mehr in Mikrofone reden, aber irgendwie bietet es sich halt so momentan mit einem eigenen Projekt nicht an. Also wer mich einladen will, gerne immer. Okay, das ist auch eine Aufforderung an alle. Also Claudia redet gerne in Mikrofone und sie kann auch mehr als zwei Sätze gerade aussprechen. Also die Angst ganz definitiv. Nicht mehr, ganz es nicht beruhigt mehr so mich jetzt auch ein bisschen. Du hast dich, wie heißt es, du hast einen Fuß in die Luft gesetzt und sie trug. Sehr schön. Okay, wir kommen ins Querbeet und da machen wir den Trailer. Trenner. So, bitte was?
Trenner anzukündigen, war auch so eine WikiGeeks-Geschichte. Ja. Die haben wir dann auch knallhart bis zum Ende durchgezogen. Ist total unprofessionell. Nora wird wahrscheinlich jetzt schon im Kopf geschüttelt haben. Ich habe amüsiert vor mich hingelächelt und gedacht, naja, ist halt Podcast, finde ich super. Nein, ich habe nur an meinen Coach tatsächlich gedacht, der zum Beispiel auch gerne anmerkt, und weiter geht's mit Musik, ist der unsinnigste Satz im Radio, denn es geht immer weiter. Aber kann ja auch mal mit Text weitergehen oder mit Nachrichten oder so. Ja, ja, aber weiter geht's halt immer. Ach so, also weiter ach so, ich geht's dachte, man lässt mit, die Musik ja. weg. Ach so, und nee. Jetzt Musik. Ja, so wäre jetzt auch nicht so die geilste Überleitung, passiert aber trotzdem. Ich finde viel interessanter die Einleitung. Willkommen zu einer neuen Episode von Jedes Mal. Na klar ist das die neue Episode. Ich meine, das ist, aber ich kann ja, das aber sehr wenn gut du die verstehen. In der Playlist, wenn du die in der Playlist hast und die durch hintereinander weglaufen zum Beispiel, dann kann das durchaus sein, dass du 5 neue Podcasts hast. Und dann ist schon ganz gut vorne zu wissen, welchem du gerade zuhörst. Ja, aber also wenn ich zum Beispiel einen Podcast durchhöre, also binge höre sozusagen, und der sagt mir dann jede halbe Stunde, willkommen zu einer neuen Folge. Ja, dann schon, aber wenn du zum Beispiel jetzt in der Woche 3 neue Folgen gekommen sind von 3 verschiedenen Podcasts, dann ist schon ganz gut zu wissen sofort, welchem du gerade hörst. Das ist nicht so, also ist nicht so komplett aus der Luft gegriffen. Nein, welchen du hörst, macht ja Sinn, aber dass der Moderator jedes Mal sagt oder die Moderatorin, willkommen zu einer neuen Folge vom Sendegarten. Ach, du meinst wegen neu? Ist ja neu, in dem Moment, wo ich so. Anfange mit was mit der 28, ist sie natürlich neu. Ach, das neu, bin ich gar nicht angesprungen. Ja. Ich sag bin mal auch, die Folgennummer. Nein, das macht total Sinn, klar. So. Gut, jetzt haben wir gut aneinander vorbeigeredet. Nora, wir halten uns jetzt einfach mal zurück und übergeben das Mikrofon an Sebastian. Der weiß wenigstens, wovon er redet. Oh, okay. Genau, wir fahren jetzt weiter fort mit Soundcloud. Da hatte ich im März schon mal so ein bisschen die Prognose gestellt, dass es halt finanziell nicht so gut aussieht und ja, auch schon mal, hatten wir gleich schon mal einen Tipp gegeben, besser nochmal ein Backup zu machen, falls man doch irgendwie keins mehr hat oder zu kontrollieren, ob alle noch gehen. Das wird jetzt alles ein bisschen akuter eventuell, denn SoundCloud hat jetzt Mitarbeiter massiv entlassen. 173 Stück insgesamt, 2 Standorte geschlossen, also das sind ungefähr 40% der Belegschaft. Also das war schon ein harter Einschnitt. Ist auch sozial nicht so super gut gelaufen, weil wohl wirklich auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen entlassen worden sind, die gerade, also da war die Tinte unter dem Vertrag noch nicht mal trocken und die waren gerade mit einem Umzug eventuell aus einem anderen Land nach Berlin oder so. Und ja, also dass SoundCloud so lange noch Einstellungen durchgeführt hat, das kann man auch so ein bisschen ankreiden. Das ist nicht so die feine englische Art. Ja, aber was das natürlich für die Podcaster und Podcasterinnen eventuell bedeuten könnte, da es halt nicht so finanziell gut aussieht und heißt das natürlich, irgendwann könnte dieser Dienst schließen. SoundCloud gibt es jetzt, habe ich mal recherchiert, seit 10 Jahren. Sie waren immer finanziert durch Fundings. Da gab es verschiedene Firmen, die investiert haben. Twitter hat investiert und das hat die eigentlich über die ganze Zeit eigentlich nur über Wasser gehalten. Und dieser Einschnitt mit den Mitarbeitern wurde jetzt auch damit begründet, halt sich nicht aufkaufen zu lassen durch Spotify oder ähnliche Firmen. Ob das ganz vom Tisch ist, das ist auch nicht klar, aber zumindest scheint das jetzt nicht, scheint es da keine aktiven Gespräche zu geben oder man möchte das halt nicht nach außen kommunizieren. Also SoundCloud verfolgt da ja auch so eine sehr geschlossene Politik, wenn es irgendwie nach Außenkommunikation oder so geht. Also halten sich da immer sehr bedeckt, was da passiert. Auch die Mitarbeiter wurden eigentlich auch von heute auf morgen da ins kalte Wasser geschmissen, was, glaube ich, auch die ganze Motivation innerhalb der Firma gerade nicht gerade gut tut, dass man sich da jetzt quasi auch aus dieser Situation wieder befreien kann und mit Mitarbeitern, die da Hand anlegen und ja mitziehen, rechnen kann, sondern die sich vielleicht auch einfach jetzt
auch denken, sie sind die Nächsten und dann vielleicht auch nach anderen Jobs umschauen. Also es ist sehr viel Spekulation jetzt, aber es gab jetzt sogar auch schon so ein bisschen das Thema, dass halt eventuell in 50, 80 Tagen halt das Ganze zu Ende sein könnte. Da hat jetzt auch der Geschäftsführer im Blog von SoundCloud nochmal so ein bisschen widersprochen und gesagt so, nee, ihr könnt schon damit rechnen, dass das weitergeht, aber der versucht natürlich auch so ein bisschen dagegen zu wirken. Realistisch ist es wohl halt wirklich nur gesichert, die liquiden Mittel bis Ende des Jahres. Und wie es dann weitergeht oder wie es dann aussieht, das steht halt auf einem ungeschriebenen Blatt. Und wenn halt keine liquiden Mittel mehr da sind, dann heißt es entweder nochmal Mitarbeiter entlassen oder halt wirklich, dass dieser Dienst eingestellt wird. Ne? Das kann einfach durchaus realistisch passieren. Ja, das ist eigentlich so das Hauptthema, also eine sehr unschöne Situation insgesamt und ja, also SoundCloud muss jetzt irgendwie eine Finanzierung finden, die halt trägt und ansonsten sieht das nicht ganz rosig aus. Ja, das große Wie wahrscheinlich Problem, schätzt du das ein, ist das? Oh. Also ich persönlich schätze das schon sehr wahrscheinlich ein. Also ich habe, die Umsatzzahlen sind jetzt leider von 2014, die bisher rausgekommen sind oder bisher veröffentlicht worden sind. Dieses Jahr wurde irgendwie davon geredet, dass sie sich dieses Jahr verdoppelt haben von Umsatz X, der natürlich jetzt unbekannt ist, weil ne, seit 2014 ist halt nichts mehr rausgekommen. Aber der Umsatz 2014 hat gerade mal die Mitarbeitergehälter, wenn ich das mal so überschlagen habe, gedeckt. Und ne, der Rest kam halt immer wieder durch Finanzierung von außerhalb dazu. Und ja, ob die jetzt wirklich ein gutes, attraktives Modell fahren können, weiß ich nicht. Ne? Also das sieht nicht gut aus, sagen wir es mal so. Also ich tendiere auch eher dazu, dass die wahrscheinlich irgendwann jetzt verschwinden können, wenn sie nicht aufgekauft werden oder wirklich irgendwie etwas anders machen können. Aber dadurch, dass die Mitarbeiter jetzt auch so von dem Kopf gestoßen worden sind, ist, glaube ich, auch die Motivation in dieser Firma ganz schwer irgendwie jetzt da, dass die sich da hocharbeiten und da mitziehen. Ne? Also ich als Mitarbeiter würde jetzt wahrscheinlich auch eher gucken, dass ich mir eine andere Stelle suche, anstatt da jetzt noch viel Zeit und Liebe in SoundCloud zu investieren. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber naja, mich hat halt gewundert, dass sie in den letzten, also ich bin ja 2014 zu SoundCloud so, und dass sie in den letzten 2 Jahren oder 2,5 Jahren, wir waren vorher mit Zeigler schon da, dass wirklich einfach nichts, gar nichts passiert ist. Also nichts, was, im Gegenteil, dass sie zum Beispiel das SoundCloud dann einfach nicht mehr in anderen sozialen Netzwerken abspielbar war, die mobile Version, dass sie auf ihre App verwiesen haben und so. Das heißt, SoundCloud hat de facto nicht mehr stattgefunden, weil viele Leute das als nicht nutzbar erfahren haben, beziehungsweise nicht teilbar. Und das ist schon so ein bisschen, ich glaube, das war so, hat denen so ein bisschen das Genick gebrochen, weil wie kommst du da an Follower? Weißt du, wie kommst du, wie kannst du auf deine Inhalte aufmerksam machen? Die haben sich sehr an die Musiker gehalten und die sind alle abgewandert. Ja. So, also die hat Spotify sich gekrallt. Also so habe ich das zumindest beobachtet. Dann kam halt sowas wie Clamour, das ja leider auch beerdigt ist seit 2. Juli. Das war zumindest eine gute Idee. Wobei ich glaube, dass sie rechtlich auch nicht so ganz sauber aufgestellt waren, indem die sich ja die Podcasts einverleibt oder die Audioinhalte einverleibt haben, so ein bisschen. Also wenn man eine ganze Folge hörte, hörte man die dann auf Clamour. Aber die Idee fand ich grundsätzlich ganz geil, das so zu mixen und Audio weiter zu verbreiten. Ja, also es scheint schwierig zu sein, über Audio eine Community aufzubauen. Genau, und für die Podcast-Community waren ja auch die Features wie RSS-Feed, da war irgendwie mal ein ganzes Wochenende die Feeds down, was auch nicht gerade ja Vertrauen geweckt hat, ne, in der Community. Ich glaube, deswegen ist auch 4000 Hertz, das war so mit ein Ding, glaube ich, wo die auch gesagt haben, so ups, wir gehen noch mal irgendwie jetzt auf Podigy rüber. Das war bestimmt auch ein Punkt. Und ja, es ist halt,
ja, schwierig. Und dann gab es ja auch noch diese, gerade da sie ja im Musikbereich sehr aktiv sind, auch immer Lizenzprobleme mit den Labels. Und da gab es auch Verhandlungen und da sind sie sich auch nie einig geworden, glaube ich, bis heute, ob es da wirklich Deals gibt. Und das zieht natürlich auch richtig viel Geld. Also Spotify ist ja auch eine Firma, die, wenn man mal auf die Finanzen guckt, auch nicht so rosig bestellt ist, weil die Labels echt einen hohen Betrag davon einkassieren und das Ganze wie so eine Blase immer aufgepumpt wird, obwohl sie sehr viele Hörer und Hörerinnenzahlen haben und eigentlich, wenn man es wirtschaftlich betrachtet, nicht unbedingt auf eigenen Beinen immer gut dastehen könnten, wenn es nicht von außen Finanzierung geben würde oder ähnliches. Das ist, ja, also schauen wir mal, also es ist, ja, es ist ein bisschen fragwürdig, aber durch diese Entlassung sieht man das wirklich, also dass es dann keine Finanztöpfe gibt. Es kann natürlich jetzt auch sein, dass sie sich extra attraktiv für neue Investoren machen wollten, indem sie halt sich jetzt gesund schrumpfen. Das ist vielleicht auch ein Plan jetzt, der dahinter steckt, aber es ist alles Spekulation und ja, das Ja, mehr kann ich jetzt auch dazu. Ja, aber wie du auch schon gesagt hast, das ist ja jetzt auch so ein Teufelskreis, in den die sich reinbegeben. Ne? Also es sind zum einen die Mitarbeiter verunsichert und gucken sich vielleicht nach anderem um und dann sind die Nutzer verunsichert und gucken sich nach anderem um und das wird so ein bisschen der Anfang vom Ende einfach sein, einfach was jetzt so die Logik der nächsten Zeit anbetrifft. Ja. Das wird wahrscheinlich auch der Grund gewesen sein, warum sie das jetzt wirklich auch den Mitarbeitern erst in letzter Sekunde gesagt haben. Sie wollten es wahrscheinlich auch selber, das spielt ja auch immer Ego, vielleicht von den Gründern und Gründerinnen, ich weiß gar nicht, wie die, ich kenne jetzt nur den einen Gründer, aufgestellt sind, dass die natürlich selber das auch vielleicht nicht wahrhaben wollten, dass dieses Kind einfach jetzt so langsam den Bach runtergeht. Es ist leider so, dass dann meistens ja auch dann versucht wird, das noch zu retten und nach außen halt ist SoundCloud sowieso immer sehr vorsichtig in der Kommunikation gewesen, um dann niemanden zu verschrecken, aber ja, das ist kein guter Stil, finde ich, einfach an der Stelle. Ja, das macht dann ja auch keinen Spaß auf beiden Seiten, ja. Gut, ja, aber nicht erschrecken, es gibt ein Backup. Ging jetzt die Tage zumindest rum. Wie sicher dieses Backup ist, das ist fragwürdig. Da hat jemand auf Reddit gepostet, er hätte die 900 Terabyte Daten von SoundCloud gesichert. Ja. Ob das der Allgemeinheit irgendwann zur Verfügung gestellt wird, ist auch dahingestellt und ob er es wirklich gesichert hat, ist auch fragwürdig. Ich habe es mal eben hochgerechnet, wenn ich das irgendwo hosten müsste, so beim günstigsten Anbieter, wären da mindestens irgendwie 2.000 bis 3.000 Euro im Monat fällig für. Also das Schnepper. Ja, also das kann man mal eben so in den, also ich könnte es nicht mal eben so hosten. Nur just for fun und das über mehrere Monate, also das geht ganz schön ins Geld. Ich bezweifle auch ehrlich gesagt, dass er das in, also er hat das in einer Woche runtergeladen und mit einem sehr hohen Speed. Ich bezweifle ein bisschen, dass niemand das bei SoundCloud mitbekommen hat und dem auf das abgestellt hat. Also das ist schon wirklich eine Traffic-Menge, die hätte auffallen müssen und der hätte im Admin. Vielleicht arbeitet der Mitarbeiter, der dafür das Monitoring zuständig war, nicht mehr dort. Das kann natürlich auch sein. Oder hat gesagt, ich suche mir eh gerade was Neues und interessiert mich nicht mehr, was da passiert. Ja, gut, beziehungsweise es kann natürlich auch einfach sein, dass sie jetzt eh viel Traffic haben, weil viele ihre Sachen nochmal runterladen oder so. Aber ob das da untergegangen ist, naja, gut. Ja, also ja, dann kannst du ja ein Sample von 100 Gigabyte schicken lassen, wenn du kritisch bist. So ja gut, das Logfile, das kann ich auch fälschen. Also das ist wirklich überhaupt kein Beweis, ob die Daten da wirklich liegen. Da müsste man irgendwie schon mal so, ach, das ist nur das Logfile, 100 Gigabyte Logfile. Ach ja. Du lieber Gott, das sind doch nur ASCII-Sachen dann da drin. Das ist ja genau, da steht da nur drin, mit welcher Zeit oder so runtergeladen wurde, welche Datenmenge pro und die Dateinamen halt. Aber gut. Süß. Sebastian, die Becky sagt gerade, du bist leiser als wir alle. Okay. Mach dich mal lauter. Lauter?
sagt sie. Sie hört dich nicht. Sie würde dich gerne hören. Ja, okay. Ich mache hier die Twitter-Else. Merkt, ja. Ich bin wieder in meinem Job. Okay. Ich habe jetzt mal ein bisschen aufgedreht, aber eigentlich bin ich auch bei -6. Naja, gut. Müsste sie gleich mal schreiben, ob es besser ist. Okay, wir haben eine Social-Media-Managerin für den Sendegarten gefunden gerade. Genau. Ich brauche keinen Schlaf. Können mich durchbuchen. Schlaf ist komplett überbewertet auch. Ja. Absolut. Freizeit im Schlaf, beides. Super. Ja. Okay, danke schön, Sebastian. Also, du hältst uns auf dem Laufenden und wahrscheinlich wirst du dann auch das Requiem hinterher singen auf Soundcloud, wenn es denn tatsächlich vom Markt verschwunden sein wird. Ich ziehe tatsächlich sehr gerne die Anachronistin dann auch auf Podigy um. Was ich mich nur gefragt habe, und das kann Sebastian bestimmt beantworten, kann ich einfach bei iTunes dann das Feed austauschen und alles ist für alle anderen wie vorher? Und iTunes zieht sich die Folgen nur von woanders oder müssen dann Leute alle Folgen neu laden? Das wird schwierig, das könnte schwierig werden in der Tat, weil sich natürlich die ganzen URLs durchaus ändern. Also das müsste man wirklich mal testen, ob das klappt. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie der Soundcloud-Feed aufgebaut ist. Aber du gibst ja am Ende nur eine Feed-URL an und wenn ich iTunes dann sage, nee, nimm das von der Feed-URL. Ja, der Podcatcher wird dann aber unter Umständen halt, wenn das neue Episoden-IDs sind, durchaus erkennen, dass das halt eventuell nicht die gleichen Folgen sind und ihm dann den Benutzern und Benutzerinnen dann das als neuen Feed, also zwar als gleichen Feed, aber mit neuen Folgen unter Umständen anzeigen. Das heißt, dann sind die alle als ungehört markiert oder sowas. Ja, das Risiko würde ich jetzt bei 30 Folgen mal eingehen. Ja. Also besser, als wenn die verschwunden sind. Das. Und man hat, wenn die sich downsetzen und so, weißt du? Wenn die weg sind, dann muss ich es irgendwie so auf Hauruck machen und dann weiß ich sowas vielleicht nicht. Ja, also sowas sollte man immer kurz testen, ob das wirklich klappt. Ich habe jetzt so viele Feed-Umstellungen noch nicht gemacht, ob es da noch andere Fallstricke gibt. Aber frag mal im Sendegate, da habe ich gehört, gibt es auch genügend Leute, die das schon mal gemacht haben und auch, glaube ich, Probleme hatten. Ja, ich habe gerade schon gelesen, iTunes sperrt dich dann. Der war gut. Ja, das ist wirklich nicht ganz einfach. Ich glaube auch, iTunes ist da nicht ganz pflegeleicht, was das angeht, in der Tat, ja. Aber wenn Host dicht macht, dann müssen sie da vielleicht mal eine Lösung finden. Martin, hast du das noch auf dem Schirm, was letztens gepostet wurde? Da hatte doch der Christian Bettnarek geschrieben, wie viele Folgen bei Ihnen in den Feeds sind von Soundcloud. Waren das nicht 5% oder 9%? Also ich meine eine einstellige Zahl. Warte mal. Wo hatte er das denn? Auf Twitter hatten wir das. Melanie fragte nach Daten und dann hatte er geantwortet. Das erinnere ich noch. Ich suche es gerade auch. 9% der Feeds werden von Soundcloud geliefert. Ich habe es gefunden. 9%. Ja. Das ist schon nicht wenig. Vor allem, die müssten dann wirklich, ja. Wobei ich wusste nicht so genau, ob Christian das vielleicht ironisch meinte, nach dem Motto, 91% ist safe, was wollt ihr eigentlich? So, kann auch sein. Ich weiß nicht. Bei Christian weiß ich es manchmal nicht. Ja gut, aber 9% ist trotzdem eine große Anzahl. Ne? Also es ist halt, es ist nicht wenig. Ne? Also mal eben 10% an Podcasts, die plötzlich verschwinden, wenn die nicht sich woanders hosten. Das wäre schon, gerade für alte Folgen, wenn Podcasts so eingestellt worden sind. Ich weiß ja nicht, man muss ja nicht unbedingt zahlen bei Soundcloud, bei den kleinsten Tarifen, glaube ich. Da gibt es ja auch so einen kostenlosen Tarif, glaube ich, immer noch. Ja. Gut. Ja, aber jetzt ich glaube, das was von Melanie angesprochene andere Problem ist ja noch, dass die eben, Embeds, ja. Genau, dass sie eben diese ganzen Embedded-Geschichten haben und viele Webseiten ihr Content eben damit aufgewertet haben und das wird dann an allen Stellen eben wegfallen. Also das wird ein bisschen schwierig sein, auch für Webseiten. Ja. Gestaltung oder so. Die Frage ist ja dann auch, was mit der Soundcloud-Domain dann hinterher passiert, wenn die natürlich an irgendeinen Domain-Händler die BIOS geht, dann werden da plötzlich, wenn der schlau ist, dann zeigt er da natürlich Werbung statt den Embeds an. Das, Ach du Schande.
Jetzt hast du viele Leute auf Ideen gebracht. Ja, naja, das ist jetzt. Naja, also, der wer das schon drauf anlegt, ne, der ist ja schon längst auf die Idee gekommen. Aber ja klar, ein Sicherheitsloch oder ein. Es kann unangenehm werden, aber es kann natürlich auch ein Sicherheitsproblem werden. Das ist alles möglich. Ach du Schande, ach du Schande. Naja. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ja, genau. Alles klar, danke schön. Sebastian, nehmen wir das erstmal so als Nachricht hin. Ich habe noch eine kleine Nachricht, das soll auch nur eine kleine Nachricht sein. Sascha Lobo ist ja vielen bekannt, unter anderem als Redner auf der Republika, also wo er dann gerne so eine Rede zur Lage der Nation macht. Und ich erinnere mich, er hat irgendwann mal irgendwas mit Vögeln, also mit Finken aufgerechnet. Das ist ein lustiger Vortrag. Das war eine großartige Szene. Entschuldigung, wenn ich da einspringen muss, aber ja, das gerne. War wirklich super. Er hat ausgerechnet, dass eine, ich habe leider den Namen des Vogels vergessen, aber das ist eine gefährdete Vogelart, die irgendwie nur im bayerischen Wald ansässig ist oder sowas, mehr Spendengelder bekommt als die ganze netzpolitische Szene. Das heißt, dass er hat dann ja immer so eine schöne wir oder ihr und ich oder wir Art, ne? Also irgendwann hat er der Netz-Community das Du angeboten und das Wir vor allen Dingen, also dass er sich mit eingemeindet hat, und in diesem Vortrag hat er es ihr wieder entzogen, weil er einfach das Verhalten so dämlich findet, dass da zum Beispiel keine Spendenbereitschaft da ist für eben wichtige Themen, die ja offensichtlich allen am Herzen liegen, festgemacht unter anderem eben auch an dem Geld, was Netzpolitik.org bekommt oder eben nicht bekommt, und dass eben für diesen Vogel mehr gespendet wird als dort. Großartige Szene, das sollte man sich wirklich nochmal angucken. Sehr schön. Dazu vielleicht ganz diese Woche, vor 2 Tagen oder so, hat Netzpolitik.org gesagt, dass ihr Geld für den laufenden Monat nicht reicht und hat um ein bisschen Zuwendung gebeten. Also an dieser Stelle vielleicht mal für alle Menschen, die da irgendwie von profitieren, das tun wir eigentlich alle, die wir dieses Netz benutzen. Vielleicht sitzt doch bei dem einen oder anderen noch ein bisschen Spendengeld drin für netzpolitik.org. Also ich denke, das ist da nicht schlecht aufgehoben. Gibt sicherlich auch noch viele andere Stellen, wo man sein Geld gut anlegen kann als Spenden, aber die haben gerade signalisiert, es geht da gerade ein bisschen schwer und da kann man ja vielleicht im akuten Fall auch mal was tun. So, also Sascha Lobo, jetzt haben wir einen schönen Bogen geschlagen. Normalerweise ist er ja zu lesen, er hat eine Kolumne bei Spiegel Online, aber er ist jetzt auch zu hören, denn Spiegel Online stellt um oder ergänzt ihr Programm, der Spiegel, sein Programm, hört um einen Podcast, genauer gesagt um 2, einen technischen Podcast und um einen, ja, jetzt hätte ich beinahe Laber-Podcast gesagt, nein, um einen gesprochenen, also wo es um die Themen geht, die Sascha Lobo in seiner Kolumne anspricht, beziehungsweise Leserinnen und Leser antworten ja auf die Kolumne, und er nimmt nun wieder diese Antworten auf und kommentiert diese Antworten in seinem Podcast, in seinem neuen Angebot. Es gibt bisher eine Nullnummer bzw. eine Ankündigungsnummer und eine Nummer 1. Ich habe mir das auch mal angehört. Wer schon mal ganz alleine ein Solo-Podcast, ja, das ist der weiße Schimmel, ne? Also wer schon mal ganz alleine einen Podcast gemacht hat, also einen Solo-Podcast, weiß, wie schwierig es ist, alleine in einen Sprachstil zu kommen, und man merkt bei ihm auch ganz deutlich, dass er am Anfang echt am Rudern ist. Wie formuliere ich es jetzt? Und es geht eher so ein bisschen zögerlich los, und er braucht eine Weile, bis er sich so ein bisschen so eingeschwungen hat und warm geredet hat. Hat mich jetzt ehrlich gesagt nicht gleich so vom Hocker gerissen, aber ich bin jetzt auch nicht ein ausgewiesener Sascha Lobo-Fan. Also Sascha Lobo-Fan, Boys und Girls, das ist euer Podcast. Er nennt sich der Debatten-Podcast und einfach nur Sascha Lobo. Das soll hier kurz erwähnt sein. Mehr darf ich noch die Randnotiz anfügen, dass gerne. Der auf Soundcloud gehostet ist? Och nö. Och, so schön gestartet und gleich so schnell beerdigt. Das ist ja böse. Das ist nur, weil Spiegel Online hat keine eigenen Server. Also das ist so kompliziert, das können die nicht. Die brauchen da fremde Dienstleister. Das geht nicht anders. Ja, vielleicht klopft man da mal an und guckt, ob man sowas mit Podlove hosten kann. Ja, könnte man. Ja, war nur eine kleine Randnotiz, weil ich das. Ja, ja, ist doch auch sehr schön, ist doch, wie sich das alles fügt. Wunderschön, wunderschön. Okay, wir haben gerade schon angesprochen, die Subscribe 9 im Oktober, aber vorher ist im August noch ein anderes Podcasterinnen-Treffen, nämlich Podstock, die etwas andere. Das andere Community-Meeting, wo es aber auch durchaus um Technik geht. Man überlegt,
wie viele Lötkolben man mitbringt, und es kann durchaus auch sehr praktisch zugehen. Dazu gibt es ein Update von Sebastian. Ja, genau. Claudia hat es eben auch so schön gesagt, man experimentiert ja immer so ein bisschen. Wir experimentieren dieses Jahr mal so ein bisschen mit dem Engelsystem, ob das auch im kleineren Rahmen funktioniert. Es ist einfach mal ein Experiment. Das heißt, jetzt gibt es ein Engelsystem, das wir jetzt auch mit entsprechenden Schichten befüllt haben unter engel.podstock.de, beziehungsweise auf der Webseite habe ich es auch nochmal verlinkt. Da könnt ihr euch jetzt registrieren, wenn ihr irgendwie mithelfen wollt beim Aufbau, in der Küche, beim Essen zubereiten, beim Verteilen. Dieses Jahr wird es beim Essen, das kann ich schon mal vorwegnehmen, da wir jetzt niemanden gefunden haben, der sich jetzt so als Küchenchef oder Chefin quasi dahinstellt und wirklich alles organisiert, mussten wir jetzt ein bisschen tiefer in die Tasche greifen und haben sehr viel mehr Catering jetzt angenommen und lassen mehr anliefern. Deswegen ist es, beschränkt sich das Gott sei Dank dann dieses Jahr nur auf den Aufbau. Nächstes Jahr wird das hoffentlich alles ein bisschen einfacher für uns. Da gibt es ein paar andere Optionen, aber bleiben wir mal bei diesem Jahr. Ja, da könnt ihr euch einfach mal anschauen, welche Engeltypen es so gibt, wenn ihr auf die Aufgabenbeschreibung mal reingeht. Dann auch gerne registrieren. Da müsst ihr auch gar nicht so viel ausfüllen, außer Nickname, E-Mail und Ankunftstag und das Passwort. Und dann halt einfach mal so anklicken, wo ihr euch prinzipiell drin wiederfinden könntet, was ihr eventuell an Aufgaben übernehmen wollt. Und das wäre irgendwie cool, wenn ihr euch da registrieren könnt, damit wir auch so ein bisschen wissen, wer alles irgendwie welche Schichten übernehmen kann. Da wir dieses Jahr auch das VOG-Team ja dabei haben, den Andi, und auch Videostreaming machen, sind da natürlich auch die Schichten zu besetzen für die verschiedenen Workshops. Da brauchen wir auch immer mindestens, also im Idealfall glaube ich, 2 Engel allein fürs Video und einen für die Bühnentechnik. Da wäre es auch ganz gut, wenn wir da irgendwie das gut verteilen können, dass das nicht irgendwie immer die gleichen machen und oder im Endeffekt nur an uns hängen bleibt, weil es zieht schon sehr, sehr viel Energie von der Veranstaltung ab, wenn man die ganze Zeit alleine das Ganze technisch betreut. Ja, vielleicht machen wir nochmal dazu noch eine extra Sendung, wo wir auch nochmal vielleicht so ein bisschen auf die Einzelsachen eingehen, aber das könnte jetzt zeitlich ein bisschen knapp werden, deswegen habe ich gedacht, ich erwähne es erstmal hier im Sendegarten. Es landet dann ja auch wieder in unserem Podcast-Feed für Podstock, den ich hier immer dann rausschneide, dezidiert. Ja, wenn ihr euch da einloggt, dann könnt ihr auch schön filtern. Also es ist eigentlich ganz angenehm, das Engelsystem. Bringt natürlich ein bisschen Komplexität mit, aber ja, es kommt halt vom Kongress, kennt man das vielleicht, oder anderen CC-Veranstaltungen. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt uns einfach an. Wenn ihr euch gar nicht zurechtfindet, dann kriegen wir euch da auch irgendwie mit unter. Also das Event ist ja noch klein genug, dass man das auch noch auf Zuruf irgendwie dann organisieren kann. Insofern finde ich das einfach mal so ein Experiment, das wir da mal ausprobieren. Ja, ansonsten gab es jetzt noch mal so einen kleinen, ein paar Updates im Programm. Also die Zeiten sind jetzt online. Da kann ich mal reingucken. Da ist jetzt gerade auch wieder ein Zeichenworkshop dazugekommen, zum Beispiel von der Judith, glaube ich. Und ja, ansonsten, da könnt ihr euch jetzt schon mal den Samstag anschauen, wie das Ganze so zeitlich was gestreamt wird. Ja, wann das Mittagessen quasi stattfindet, das kann man sich jetzt auch alles im Detail schon mal anschauen und so ein bisschen durchgucken, auch wie man das mit seinen Engelschichten kombiniert bekommt. Okay, dankeschön. Podstock 2017 rückt unaufhaltsam näher und bald ist es schon. Wir werden dann auch direkt auf Podstock einen Sendegarten machen dürfen. Das ist wieder schön. Das haben wir ja letztes Jahr auch mit dem Oboe-Man, Christian Müller, der bei uns live Oboe eingespielt hat. Das war auch nicht schlecht. Das war richtig gut. Aber genug dazu. Wir kommen jetzt zu weiteren Ereignissen, die in der Zukunft liegen. Und das bedeutet, wir gucken uns mal an, was der Blühkalender bringt.
Okay, der Coach von Nora hat schon wieder mit dem Kopf geschüttelt. Ich habe mich da reingequatscht. Ich habe zu früh auf den Knopf gedrückt. Ich schicke ihm das mal zu. Meine Güte, es tut mir so leid. Was ich aber jetzt richtig mache, ist hoffentlich erstmal dem Lars zu danken. Lars Naber, unserem Sendegärtner, ist gerade, ich weiß nicht, ich sage jetzt nicht wo, aber er ist in Urlaub. Und er hat aber nicht versäumt, uns die Termine der nächsten Zeit einzusprechen. Und hier sind die Termine. Hallo in den Sendegarten. Leider kann ich urlaubsbedingt heute nicht live dabei sein, darum gibt's heute eine kleine Konserve. Hier sind die Podcast-Termine der nächsten 3 Monate. Die Quelle ist wie immer das Termin-Wiki im Sendegate. Los geht's mit dem Podcaster Barbecue. Das findet statt am 22. Juli ab 18 Uhr. Der Veranstaltungsort ist die Tanzschule Thiele in Schwerte bei Dortmund. Am nächsten Morgen gibt's auch noch einen Brunch, und zwar im Café Solo beim Phoenixsee. Den Brunch, den gibt es von 10 bis 14 Uhr. Weitere Infos findet ihr auf der Facebook-Seite vom Podcaster Barbecue. Am 22. Juli ist die Night of the Pots, kurz NOTP. Auf dem Raucherbalkon wird von 13 bis 23 Uhr gepodcastet, und da sind eben unterschiedliche Podcasts dabei, die einzelne Slots belegen, und danach gibt's auch noch eine Aftershow-Party. Am 4. August gibt's den Sommerstammtisch des Podcast Meetup München. Der findet statt von 19.30 Uhr bis 23.30 Uhr in einem Biergarten. Weitere Infos gibt's auf dem Twitter-Account podcast-muc. Vom 11. bis zum 13. August findet das Podstock statt, eine Mischung aus Podcast, Festival und Barcamp. Der Veranstaltungsort liegt im Hunsrück, nämlich in der Nähe des Ortes Sorschied. Wer mehr vom Podstock möchte, der kann auch einen Tag eher anreisen und am Helfertag etwas mit anpacken. Alle Infos, das vorläufige Programm und die Ticketbuchung gibt's unter podstock.de. Das Podcast Meetup München findet dann wieder statt am 1. September. Veranstaltungsort ist der Sendlinger Augustiner. Getroffen wird sich von 19 Uhr bis 23.30 Uhr. Am 5. September gibt's dann ein englischsprachiges Meetup in Berlin. Der Ort steht noch nicht fest, die Zeit aber schon. Das Meetup findet statt von 18.30 Uhr bis 21.30 Uhr. Das Thema soll etwas mit Audiobearbeitung zu tun haben. Man kann sich aber noch mit Vorschlägen beteiligen. Dann gibt's den Pod-Appler Stammtisch. Der findet statt am 7. September ab 19 Uhr. Vom 16. bis zum 23. September ist dann die digitale Woche Kiel. Im Rahmen dieser Veranstaltung gibt es 2x Podcasting live mit Daniela Sonders und Christoph Krenz vom ESC-Schnack. Der erste Termin ist am 22. September von 20 bis 0 Uhr, der zweite am 23. September von 6 bis 0 Uhr. Vom 22. bis zum 24. September gibt es in Innsbruck in Österreich das Ganzohr 2017, das Treffen der WissenschaftspodcasterInnen. Veranstaltungsort ist die Universität in Innsbruck. Ein Link zu allem, was man wissen muss, gibt's im Sendegate. Am 30. September findet der International Podcast Day statt. Dieser Tag möchte das Podcasting weltweit bekannt machen. Wie das genau läuft und wie man da mitmachen kann, das verrät die Webseite unter internationalpodcastday.com. Am gleichen Tag, also auch am 30. September, da findet das Franken-Podcast-Meetup in Nürnberg statt. Weitergehende Infos habe ich hier noch nicht gefunden, da am besten einfach das Sendegate im Auge behalten. Und genau wie beim letzten Mal enden wir nochmal mit dem Pottruhe-Stammtisch. Der ist am 6. Oktober im Unperfekthaus in Essen. Beginn ist um 19 Uhr. So viel von mir mit den Terminen. Ich gebe zurück in den Sendegarten. Schönen Abend. Tschüss. Wir danken und schicken herzliche Grüße in den Urlaub. Dankeschön, Lars. Ich kann noch eben ergänzen, was wir gerade auch schon mehrfach angesprochen haben. In München im Oktober, 27. bis 29. Oktober 2017, Subscribe 9. Und noch gibt es keine Tickets, aber in den nächsten Tagen gibt es da weitere Informationen, wie uns ja die Claudia gerade gesagt hat. Okay, damit beschließen wir die Sektion Querbeet. Falls sich noch jemand irgendein spannendes Thema und dringendes Thema hat von euch, Nora, Claudia? Ich würde ganz kurz, ich habe es selber noch nicht gelesen, aber ich habe es registriert, dass es das gibt, reingeben, dass Dirk Brims einen Debattenbeitrag auf Medium verfasst hat zum Thema 5 Mythen des Podcastings. Spannend. 5 Mythen des Podcastings, okay.
Genau, das las ich so von den Themen her ganz interessant. Ne? Auch Podcasting ist Nische natürlich wieder. Ich habe es mir sogar ausgedruckt, muss ich gestehen, weil ich Content is King, also als Thema, also das ist das zweite Mythos. Mythos 3, es gibt keine Gewinnerrezepte für erfolgreiche Podcasts. Mythos 4, Podcasts finden ist schwierig. Und Mythos 5, Podcasts zu messen, also wahrscheinlich die Hörerzahlen zu messen, also es ist auf Englisch geschrieben, ist schwierig. Also das kann ich nur empfehlen, vielleicht mal zu lesen, weil Dirk Prims hat eigentlich immer sehr interessante Gedanken. Und ich denke, das ist ein ganz interessanter Debattenbeitrag, über den man dann sicherlich auch nochmal diskutieren können wird. Okay, ja, Dirk Prims ist immer für eine Überraschung gut, auf jeden Fall. Und er will ja auch an einer amerikanischen Podcasterinnenkonferenz in, er hat mir gesagt, er will da mal teilnehmen und einfach mal so ein bisschen den Link schlagen zwischen der deutschen und der vielleicht amerikanischen Szene. Das könnte spannend werden. Vielleicht holen wir das auch nochmal hinterher oder soll er mal erzählen, was da genau passiert ist. Gut, dann kommen wir zu den Setzlingen. Ich habe alles richtig gemacht. Ich habe nicht reingequatscht und ich habe es auch nicht angekündigt. Oh, du kommentierst es jetzt. Ja, jetzt kommentiere ich es auch falsch, ne? Damit wir es alle mitbekommen. Doch. Ja, ihr dürft dabei sein, wie ich versuche, Radio machen zu lernen. Naja, okay. Du machst Podcast. Sebastian heißt, ach so, da darf ich das, ne? Ja, genau. Alles, was ja du nur möchtest. Sebastian hat ja gesagt, unsere Spezialität war es immer, die Trailer noch anzumoderieren. Ja. Ja, eben. Und naja, egal. Gut, also Setzlinge. Bei den Setzlingen, wir stellen einfach Podcasts vor, die relativ neu sind. Manchmal sind es auch Stecklinge, wie einer unserer Gäste mal sagte. Die sind nicht mehr ganz so neu, aber die sind uns eben neu untergekommen. Und manchmal suchen wir die selber, manchmal laufen sie uns zu, manchmal werden sie uns von lieben Hörerinnen und Hörern eingereicht. Und wir haben diesmal zwei dabei, die von der Becky sind. Becky Genderbeitrag hat zwei reingereicht, die habe ich gleich verwurschtelt. Und der erste betrifft das Thema Sterben. Es gibt einen Podcast, der heißt The End, der Podcast auf Leben und Tod. Da heißt es in der Selbstbeschreibung, wieso wird eigentlich so selten über den Tod gesprochen? Weil jeder irgendeine traurige Geschichte zu erzählen hat, weil es immer sofort bedeutungsschwer wird. Wir ändern das einfach und unterhalten uns entspannt im Hier und Jetzt. Wir, das sind ich, Erik Wrede, Bestatter aus Berlin und ein paar liebreizende Freunde, die mir helfen, vor allem der hier, Marc Feldmann. Und dann sagt er noch Danke. Er macht einen Gesprächspodcast, wie dargestellt, und er hat in dem ersten Podcast hat er sich gleich eine Sängerin, Balbina, den Namen kannte ich nicht, hat er mit ihr gesprochen, und wie seine Stimme klingt, das hören wir mal eben hier im Ausschnitt. Ein unvermeidlicher Gast. Das unvermeidliche Thema. The End. Der Podcast auf Leben und Tod. So, eine der ersten Folgen von The End und sofort mit einer der großartigsten deutschen Künstlerinnen, die ich aktuell kenne, nämlich Balbina. Willkommen. Vielen Dank. Ich muss mich auf jeden Fall outen als kleiner Fan, was aber, glaube ich, ganz viel mit den lyrischen Kräften zu tun hat, die du in deinen Songs hast. Gleich mal vielleicht als Einstieg, was ich ganz häufig in meiner Arbeit beobachte, ist, wenn Trauer irgendwo zutage tritt und normale Sprache nicht mehr ausreicht, um irgendwas auszudrücken, flüchten Leute ins Lyrische. Hast du jemals jemanden verloren? Ich habe, also so wie jeder Mensch, ich habe auf jeden Fall das Thema schon auch verarbeiten müssen, dass Menschen einfach plötzlich nicht mehr da waren, hauptsächlich durch Unfälle, muss ich dazu sagen. Also es waren immer so kurzfristige Geschichten, worauf man sich halt eben nicht vorbereiten konnte. Dass es dann von einem auf den anderen Tag hieß, die Person ist einfach nicht mehr da, ich kann nicht mehr anrufen, keine E-Mails hinschicken und der Facebook-Account ist noch online, so nach dem Motto. Du sagst was ziemlich Lustiges oder was Interessantes. Du kannst nicht mehr anrufen. Mhm. Was ganz häufig auch bei mir eine der ersten Assoziationen ist, wenn jemand stirbt, nämlich die Stimme ist weg. Also ne, es gibt kein Wesen mehr, das mit dieser Stimme irgendwie spricht. Ja. Und ich glaube, das, was du beschreibst, ist eigentlich
so das Schlimmste, was passieren kann, weil es ist noch schwieriger, irgendwas zu begreifen, wenn es so als Einschlag kommt. Ne? Mhm. Es gibt keine Vorankündigung, mhm. wo es irgendwie heißt, Oma könnte versterben, weil sie ja. jetzt seit 3 Jahren krank ist. Es sind ja dann auch Altersstrukturen, wo du das nicht so einordnest. Also eine Freundin von mir ist irgendwie Mitte 20 eben bei einem Motorradunfall zum Beispiel gestorben. Die hatte gerade ihr zweites Staatsexamen geschrieben für das Jurastudium. Ja. Und das ist dann halt einfach so, die Nachricht kriegst du, aber bis du sie realisiert hast, dass es dann wirklich so passiert ist, bis du dann wirklich den Sarg siehst und die Beerdigung, das noch nicht mal bei der Beerdigung hat man irgendwie so dieses Realisieren, dass man die Person nicht mehr. Also es ist super schwer, einfach das dann eine Trauer auch zu kriegen oder eine Traurigkeit, weil man das nicht. Weil das nicht total checkt. Irreal, total surreal genau, ist. Genau. Ja, soweit der Erik Wrede, Bestatter aus Berlin, und in seiner Selbstbeschreibung schreibt er noch: Ich habe mit einigen Kollegen und Kolleginnen eine kleine Bewegung gegründet. Hallo Tod. Und irgendwie ist dieser Podcast eine logische Erweiterung davon. Wie können wir es schaffen, dass über Tod, Abschied und vor allem über eigene Vorstellungen zum Ende des Lebens entspannter und offener gesprochen wird? Ganz einfach, indem wir es machen. Das ist sicherlich etwas, was nicht so jeden so richtig so auf dem Hocker reißt, aber vielleicht ist es gar nicht schlecht, auch da einen etwas entspannteren Umgang mit dem Thema Tod zu bekommen. Zweiter Setzling, das ist eher so ein Steckling, habe ich festgestellt. Das ist die deutsch-österreichische Freundschaft. Und wenn ich meinen Rechner hier dressiert bekomme, dann sage ich euch auch, wer der Mann ist. Das ist nämlich der Christian Bartlau. Er schreibt: Moin Moin und Servus, ich bin freier Journalist und habe seit ein paar Monaten meinen eigenen Podcast Deutsch-Österreichische Freundschaft. Die grundlegende Idee dahinter: Ich bin Deutscher, lebe in Österreich und arbeite ohnehin als Korrespondent, also als Österreich-Erklärbär für deutsche Medien. Da kann ich das auch gleich in einem Podcast machen. Und wie sich das anhören kann, da haben wir hier was für die Ohren. Deutsch. Österreichische Freundschaft. Moin Moin bzw. Servus und herzlich willkommen zur Pilotfolge von Deutsch-Österreichische Freundschaft, dem Podcast über Österreich im Allgemeinen und Speziellen. Mein Name ist Christian Bartlau und ich lerne gerade Österreich. Eingeladen habe ich mir heute zur ersten Folge 2 Ureinwohner dieses Landes, die einen Leitfaden, eine Art Leitfaden für Integrationswillige in Österreich geschrieben haben. Und darüber möchte ich gerne mit den beiden reden und so ein bisschen klären: Österreich, was ist das eigentlich für ein Reich? Herzlich willkommen, also Bibi. Hallo. Und Stefan. Servus. Ich selber, das sei nochmal gesagt, auch zum Hintergrund dieses Podcasts, bin Deutscher und lebe seit 2 Jahren in Österreich, lerne immer dazu. Und hier möchte ich dieses Wissen sozusagen teilen. Warum ich euch eingeladen habe, ist einer Realsatire geschuldet, das kann man so sagen, nämlich der Verschiebung der Wiederholung der Stichwahl zum Bundespräsidenten. Eigentlich wollte ich mit so einer ernsten Folge anfangen. Es soll ja kein Satire-Podcast werden oder so. Nein, ich wollte mit einer ernsten Folge anfangen. Warum ist die FDPÖ so erfolgreich? Was sagt uns das für Deutschland, für die AfD und so? Hat sich erledigt. Das nur als Randnotiz für alle Deutschen, die immer noch denken, Österreicher könnten keine Wahlen durchführen. Diese Briefumschläge, die nicht richtig geschlossen haben und deswegen wurde diese Wahl verschoben, wurden hergestellt von einer deutschen Firma. Da wollte ich auch gerade sagen, eigentlich eines der besten Themen überhaupt für einen Podcast über deutsche-österreichische Freundschaft. Ja, ach so. Meine Mu. So, ja, hat ja schön geendet und ich denke, das kann nur spannend werden, über die deutsch-österreichische Freundschaft zu sprechen. Besonders schade, dass Melanie heute nicht hier ist. Hätte ihr diesen Setzling gerne gewidmet, oder ich kann das ja auch aus der Entfernung machen. Melanie, dieser Setzling ist dir gewidmet. Dann kommen wir noch zu einem dritten, das ist auch von der Becky Gender-Beitrag. Und so wie der erste Setzling mit dem Tod zu tun hat, hat dieser letzte Setzling mit dem Leben zu tun. Da geht es um wie heißt denn jetzt die Frau? Jetzt habe ich den Namen nicht rausgeschrieben. Verdammt. Es ist der Ponyclub-Podcast. In der ersten Folge geht es um eine Hebamme, aber ich habe hier noch ein Stück aus der Selbstbeschreibung, weil mir das etwas mehr Informationen gab. Hört einfach mal rein.
Hallo und herzlich willkommen bei der ersten Episode vom Ponyclub Podcast. Ich bin Anna-Maria und ich freue mich total, dass ihr heute dabei seid. Als erstes erzähle ich euch einfach mal, was euch hier im Podcast erwartet und wie ich auf die Idee dazu gekommen bin. Ich will ehrlich zu euch sein. Mein 30. Geburtstag hat mich in eine kleine Identitätskrise geschmissen. Ich hätte nie gedacht, dass mich eine Zahl derart aus dem Konzept bringen kann, aber da war ich nun. Mit einem Studium, das sich zieht wie Kaugummi, gleich zwei Jobs, um mich über Wasser zu halten, mitten in der Gründung eines kleinen, aber feinen Unternehmens und einem äußerst zeitaufwendigen Hobby, sah ich mich um und fragte mich, ob ich mir mein Leben mit 30 vorher so vorgestellt hatte. Der Blues verging, die Fragen blieben. Was mir immens in dieser Zeit geholfen hat, waren die Gespräche mit meinen Freundinnen und Bekannten. Manche steckten in einer ähnlichen Situation oder haben sie bereits gemeistert. Viele gaben mir großartige Ratschläge, die mir halfen, meine Erwartungshaltung an mich selbst zu korrigieren und neue Kraft und Motivation zu schöpfen. Ich halte es für wichtig, dass man sich gegenseitig austauscht, bestärkt und Netzwerke bildet. Die Unterstützung und das Empowerment, das ich erfahren habe, würde ich gerne an euch weitergeben, indem ich positive weibliche Vorbilder aufzeige. Wir sprechen über ihren Antrieb, das Praktizieren von Leidenschaften und den mitunter auch schwierigen Weg dorthin. Ich porträtiere ganz unterschiedliche Frauen, die aber eine Gemeinsamkeit haben. Sie ziehen ihr Ding durch. Wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, empfehle ich euch, den Ponyclub auf eurer Lieblingsplattform für Podcasts zu abonnieren, damit ihr keine Folge verpasst. Ja, das war also Anna-Maria. Einen Nachnamen habe ich bisher nicht gefunden. Für alle engagierten Frauen vielleicht auch ein Podcast für den Podcatcher. Und damit sind wir durch unsere Setzlinge und kommen dann in den Endspurt auf die lange Gerade der Blütenschätze. Die Blütenschätze, das sind Sachen, die haben uns in der letzten Zeit irgendwie besonders angesprochen im Podcastland, in dem Podcastland, was wir so kennen. Das können einzelne Episoden sein, das können irgendwelche Beiträge sein, was auch immer. Und die Gästinnen und Gäste bringen natürlich auch etwas mit. Dann fange ich bei der Claudia an. Hast du einen Blütenschatz für uns? Ja, ich habe sogar zwei mitgebracht und ich mache es ganz kurz, weil ich hier gerade ein noch hungriges Kind im Arm habe parallel. Einmal habe ich, weil du es auch ganz am Anfang angesprochen hattest mit den Podcasts des Öffentlich-Rechtlichen, tatsächlich einen Beitrag aus dem Öffentlich-Rechtlichen, nämlich vom SWR2, das Feature am Sonntag. Und das passt gerade so schön zur Zeit. Wir futtern hier nämlich jeden Abend so ungefähr einen Pfund Erdbeeren. Und SWR 2 hat sich mal dem Karls Erdbeer-Imperium angenommen. Ich weiß nicht, ob das so überall in Deutschland bekannt ist, aber zumindest in Nordostdeutschland, also hier Berlin und auch bis hoch irgendwie nach Rügen, gibt es sehr, sehr viele Karls Erdbeerhöfe und überall eben diese kleinen Erdbeerstände, also auch in Form von Erdbeeren, an denen das verkauft wird. Und das ist eben ein wirkliches Imperium. Und das ist ein sehr schönes Feature, einfach zu hören, wie die das aufgebaut haben, was das ausmacht und auch so ein bisschen kritische Stimmen da. Und besonders schön fand ich da den Satz, pflücken statt reißen, legen statt schmeißen. Das ist nämlich das Geheimnis hinter den schönen Karls Erdbeeren. Also das wäre das eine, was ich hier so mitgebracht habe. Und das Zweite, was ich jetzt gerade heute gehört habe, das ist mir nämlich auf Twitter mal ins Auge gefallen. Ich folge dort seitdem ich selber Mama bin, halt auch ein bisschen mehr der Elternblogger-Szene. Und unter anderem habe ich da jetzt Mama arbeitet, auch in meinem Twitter-Stream drin. Und die war zu Gast bei einem schon älteren Bekannten, nämlich dem Steve Rück, also Steven Rückwart, der in Leipzig ansässig ist und dort seinen Selbst- und Ständig-Podcast jetzt auch aufgezogen hat, parallel zu seinem Lex-Blog. Und in diesem Selbst- und Ständig-Podcast war eben die Dr. Christine Finke zu Gast, also Mama arbeitet, und hat über ihr selbstständigen Leben und auch ihr Leben als Alleinerziehende berichtet. Was ich ganz spannend fand, weil es da einfach jetzt auch mal so eine quasi Überschneidung dieser Elternblogger-Szene mit eben der Podcast-Szene gibt. Er hat, also der Steve Rück hat auch Susanne Mirau davor interviewt und in einem Gespräch gehabt. Das ist mit Sicherheit auch sehr spannend, das habe ich jetzt selber noch nicht gehört. Und gerade diese Mama arbeitet, finde ich sehr interessant, weil sie
dieses Thema Alleinerziehend in Deutschland eben immer sehr auf den Plan ruft und was da eben alles noch an Lücken sind in der in politischen Lücken und das sehr offensiv nach vorne trägt, was ich sehr interessant und sehr gut finde. Und das ist, fand ich, einen sehr schönen Beitrag. Super, vielen Dank. Ich muss noch eben der Becky sagen, Entschuldigung, ich hatte bei dem Setzling, den sie uns reingereicht hatte, gesagt, dass das etwas ist für engagierte Frauen. Natürlich ist das auch etwas für engagierte Männer. Das ist ja nicht geschlechtsgebunden, das Hören eines Podcast-Angebotes. Das gilt genauso für Mama arbeitet wie für das Feature am Sonntag, was gerade die Claudia empfohlen hat. Vielen Dank, Claudia. Nora, hast du was mitgebracht? Tatsächlich habe ich auch schon der Rita geschickt, weil ich ihn so großartig fand. Es ist auch ein öffentlich-rechtlicher, es tut mir leid, aber ich bin ja ein ganz großer Fan von meinem Kollegen Sven Preger, der einfach ganz tolle Interviews macht, die ich mir dann gerne als Podcast anhöre, weil ich die Musik dazwischen einfach nicht brauche. Das dauert mir zu lange, bis der Gast widerspricht. Und der hat mit Sprechkünstler Fabian Neidhardt gesprochen und der sagt, mich nerven Unverbindlichkeiten. Und der Teaser dazu ist zum Beispiel, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr weiterlesen würdet. So ein Satz ist Quatsch, viel zu unverbindlich. Mit Fabian Neidhardt tun wir was gegen sprachliche Weichmacher. Und das fand ich, da hatte ich wieder so Hirnbritzeln, weil er so ein bisschen dadurch ausdrückt, was ich für ein Problem mit Höflichkeit habe, dass es eben unverbindlich ist und dass Leute sich sozusagen nicht mehr festlegen und auch nicht binden, also keine bindenden Aussagen mehr machen, sondern unverbindliche Aussagen aus Höflichkeit, an die sie sich am Ende eh nicht halten oder halten müssen, weil sie es ja unverbindlich formuliert haben. Und der auch ein bisschen dafür eintritt, dass wir mehr in die Kontroverse gehen und Dinge einfach mal so formulieren, wie es nun mal ist und nicht, wie sie sein würden. Das war wirklich toll, weil er dabei trotz allem jetzt nicht besonders aggressiv wirkte, sondern nur klar. Also es war einfach klar und deutlich und das fand ich, das war wirklich ein tolles Gespräch. Also das kann ich an der Stelle, weil ich es so, ich hatte so einen Erkenntnismoment bei diesem Podcast, ich werde ihn auch nochmal anhören, das mache ich selten, einen tollen Gesprächsgast fand. Super. Ich habe die Anstalt nicht mitbekommen, aus der die gesendet haben. Kannst du das Deutschlandfunk Nova. Deutschlandfunkland. Ich schreibe hier gerade mit. Nova. Wo ich ja bei Nova immer Nora lese. Ne? Das weiß ich. Das finde ich Nova, Nora, jedes ja. Mal Deutschlandfunk Nora denke ich, das ist von der. Nein, das die ist Nora, das jetzt mal gerade nicht. Mein aber Sender. Sonst alles. Ja, das ist die genau. Zukunft. Nee, das ist eine Stunde Talk, heißt das Format. Also, ich höre mir das sehr gerne an, grundsätzlich, aber da fand ich es wirklich so erkenntnisgewinnmäßig super toll. Das ist schön. Das ist schön. Solche Talksendungen, das ist auch so ein bisschen immer so mein Vorbild. Es gab mal früher auf der WDR 2 den Mondtalk, den haben sie aber jetzt derartig zusammengekürzt. Also er ging früher mal 3 Stunden, dann 2 Stunden und jetzt ist es nur noch 1 Stunde und jetzt heißt es auch nicht mehr Mondtalk, sondern so wie der Moderator. Und das ist schade. Es ist also die Perlen werden tatsächlich rausgeschmissen. Ich verstehe das überhaupt nicht. Umso besser, dass der Deutschlandfunk diese Kultur erhält. Sehr gut. Dankeschön. Sebastian, hast du was? Ich muss diesmal passen. Ich habe diesmal wirklich wenig Zeit gehabt, was zu hören und war jetzt auch nichts dabei, was ich jetzt so besonders hervorheben könnte. Ja, ich hätte beinahe auch passen müssen. Ich verstehe das sehr gut. Dann fiel mir aber ein, dass ich schon in der letzten Sendung hätte ich noch was anderes mitbringen können, wenn ich da nicht schon 2 gehabt hätte, die sich mir eingeschlichen haben. Und zwar, es ist was ganz, wie soll ich sagen, es ist eher Entertainment. Wir kennen vielleicht den Podcast, wo Mädchen noch wilder als Kühe sind oder den Ungelogen-Podcast vom Stefan aus dem Sauerland. Und der hat beim Backhauscast offenbar das Wanderwaffeleisen gewonnen. Fragt mich jetzt nicht ganz genau, was das ist. Es ist offenbar ein Waffeleisen, was durch irgendeinen Zufallsmechanismus durch Deutschland verschickt wird. Und er hat es gewonnen und als er das hörte, war seine Reaktion die folgende. Es ist die 7 und damit geht das Wanderwaffeleisen ins Sauerland. An den Stefan vom Ungelogen oder wo Mädchen noch wilder als wie Kühe sind.
Als wie Kühe. Das ja, ist ja hervorragend. Hervorragend. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe gewonnen. Yeah. Ich bedanke mich bei meinen Eltern, meiner Grundschullehrerin, bei meinem Arbeitgeber, bei meinen Nachbarn, bei meiner Nachhilfelehrerin, bei meinem Zahnarzt und beim Gynäkologen. Vielen Dank. Ich habe gewonnen zum ersten Mal in meinem Leben. Ich habe noch nie was gewonnen. Ich bin aufgeregt. Ich habe das Wanderwaffeleisen gewonnen vom Backhauscast. Ist das der Wahnsinn? Wanderwaffeleisen. Und da wird es Spezialitäten in diesem kleinen Podcast geben, aber auch in meinem Zweitpodcast, den ich zusammen mit dem Markus betreibe, Ungelogen. Jawohl, da wird es ungelogene Waffeln geben und auf jeden Fall, haben wir schon gesagt, mit ordentlich Schnappes. Freu dich drauf. Ja, das wird schön. Das wird so schön. Ich freue mich. Wo Mädchen noch wilder als Kühe sind. Ja, also so kann sich jemand freuen, wenn ihm jemand ein Waffeleisen zur Verfügung stellt. Und ich würde sagen, Waffeln, da würde ich auch schwach werden. Also das war der Stefan vom Podcast, wo Mädchen noch wilder als Kühe sind. So hat er sich gefreut. Das hat mich total begeistert. So, damit ist die Sendung zu Ende. Haben wir noch, ja, also da ist noch ein Luftholer. Möchte noch jemand was sagen? Sebastian? Nee. Hast du Luft geholt? Ich glaube, das war die Nora, oder? Nora? Nein, ich habe gelacht, aber vielleicht war ich zu weit weg vom Mikro. Tatsächlich wollte ich nur, weil wir eben immer so drüber gesprochen haben, Martin nochmal für die Initiative danken, das zu machen. Also du hast ja einfach gemacht, was im Sendegate, was hingeschrieben, gesagt, so, wir machen jetzt einen Podcast, du hast eingeladen und Punkt. So, hat er gemacht, ohne jemanden zu fragen. Ja, das stimmt. So unvorsichtig war ich. Hätte ich mal jemanden gefragt und hätte mich mal davon abgehalten. Hätte, genau. Nein. Nee. Ja, das ist ja auch okay. Also ich meine, ihr habt ja auch einfach mitgemacht. Das ist ja das ganze Engagement, was man als Einzelner so haben kann. Das lebt ja auch immer von der Rückmeldung und von der Reflexion durch andere. Also wenn jemand wie Sebastian sagt, ich organisiere jetzt hier ein Festival und da kommt keiner, und es kommen keine Vorschläge und es stellt sich keiner in die Küche und schnibbelt. Dann hat er immer noch Bier. Die Kartoffeln. Ich weiß nicht, ob ihn das so viel weiterbringt. 15 Kisten bisher, aber ja. Und es ist auch viel schöner, wenn das WLAN, was er da aufbaut mit irgendwelchen Funkmasten, die er da in die Pampa stellt, dann auch genutzt wird. Also das ist auch viel schöner. Nee, also insofern, ja, danke. Danke für die Erwähnung, finde ich schön. Aber natürlich geht der Dank auch wieder zurück an Menschen, die mitmachen, zum Beispiel an dich, Nora, dass du mitgemacht Dankeschön. Hast. Und zwar zum zweiten Mal hast du dich jetzt in den Sendegarten gesetzt. In so kurzer Zeit. Das gibt mir ja auch die Hoffnung, dass es nicht ganz so unerträglich ist, wenn man hier gewesen ist. Nein, das für dich nicht. Ja, und dann danke ich auch ganz herzlich der Claudia, die mit ihrer Kenntnis und Erfahrung und dem Ganzen, was sie so eben auch schon gemacht hat, einfach jetzt hier beitragen konnte und sich da trotzdem nicht abhalten ließ, dass sie den kleinen Anton, heißt er glaube ich, ne, auf dem Schoß hat. Genau. Dabei. Ja, der guckt gerade total fasziniert hier auf die, ich habe hier die Studio Link Standalone Version offen und der guckt total fasziniert auf die Balken, die hier immer die ganze Zeit hin und her gehen, ne? Ja, das ist doch schon mal, also die. Faszinierend. ich möchte wissen, was aus dem Kind wird, wenn es nicht Radiomensch wird. Ja, er klappert zumindest den ganzen Tag. Das ist schon mal. Und er beißt auch schon gerade. Er hat vorhin schon das hier Headset reingebissen. Super. Schauen wir mal. Es gibt bestimmt Kindermikrofone. Ja, Ralf wird es bestimmt testen. Die aus irgendeinem feuchtigkeitsbeständigen Material gemacht sind und auch unter erschwerten Bedingungen noch funktionieren. Super. Ja, dankeschön für dein Dabeisein und natürlich geht mein ganz, ganz großer Dank dem Mann, den man auch buchen kann übrigens, wenn Sie mal eine Veranstaltung oder ihr eine Veranstaltung mit technischem Sachverstand aufpimpen wolltet, Sebastian Reimers, dem Erfinder von Studio Link und demjenigen, der
selbst bei schwierigsten, widrigsten Bedingungen, die wir heute nicht gehabt haben, immer für gute Verbindung sorgt. Sebastian, Dankeschön. Ja, danke. Das muss ich mir aber nochmal überlegen, ob ich auch für Events buchen kann. Das normalerweise nicht. Claudia hat das gesagt. Ich habe nur Nein, nicht für Events. Für Konferenzen oder was? Nein. Also Sebastian, dein normaler Job ist, dass du IT-Administrator bist, oder? Genau, Systemadministrator für Serversysteme hauptsächlich, ja. Ja, aber das ist nicht für Veranstaltungen, sondern so für den Tagesbedarf. Genau. Und am liebsten remote, also. Okay, ich nehme alles zurück. Wie immer habe ich Unsinn erzählt. Also man kann ihn als Administrator buchen. Aber bucht ihn. Gibt ihm Aufträge, damit es wächst und gedeiht. So, damit schließen wir für heute die Gartentür. Und ich danke ganz besonders den Hörerinnen und Hörern und den Chatterinnen und Chattern. Im Chat war eine Menge los. Ich konnte leider fast gar nicht reingucken. Das liegt auch an meinen schlechten Augen, stelle ich fest. Also die Entfernung ist echt unglücklich. Ich sehe da zwei Worte wandern, aber ich kann sie nicht mehr gut erkennen. Ja, egal, das sind persönliche Animositäten. Ganz herzlichen Dank für alle Zuwendungen. Und falls ihr noch irgendwelche Setzlinge habt oder Themen, die ihr gerne hier in den Sendegarten bringen wollt, dann wisst ihr, unser Kanal ist offen. Der Twitter-DM-Kanal ist auch für alle offen, also da kann jeder reinschreiben, auch wenn er nicht möchte, dass das jetzt die ganze Welt gleich mitbekommt. Lasst einfach von euch hören und ansonsten eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss zusammen. Tschüss. Tschüss. Tschüss und vielen Dank nochmal für die Einladung. Gerne geschehen.